Ja, genau. Prost, die Dame, Prost, die Herren. Prost. Remember me, Leute. Prost. 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 Und zwar noch nicht alle. Was? Echt? Alle wollen nach. Prost. Da höre ich auch nicht, wo du sein musst. Und willkommen beim Biertacher Podcast 245. Mhm. Es sprechen heute der Dennis, Stefan, Gregor, die Anna, der Johnny und der Horst und ja, möglicherweise noch mehr Leute. Das Ganze wird hier findet statt mit freundlicher Unterstützung von woconic.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Österreich. Und vielen Dank an dieser Stelle. Cool. Und vielen Dank an dieser Stelle an unseren letzten verbliebenen Flatterer. Also ich glaube, der letzte Podcast hatte nur einen Flatter bekommen. Ja, aber das, glaube ich, liegt aber dann auch an Flatter, oder? Jetzt ja, aber wer fühlt, dass er Flatterer ist. Also wir bedanken uns herzlich und hoffen, ihr flattert uns. Dankeschön. Wir befinden uns in der Westernstraße 35a, 1070 Wien in der Zypresse. Es ist 19.30 Uhr am Dienstag und wenn Sie mitmachen wollen, einfach nächsten Dienstag dazukommen. Es gibt Bleistifte und Pickeln für jeden, der neu dazukommt. Mhm. Wir haben noch genug, oder? Ja, es wird schon knapp herkommen. Und es ist der 1. März 2016. Danke, Stefan. Danke. Stefan, was sagst du zum Thema Themenliste? Chancenlos. Zu viel drauf, oder? Zu viel drauf. Dann sag einfach nur jeder, was ihm am Herzen liegt und was er gerne erzählen will. Das Wichtigste, was ich rausheben will für mich, ist Drown Attack. Mhm. The New Heartbleed. Müssen wir uns wieder gruseln? Jupp. Yep. Mhm. Nein, eigentlich nicht. Wer SSL2 nicht verwendet, okay. Muss sie nicht. Also du redest darüber. Mhm. Sonst hat jemand was erlebt oder hast du gesehen? Ja, ich war im Kabarett, ich habe ein paar Tipps. Wir haben beide den gleichen Hardware-Tipp draufgegeben mit dem Raspberry Pi 3, der jetzt heraus ist. Musikvideos. Ah ja, und ich erkläre, was ein Savant ist, für die Leute, die das noch nicht wissen, damit man was Etymologisches wieder haben. Klingt französisch. Jupp. Wenn ich nicht so viel sagen darf, ein bisschen oldschool hätte ich. Ich hätte einen Raspberry Pi 2 jetzt tatsächlich mit Kodi ausgestattet und es funktioniert wunderbar. Ich habe zwei verschiedene Images probiert und ich würde ganz kurz was dazu sagen. Ich habe etwas extrem Langes eigentlich, wenn man es genau nimmt, zur Kategorie, die ich hoffentlich erfinden darf. Oh, das Internet gibt es ja auch schon für Computer. Und zwar habe ich in hast du einer geschrieben, dass für dich surft oder was? Was? Und zwar habe ich in einem Zeitungsartikel aus Die Presse einen Artikel gefunden, der mich ein wenig amüsiert hat und dann habe ich mal den Artikel Wort für Wort auseinandergenommen und eventuell können wir drüber reden. Ich habe ihn auch wirklich mit. Okay. Ja, aber es ist extrem lang. Wenn euch das stört, dann lassen wir es weg. Das werden wir dann entscheiden. Okay. Ja, wir knacken die 3 Stunden. Und dann habe ich einen Servereinbruch zu melden, der nirgendwo durch die Presse ging. Okay. Ja, ich nenne es mal Datenentführung. Weshalb kommen wir später dazu? Ja, ich glaube, sonst habe ich nichts aufgeschrieben, oder? Nö, den Rest lasse ich weg. Okay. Ich habe neben kleineren Politmeldungen etc. war ich zweimal im Kino auf Dirty Grandpa und Where to Invade Next von Michael Moore. Darüber kann ich erzählen. Und ich habe eine lustige Geschichte zu erzählen über einen französischen Schlafsack in Wien. Okay. Also, erzähl einfach, du warst jetzt längere Zeit nicht da, du hast sicher viel erlebt. Eigentlich aber nicht so viel, dass mir gerade einfällt. Also ich werde mich beteiligen bei den Themen, eben nur ein paar Kleinigkeiten, über die ich reden könnte. Neue Hardware, neuen OpenDRT-Router gekauft, Visierung, spielt ein bisschen. Ja, aber sonst eigentlich nichts Großes, toll, nicht vorbereitet hätte.
du arbeitest nicht in ganz coolen Firmen am nächsten Skynet oder so? Nein, das hat sich da nichts verändert. Dass nicht Menschen in der Straßenbahn mit NFC-Technologie ihr Bargeld transferiert? Ja, ich war jetzt in der Karibik mit meinem Vermögen. Das Nein, natürlich nicht. Also es hat sich da nichts Neues. Also nichts Neues gemacht. Anna. Ja, ich bin ja noch immer eine Woche älter geworden, immer noch in Wien. Immer noch in Wien, ich bin immer noch im Umzugsmodus. Ich habe ein paar Kleinigkeiten, analoge Kleinigkeiten erlebt. Ich habe einen kleinen Rant über Leute, die meinen, sich in Beziehungsangelegenheiten einzumischen. Ja, Beziehungsrant. Oh. Ja. Ja. So, die sich einmischen. So. Ja, einmischen, ja. Ah, so laut wie ich gehe. Der Twitter da Senf dazugeben, oder? Nachher dann, ja. Ne, okay. Das ist, ich dachte, das würde man dann nicht gelobt. Schade, Leute, wenn über dich gerannt sind. Und dann habe ich meine Aufgaben gelöst und zwar zufällig, versehentlich quasi beide auf einen Schlag. Super. Ja, ich habe voriges Jahr ein Spiel gespielt namens Remember Me von einem französischen also 2014. Studio. Aber da erzählst du dich heute auch wieder nicht drüber. Wahrscheinlich nicht. Aber ich hätte auch drei Agatha Christie-Filme gesehen. Von denen habe ich den einen noch immer die andere Hälfte nicht gesehen. Leider vom besseren. Aber ich kann vielleicht heute vom Tod auf dem Nil erzählen mit Peter Ustinov, Maya Farrow und David Niven. Und dann habe ich auch ein Wort mitgebracht, was vielleicht euch was sagt oder nicht. Synekdoche. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Synekdoche. Ist das griechisch? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, okay. Aber ich habe im Internet auf so einen Button geklickt, der hat es mir vorgesagt und ich plapper ja immer alles nach, was ich im Internet anklicke. Okay. Und so wurde es laut dieser super Internetstimme ausgesprochen. Und du erklärst uns, was das ist? Ich werde das dann erklären, ja. Cool, ne? Haben wir Termine zum Verlesen? Ganz oben stehen welche auf dann der Liste. Dann mache ich das. Das sind, glaube ich, die du reingeschrieben hast. Habe ich reingeschrieben, ja. Es gibt den Linux-Tag Chemnitz, 19. bis 20. März 2016. Derzeit, während ich darüber spreche, tut gerade OS Domotics IoT Vienna eine Fahrt organisieren dorthin. Mhm. Und auch auf der Luga kann man posten, da waren auch Postings, also auf der Linux Austria Mailingliste. Ja. Falls so wegen Gruppenfahrten, ich werde höchstwahrscheinlich nicht mitfahren diesmal. Aber Linux Tag Chemnitz, sehr empfehlenswert. Und vom Derek habe ich einen Termin. 14. bis 16. April 2016 gibt es eine International Education Fair in Moskau. Ich werde höchstwahrscheinlich hinfahren. Wow! Oh, spannend. Cool. So viel zu Terminen. Und der Timon zuerst? Aspie 3. Aspie. Ich wollte nicht erzählen, ich wollte nur reinschreiben. Kann man kaufen. Ja. Noch immer oder schon ausverkauft? Was ich so gesehen habe, trägt man noch. Mhm. Gestern rausgekommen. Was sind die relevanten Änderungen? Er hat jetzt WLAN drauf, er hat Bluetooth drauf und zwar nicht auf dem USB-Board, also auf dem USB-Bus, sondern wirklich abgekoppelt davon. Das heißt also, wenn man mit WLAN happy ist und nicht LAN unbedingt braucht per Kabel, dann hat man trotzdem die volle USB 2.0 Bandbreite noch zur Verfügung. Er hat einen schnelleren Prozessor, das ist ein 64-Bit Prozessor, wobei, ich habe mir auch angehört, vielleicht das als kleinen Tipp dazu, vom Pi Podcast, die letzte Folge dreht sich um den Raspberry 3 und da ist der, wie heißt der, Eben Apten vom Projekt interviewt worden, eine halbe Stunde lang, und da hat er dann wirklich die Details erzählt. Also wer da mehr Details noch wissen will, als ich da jetzt in den Raum werfe, Speicher ist der gleiche geblieben, also 1 Gigabyte weiterhin. Prozessor ist, da habe ich zum Teil noch gesagt, ist jetzt höher getaktet, also ist ein 1,2 GHz Prozessor. Laut Performance-Tests ist so zwischen 50% und 60% schneller als vorher. Und damit sagen sie 10-mal so schnell wie der 1er war. Mit dem schönen Unterschied, also es ist weiterhin ein Quad-Core, so wie es bisher war. Also er hat wirklich die Taktfrequenz pro Core ist damit raufgegangen. Und das, also das macht. Und der Preis ist immer noch der. Der Preis ist der gleiche, sie zielen wieder ab auf die 35 Dollar. 2 Euro, glaube ich, teurer. Das entsteht durch den Wechselkurs, also durch den Umrechnungskurs Änderungen zwischen dem Dollarkurs und dem Pfundkurs. Aus welchem Grund auch immer. Aber er hat es erklärt, so genau deswegen ist auch der Pi Zero jetzt teurer geworden im Verhältnis, weil der hat ursprünglich 4 Pfund, glaube ich, gekostet.
Und im Endeffekt sind es aber, es sind immer $5, aber diese, im Endeffekt zahlt man ja länger mal breite Portokosten und Zollkosten und was Gott was, weil das eben recht ungeschickt ist von unserer Seite, das zu kaufen. Die billigsten in Österreich, die ich gefunden habe, was den Raspi 3 angeht, ist Semaf Electronics wieder mal. Das ist ein kleines Geschäft. Bei der Markthalle. Genau, bei der Eisenbachstraße. Der hat es schon online, oder? Er hat es online mit Preis. Ich habe ihn jetzt nicht mehr ganz auswendig. Ich glaube, es war. Ich weiß nicht. Schaut es einfach nach auf der Webseite. Semaf kann man überhaupt sehr empfehlen. Also, wenn man in Wien Bastelsachen hat, er hält sich auch gerne stundenlang mit einem. Ja, er hat hin und wieder sein Rechnungswesen nicht ganz auf der Reihe, da schickt er einem dann eine Rechnung zweimal, da muss man dann ein bisschen dagegen wettern, dass man schon gezahlt hat, aber dann geht's schon. Aber er hat die Sachen, das ist ganz gut, und er hat relativ viele verschiedene Sachen. Ja, mich interessiert das Ding. Die Cases wären fast kompatibel zu den alten, weil es ist fast alles an der alten Stelle, außer den LEDs. Also wenn man die LEDs weiterhin sehen will, dann braucht man doch ein neues Case. Größe ist gleich, Leistungsverbrauch ist höher geworden, insbesondere bei Last. Empfehlen Sie ein 3 Ampere Netzteil, 2,5 wird mitgeliefert und teilweise wird der 3er schon empfohlen, weil das 2,5er doch nicht so toll ist, zumindest nicht unter Dauerlast. Also nicht mitgeliefert, sondern kann man optional. Ja, kann man zukaufen von Ihnen selber. Und sie haben gemessen auch Prozessortemperaturen von 80 Grad und drüber. Also das Ding wird auch wirklich warm diesmal. Es ist ja eigentlich, es ist auch verständlich, nicht? Die Dimensionen sind im Großen und Ganzen die gleichen, aber die Taktfrequenz ist höher und damit wird das Zeug wärmer, weil es nicht kleinere Leiterbahnen drauf haben. Kann man sich so als Taschenwärmer dann mitnehmen. Und außer drauf. Das ist jetzt eigentlich die nächste ARM-Generation. Also der Raspi 1 war ein ARM 6, der Raspi 2 ist ein ARM 7 und der 3er wäre ein ARM 8, was sich eben auch widerspiegelt in anderen Instruction Set ein bisschen, wobei das die Images noch nicht wirklich ausreizen und trotzdem zeigen sich die Images schon schneller, als sie bisher waren. Und man rechnet eben damit, dass die in den nächsten Wochen weiter arbeiten am Raspbian, um das Ganze zu optimieren und wirklich rauszukitzeln. Was sie auch gesagt haben, was ja auch oft kritisiert worden ist, ist die Audioqualität, dass die so mies wäre. Wobei der Interviewee dann eben gesagt hat, na, also hauptsächlich ist das Problem, wie sie das Zeug ansprechen, da haben sie die Problematik, die Hardware ist gar nicht so schlecht und sie haben jetzt an den Treibern weitergearbeitet und angeblich soll das jetzt auch besser sein und das, der Grundrauschpegel soll damit niedriger sein. Er hat dann auch einige Details dazu erklärt, die über meinem technischen Verständnis lagen, wann sie was wo ein- und ausschalten, damit die Audioqualität besser wird. Also da empfehle ich wieder diesen Podcast. Und rein vom Schauen, kannst du jetzt sagen, macht das dann schon Spaß als Desktop-Computer oder ist es noch ein bisschen unterdimensioniert? Ich habe kein Video gesehen, wo es wirklich als Desktop-Computer im Einsatz ist. Ich habe jetzt lustigerweise ist gerade die Woche eins rausgekommen, wo einer einen Raspi 2 testet, eine halbe Stunde lang als Desktop-Computer. Und es ist halt immer die Frage, womit man sich begnügt. Es ist natürlich langsamer als ein moderner Desktop-PC, aber es ist um ein schneller wieder als der letzte war. Der Eingegramm wird halt für Desktop-Anwendungen, glaube ich, immer wieder mal so ein Bottleneck. Ja, also, das ist es. Anmerkungen habe ich dazu folgende. Also, wie der Raspi 2 rausgekommen ist, da habe ich mich schon sehr darauf gefreut, weil der Raspi 1 war da wohl doch recht schwächlich und ich war ja schon sehr interessiert. Ich habe den Raspi 1 lange Zeit als Heimserver im Einsatz gehabt und so. Und wie der 2 rausgekommen ist, habe ich wirklich beide Hände in die Luft geworfen. Und jetzt der 3 ist aber relativ knapp zum 2er rausgekommen. Das ist ein Jahr auseinander oder? Ist es mehr? Schon wesentlich mehr. Wesentlich mehr? Ja, zwei Jahre. Das Projekt selber war 18 Monate, weil darauf sind sie ganz stolz, dass das das kürzeste Voll-Neu-Design-Projekt von ihnen war. Ja, ich freue mich jetzt auch über den Raspi 3, aber es passiert bei mir noch nicht so, weil der Raspi 2, den muss ich erst einmal ordentlich aufsetzen und in Einsatz bringen. Also, noch nicht fast so. Ich habe irgendwie so ein XBMC-Distro draufgeding und mal angesteckt, aber es ist wirklich noch nicht viel passiert. Also sie setzen mich schon langsam unter Druck mit ihren Release-Zyklen. Und das finde ich auch deswegen ein bisschen nicht komisch, aber
Ich würde mir, beim Raspberry 1 haben Sie ja argumentiert, so, das ist eine Plattform für Entwickler und da sollen sich Projekte entwickeln, deswegen ist Plattformstabilität ganz wichtig. Und deswegen diese langen Release-Zyklen. Das hat mich natürlich damals als Consumer ein bisschen nervös gemacht, aber eigentlich fand ich das im Endeffekt ganz gut. Deswegen finde ich jetzt so das eine Jahr ein bisschen knapp, jetzt schon wieder eine neue Hardware rauszuschieben. Man muss aber, ich argumentiere jetzt wieder gegen mich selbst, Sie haben jetzt nicht so einen harten Plattformwechsel gemacht. Sie haben an dieser oder anderen Stelle einfach Komponenten hinzugefügt und den Prozessor verbessert. Also insofern finde ich das ja auch gar nicht schlecht. Das Zweite, was mich ein ganz kleines, aber es ist immer nur so meckern auf hohem Niveau, dass hier jetzt Bluetooth und Wi-Fi so Tricks fix rein verdrahtet ist. Bräuchte ich nicht. Kostet Strom. Und falls ich mal, ich meine, ich bin jetzt nicht godlike Administrator, falls ich vielleicht irgendwann mal irgendwie doch mein Heimserver kompromittiert wird und dann ist auf einmal diese Hardware doch zugänglicher, dann ist das vielleicht aktivierbar und irgendwie hinterlässt das. Wenn es nicht da wäre und ich könnte es mir mit USB draufstöppeln, wäre ich fast glücklicher, als wenn es fix integriert auf dem Board ist. Ich meine, ich könnte es aus dem Kernel rauskompilieren oder so, aber mit genügend Geschick und Geduld oder so könnte man da schon trotzdem. Ganz einfacher Vorschlag. Du kaufst dir jetzt einen Dreier und wir tauschen, ich gebe dir meinen alten Zweier dafür. mit Wi-Fi draufstöpseln. Okay, nein, ich habe ja schon einen Zweier. Geht nicht. Den kann ich dir auch anbieten. Ich habe auch zwei Zweier zu Hause. So viele Angebote. Ich bin von der USB-Wi-Fi-Lösung überhaupt nicht begeistert gewesen. Also welche übrig die ist, die ist bei mir extrem heiß geworden auch. Also das war eigentlich fast für mich der Hauptgrund, warum ich das dann runtergenommen habe. Das Ding echt, also das hat sicher seine 60 Grad gehabt. Der USB-Stüpsel. Diesen kleinen USB-WLAN-Dinger da drauf. Von der Lösung war ich nicht so begeistert. Also ich bin dafür, dass das drauf ist, manchmal. Dann muss man es halt abdrehen, dann muss man es halt sichern und dann muss man halt eine Firewall installieren. Ich hasse Firewalls. Darum sage ich es ja. Dazu etwas hätte ich noch als Gegenvorschlag, nämlich auch jetzt gerade aktuell der Odroid C2. Mhm. Der hat einen Takt von 2 GHz statt 1,2. Mhm. Hat kein WLAN, hat kein Bluetooth und hat Gigabit-LAN. Das und heißt, mehr RAM, nicht? Auch und 2 GB Gigabyte RAM. Und es ist ein Kühler draufgeklebt. Das heißt also, die Kühlung muss man selber nicht... Aber kein bewegter Kühler oder Passivkühler. Ein Passivkühler. Kein aktiv. Ja, und das Ganze kostet $40 im Vergleich zu $34, glaube ich, der Pi 3. Und Gehäuse gibt es wahrscheinlich auch dafür. Ja, denke ich auch. Und ist genauso groß, aber die Gehäuse sind natürlich nicht kompatibel. Mhm. Was Software anbelangt, der Raspberry Pi ist definitiv von der Softwareauswahl die größere Wahl, weil da kannst du dir wirklich viele aussuchen, während beim Odroid C2 sagen sie jetzt schon, ja, sie haben noch ziemlich viel zu tun, was die Software anbelangt und die Treiberunterstützung. Offiziell ist es nur Ubuntu 16.10, das ist noch im Alpha-Stadium. Also das Ubuntu 16.10. Mhm. Andere werden eigentlich noch nicht ganz unterstützt. Android wird unterstützt. Das ist das Einzige, was wirklich voll und ganz unterstützt wird. Mhm. Was allerdings toll ist, das Ding unterstützt auch 4K-Monitore. Mhm. Also über HDMI kann man 4K-Monitore anschließen mit 60 Hertz und es ist schon heiß. Also das nur für Videos, weil nämlich der Desktop rennt damit extrem langsam, das haben sie da auch schon gesagt. Also Videos 4K soll gehen. Es gibt auch schon Tests, da ist einer hingegangen und hat seinen Odroid C2 mit zum Mediamarkt genommen und einen ganzen Fernseher mal ausgetestet. Ach ja. Und hat ein Video dazu gemacht. Hat auch ins Netz gestellt. Ich werde auch den Link noch nachliefern und Heise hat auch jede Menge dazu. Und der ist auch ganz neu. Der ist auch ganz neu, der ist schon etwas länger, weil es gibt schon Leute, die den haben schon auf dem Markt. Aber ziemlich neu halt. Also. Ja, oder? Ja. Von Hardkernel ist das, glaube ich, meines Wissens. Ja. Ich möchte nochmal zum Raspberry 3. Ich habe es ganz interessant gefunden, die Argumentation auf deine Kritikpunkte. Haben sie mich fast geantwortet in dem Podcast mit ein paar Sachen. Das eine war, warum diesen Prozessor jetzt und warum 64-Bit jetzt auch? Und die Antwort war drauf, na eigentlich ist das ein besserer 32-Bit-Prozessor, als der alte ein 32-Bit-Prozessor war. Also er soll sich besser verhalten im Verhältnis auf 32-Bit-Code und dass es zufällig ein 64-Bit-Prozessor ist, das stört sie nicht weiter. Das war so die eine Argumentation. Okay. Und sie können also wirklich, also man kann wirklich mit den alten Images loslegen und die werden halt jetzt dann
dann kontinuierlich verbessert. Das war für sie auch ein Punkt weiterzugeben. Und sie haben gesagt, sie erwarten jetzt auch in nächster Zeit keine schnelle Entwicklung einer weiteren, sondern sie wollen denen jetzt einmal wirklich ausreizen, softwareseitig ausreizen, was sie an Hardware da jetzt zur Verfügung haben. Also jetzt der nächste Sprung wird wahrscheinlich nicht so schnell kommen, wie der jetzt war. Ja. Also so ein Raspi 4 wird es nicht so schnell gehen. Okay, das klingt ja vernünftig. Ja. Zu den 64-Bit. Ich empfehle auch nicht, auf 64-Bit umzustellen. Schon damals, als die 32-Bit AMD-Prozessoren rauskamen, hatte 64-Bit keine Vorteile. 64-Bit hat erst Vorteile, wenn man wirklich so viel RAM benötigt. Oder wenn man mit 64-Bit Genauigkeit rechnen muss, ja. Also Integer. Ja. Ansonsten hat es mehr Nachteile als Vorteile, weil der Pi 3 mit wenn er 2 GB Speicher hätte, wäre gerade mal so gut wie der der 3er hätte mit 2 GB Speicher genauso viel Leistung wie der 2er mit 32-Bit, weil der RAM auch doppelt so viel verbraucht wird. Also mit 64-Bit wird alles doppelt so groß. Also ich habe mal einen Test gemacht, es sind ungefähr 2/3 an Speicher tatsächlich mehr dann in Verwendung als vorher, bei den Programmen so ungefähr. Wegen den ganzen Zeigern hauptsächlich. Weil also die Programme werden ramhungriger durch die 64-Bit. Ja, ungefähr 2/3 größer, also das ist schon ordentlich. Also würde ich von 64-Bit eher die Finger weglassen, aber es stört wirklich nicht. Also 32-Bit Instruction Set erweitert ist auf jeden Fall. Ja, weil wenn man sich anschaut, wie viele Distros und verschiedene Spezialanwendungen es gibt und wenn sich Leute hinoptimieren, dann kann es vielleicht auch dann wieder Sinn machen. Ja. Grund für Bluetooth haben sie übrigens nicht genannt Tastatur oder Maus oder so, was man vielleicht erwartet hätte, sondern Internet of Things Sensoren, die per Bluetooth angesprochen werden können. Kannte denn das Bluetooth Low Energy? Das haben sie auch drauf. Eigentlich zwei Bluetooth-Standards da implementiert auf dem Chip. Da wird es vielleicht noch was. Ich weiß nicht, was es schon gibt, da bin ich zu wenig am Laufen. Ja, was ich weiß ist, aber. Aber das ist auf jeden Fall. Bist du Harald, wenn man dich braucht? Ja. Bald in Chemnitz. Was ich da nett fände, wäre Bluetooth mit einem Mobiltelefon gekoppelt, dass man sozusagen sagt, okay, ich möchte jetzt eine Datei schnell ablegen und per Bluetooth geht das ja wunderbar. Man sagt einfach nur, schickt die Datei an diesen anderen Punkt und zack, sind die auf dem Raspberry Pi. Ich sollte telefonieren. Also nur für Gäste. Das stimmt aber tatsächlich ja natürlich. Wenn das Mikrofon unterstützen würde und die Audioausgabe gescheit wäre. Also dann nehme ich doch lieber das Mobiltelefon weiter. Ich meine, für sich selber würde ich ja eher dann so den klassischen SMB oder SFTP-Weg zu Hause gehen. Aber für Gäste beispielsweise könnte es ja, wenn ein sinnvolles Bluetooth-Setup ist und die Leute haben ja alle ihre Bluetooth-Devices in den Hosentaschen, dann könnte man Fotos, Familienfotos teilen. Ja, und es ist ein bisschen einfacher, was Senden und Empfangen von Dateien anbelangt, als über WLAN. Über WLAN ist das ein Handicap mit dem Mobiltelefon. Über Bluetooth wunderbar, es ist wirklich einfach. Ich benutze das nämlich auch, um Dateien auf meinem Mobiltelefon zu bekommen. Anna, habe ich dich richtig verstanden? Du hättest gerne einen Raspi. Nein, ich habe jetzt nur gesagt, wenn die zwei Herren ordentlich durch haben, ich nehme schon. Das schon. Ja. Aber nicht zum an die Wand nageln. Im Prinzip, ja, nur im Moment habe ich einfach gar nicht die Zeit. Ich hatte noch nie einen und das dauert bei mir, bis ich dann da irgendwie. Aber ja, im Prinzip ja. Also ich kann nur berichten vom Thema Programmieren lernen, weil ich vermute, dass du das damit vorhaben könntest. Ja. Ein Schüler von mir hat einen Raspi 2. Und der, also für das, wie er lernt, reicht das völlig aus. Also wenn man Python beigemacht, ein bisschen so lernen, sofern du jetzt nicht so super 3D-Grafik ganz schnell brauchst oder Videoschnitt, kannst du damit, hast du einen schönen Lerncomputer zum Programmieren lernen, kannst Linux drauf laufen. Du kannst halt nicht alles machen, was du von einem super starken Desktop gewohnt bist. Zum Beispiel schnell mal den Browser öffnen, während dein sehr speicherhungriger Editor noch offen ist und so. Du solltest dann angewöhnen, halt eins zumachen, bevor du Alt abdrückst. Aber sonst, also, weil du ja meistens nicht so schnell programmierst, ist das durchaus, finde ich, eine nette Maschine. Dann habe ich noch einen End-User-Tipp und einen Nerd-Tipp. Der End-User-Tipp ist, wenn man es als Desktop-Maschine verwenden will und nicht unbedingt auf die vorinstallierten Lernprogramme aus ist,
nicht Raspbian verwenden, sondern Ubuntu Mate. Das ist ein bisschen responsiver, lustigerweise, drauf. Ja. Das hat man noch nicht genau analysiert, warum so ist, aber es ist so. Und die portieren langsam aber sicher auch die ganzen Sachen auf Ubuntu Mate, die beim Raspbian die coolen Features sind, wie das Sonic Pi, das vorinstalliert ist und so weiter. Aha, ich wittere Redezeit. Jetzt kriegst du gleich Redezeit. Der letzte Tipp, der ist der absolute Hammer. Diese ARM-Prozessoren, das sind ja eigentlich RISC-Prozessoren. Mhm. Und dafür ist ja Linux total das falsche Betriebssystem, um die wirklich auszureizen. Das heißt, wenn man da wirklich einen schnellen Umgang haben will mit dem Rechner, dann muss man RISC-OS drauf installieren. Das gibt es ja auf dieser Noob-Download. Und das ist noch relativ roh, noch nicht sehr weit entwickelt, die ganze Geschichte. Aber also wenn man da sich austoben will, da kann man mal ein neues Betriebssystem lernen. Also die meisten Leute kennen das ja doch nicht so nicht. Aber da tut sich auch einiges rundherum. Ich habe letztens in einem Podcast gehört, die alten Freaks, die das gewohnt sind von den alten RISC-Prozessoren, die jetzt den Raspberry Pi für sich entdecken und ihre alte Software drauf portieren. Das finde ich ganz lustig. Jetzt habt ihr Redezeit. Ich habe noch ein nerdiges Bezug. Ja, ich hätte noch was sogar zum Pi 2. Bitte. Und zwar wollte ich ja unbedingt Kodi drauf haben und mit Raspbian war das ein Schaß. Was Kodi ist. Kodi ist ein Media Center. Also im Prinzip möchte ich damit YouTube-Videos hauptsächlich schauen und Musik hören und Videos, die auf meiner SD-Karte sozusagen zwischenspeichern muss. Also im Prinzip Videos schauen. Raspbian war erstens, das hakt die ganze Zeit bei YouTube-Videos, war extrem schlimm. Die Bedienung war nicht ganz optimal. Ich habe eine Tastatur, keine Fernbedienung. Und deswegen habe ich nach einer gescheiteren Lösung gesucht. Und habe mir gedacht, okay, nehme ich mal die Fix- und Fertig-Distributionen, schaue mir die an, es gibt 3 Stück. Ja, das haben wir letztens diskutiert. Was sind die 3? OpenELEC, OSMC und Xbian. Xbian, okay. Die ersten 2 habe ich schon getestet, Xbian fehlt mir noch. Mhm. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich es wirklich teste. Also zum ersten, OpenELEC. Ja, das war meine Wahl, glaube ich. Basiert überhaupt nicht auf Raspbian. Das Ding ist vollständig extra kompiliert. Das heißt also, mit apt-get und so weiter, wer sich mit auskennt und eigentlich das benutzen möchte, Finger weglassen, funktioniert nicht. OSMC hingegen schon. Mhm. Dafür das Tolle bei OpenELEC ist, das Ding bootet sauschnell. Ja, das ist minimal. Das ist nichts anderes drauf, außer das Kodi. Wir haben kein, ich weiß gar nicht, ob es ein Package Manager, ich weiß auch nicht, wie dieses Update-System funktioniert. Gibt es nicht. Es gibt auch keins. Ich glaube, das geht alles über das, das Menü auf vom Kodi selbst. Ja. Genau, also die Kodi-Plugins, da hast du das. Quasi das Betriebssystem aufs Minimal reduziert, das ist rein nur eine Kodi-Plattform und hat kein So ähnlich wie bei OpenWRT, was auch ein Image ist. Ja. Wo liegt jetzt das Image? Es liegt tatsächlich in dem im FAT32-Speicher, also in den ersten 512 MB. Auf der ersten Partition liegt dann ein Image und der Rest ist einfach nur, wir wissen mal noch nicht wozu, aber du kannst ja deine Dateien da drauf legen, so ungefähr. Und die Einstellungen werden drauf gespeichert. Also ist extrem Speicherplatz sparsam sozusagen. Ja, also cool. Das Image ist 100 und ein paar zerquetschte groß. Und Kilobyte oder was? MB. Megabyte, ja. Schon. Und der restliche Speicher sind halt bei mir 32 GB und das ist leer bis auf 100, nochmal 100 MB, wo die Einstellungen gespeichert werden und solche Sachen. Mhm. Das Ding könnte Samba, will ich auf keinen Fall benutzen. NFS habe ich noch nicht probiert. SSH-Zugang gibt es, aber es gibt wirklich nur den Root-Benutzer und das ist etwas, was ich wieder bemängle. Brauchen wir auch alles Sachen aus Root? Ich habe gar nicht geschaut, weil es läuft gerade in so Mini-Busybox drin, aber ich habe jetzt gar nicht geschaut, das Kodi selber auch als Root. Läuft auch als Root. Alles läuft als Root. Okay, das ist dann vielleicht nichts. Ich habe nämlich selber das aus Benutzersicht das am angenehmsten gefunden, weil die einfach sehr saubere Defaults haben, also was Kodi anbelangt. Mhm. Dort alles out of the box funktioniert. Ja, so höflich. Wie das wollte ich jetzt nicht direkt vorwegnehmen. Okay, Entschuldigung. Aber so mit Fernbedienung des Fernsehers automatisch funktioniert auch jetzt mit dem. Das, ich habe Samba Share, die wird automatisch, also es ist alles relativ problemlos.
ich kann vom Laptop wieder das launchen und das überschieben, dann also es war jetzt für mich so das Benutzerlebnis, ja. Aber eben sicherheitstechnisch ist vielleicht nicht so. Dass ja, also ich muss zustimmen, benutzertechnisch ist es wirklich allererste Sahne, die Bedienung mit der Tastatur funktioniert auf Anhieb so, wie ich es erwarte, weil beim QWERTY ist es normalerweise so, mit den Cursor-Tasten vor- und zurückspulen, geht nur im 10-Minuten-Schritt mit hoch und runter und rechts und links weiß ich immer noch nicht, wie es funktionieren soll. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, es so kompliziert zu machen. Während bei OpenELEC funktioniert es wirklich. Man in 10-Sekunden-Schritte spult man vor und zurück mit den rechts- und links-Cursor-Tasten. Wunderbar, bin ich wirklich echt begeistert. Also die bessere Videoschau Bedienung. Ja, haben sie wirklich hingebracht. Das ja. Muss ich nicht von einem kommerziellen Mediencenter, dass das so kauft. Im Gegenteil, es gibt jetzt sogar Gegenwind für die QWERTY-Entwickler, die haben Probleme, weil auf eBay kannst du dir irgendwelche HDMI-Sticks kaufen, wo sie eigene Distributionen mit QWERTY darauf verkaufen, wo dann aber nicht rechtlich saubere Plugins vorinstalliert sind. Also die verkaufen das so mit so, schau die neuesten Kinofilme, hier ist der Stick, alles ganz legal. Und da muss sich QWERTY abgrenzen und da sind sie jetzt gerade auch dabei, Schritte einzubringen, genau, dass du eben zum Beispiel das QWERTY-Logo nur dann verwenden darfst, wenn auch wirklich nur das Default-Set an Plugins verwendet wird. Ja, cool. Ja, und das USMC, sicherheitstechnisch kein Thema. Also das ist wie Raspbian im Prinzip. Mhm. Man hat auch die Möglichkeit, UpGet auszuführen. Aptitude kann man nachinstallieren. Das war mein erster Test. Also was das anbelangt, kaum Unterschied. Booten tut es schnell. OpenELEC ist wesentlich schneller. Und die Bedienung ist dann wieder, wie vorher auch schon mit QWERTY, ganz normal. Mit dem einzigen Unterschied, sie bringen ein eigenes Theme mit. Mhm. Was das anbelangt, sie bringen wie OpenELEC auch eigene Einstellungen mit. Das Theme ist nämlich kein Standard-Theme. OpenELEC verwendet nämlich noch ein Standard-Theme, aber USMC nicht. Das sieht ziemlich schick aus. Also es ist einfarbig gehalten, es ist sowas von schlicht. Problem ist nur weiß und gelb. Zum Unterscheiden, was man gerade ausgewählt hat, ist ganz übel. Also, ob man jetzt auf Ja ist oder Nein, konnte ich nicht erkennen. Also, ja. Was das anbelangt, ich habe zuerst mal geändert, dass ich ein anderes habe. Aber auch die Einstellungen bei OSMC sind wirklich vergleichbar mit OpenELEC. Die Tastenbelegung ist das eine. Das könnte ich jetzt, nachdem ich weiß, wie es geht, bei OpenELEC einfach rüberheben und damit hat sich die Sache. Also was das anbelangt, OSMC wird wahrscheinlich mein Favorit sein, weil es sicherheitstechnisch ein bisschen besser ist. Und beim Booten, das ist mir nicht so wichtig. Und was Einstellungen anbelangt, das ist sogar noch besser als OpenELEC. Also OSMC würde ich eine Chance geben und wenn die Tastaturbelegung nicht passt, okay, Handarbeit anlegen. Mhm. Und Xbian ist halt das Bleeding Edge. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber was die alles mitbringen und so weiter und so fort, um Gottes Willen, das hört sich extrem an. Ich werde es vielleicht ausprobieren und nächste Woche dann. Ja, aber es ist nicht unbedingt ein Muss. Also wie gesagt, ich wollte auch mehr ausprobieren, aber bin bei OpenELEC hängen geblieben, weil es für mich funktioniert hat. Und eben ich wollte mich mehr damit beschäftigen, habe es aber nicht, weil ich war dann nur dringend, der Bedarf war da, jetzt eine Videolösung zu bauen. Mhm. Und das hat wirklich so also anstecken ans LAN, an den Fernseher. Und ich wollte ein Keyboard anstecken und habe zufällig gemeint, hoppala, die Fernbedienung vom Fernseher funktioniert da auch. Das Keyboard und auch ab dem Zeitpunkt überhaupt kein Keyboard mehr benötigt. Hast online, du kannst dann auch die System-Settings, zum Beispiel wie IP-Adressen an NDRCP, haben sie ihn als Plugin, glaube ich, in QWERTY mit rein. Also du administrierst das System wirklich am Fernseher. Über die hast du einen Infrarot-Empfänger? Nein, gar nichts. Das geht über das HDMI. Wie heißt das? Das funktioniert mittlerweile auch. Ja, also ja. Ich war überrascht. Ich habe damit nicht... Der Fernseher überträgt da gibt es scheinbar so definiertes Standard-Set an Tasten. Ja. Zurück, rechts, links, rauf, runter.
Und der Fernseher schickt das im HDMI da rein und der OpenELEC und der interpretiert das korrekt. Also ich habe da nichts getan, nur den Fernseher angesteckt. Du hast wirklich nur die Fernseher ne? Ich hab das habe ich noch nie ausprobiert. Was interessant ist, ich habe es beim Fernseher angesteckt, habe den eingeschaltet, ja, und der Fernseher hat sich alleine eingeschaltet. Einmal. Also ich habe den Fernseher das kenne ich. Und dann wollte ich den Fernseher... Das nennt sich CNC. Also ich habe wenig technische Ahnung, was HDMI angeht, aber die Fernbedienung vom Fernseher aus nur gedrückt und es hat sofort in OpenELEC funktioniert. Und auch die Systemkonfiguration ist eben, dass man... Damit man es nicht mehr quasi wie einen Raspi konfigurieren muss, also sich einloggen oder anmelden, haben die alles als Kodi-Plugins also so dazu installiert. Und wirklich alle Systemsettings wie Hostname oder was auch immer, alles direkt aus der Oberfläche. Das benutzt du exklusiv oder das ist familienkompatibel? Das ist so familienkompatibel. Also das ist, ich habe eben schon vorher gehabt ein Share, also es war halt, es ist halt immer noch ein Samba-Share, wo halt Video liegen und dann, ich habe halt eben doch ein eigenes Theme nachinstalliert, weil es mir auch nicht so gefallen und dann was für ein YouTube-Plugin dabei war oder was. Aber es kann man alles über die Oberfläche, also ohne, dass man jetzt ein Keyboard hat, mit dem Fernseher, Und das ist ein familienkompatibles Mediencenter, sozusagen, und das benutzt jeder. Das ist jetzt, es ist jetzt einfach zu benutzen, also aus der Sicht ist es wirklich toll. Aber eben, das alles jetzt Root läuft. Ich weiß noch, die Samsung-Fernseher, die laufen ja auch auf Linux. Und die hat da mal Root bekommen. Das ist schon eine alte Story, glaube ich, über ein, zwei Jahre. Und die waren ja so grau, so die waren, haben gleich auf Anhieb mehrere Lücken gefunden, also Remote-Exploits gefunden und dann festgestellt, dass in dem Fernseher alles aus Root läuft. Und wenn du den Samsung-Fernseher, der dann irgendwo hin telefoniert, also das war das Erste, dass mein Samsung-Fernseher auf Router noch nicht ins Internet raus kann. Ja. Und dann war später die ganze Geschichte mit dem Sprache wird nach außen übertragen. Also der Fernseher darf nicht ins Internet. Dazu habe ich externe Geräte wie ein Raspberry und so Dinge. Aber eben, das ist auf der OpenELEC leider auch nicht optimal. Oder? Aber ich bin nur im LAN momentan und ich habe nur vertrauenswürdige Gäste. Ja, also nachdem ich das jetzt gehört habe mit der Fernbedienung, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, ich werde es mit beiden ausprobieren und ich vermute, mit OSMT wird es auch funktionieren, weil die haben dasselbe Ziel, nur haben sie gleichzeitig das Ziel, auf Debian zu bleiben. Und das imponiert mir schon. Also es ist angenehmer, weil ich nicht Top mag, sondern lieber Hardtop. Und wenn solche Sachen dann schon anfangen und ich bin sofort tot, gefällt mir auch nicht. Das ist auch so, ich denke mir, das ist ja für die auch schwerer, das System sicher zu halten und zu pflegen. Wenn sie auf einer Distro aufbauen, dann können sie einfach, wenn die jetzt alles selber bauen, weiß nicht, wie das dann genau gepflegt wird, ob das so gut gepflegt ist. Wenn sie die Paketquellen haben, ist es für die Entwickler viel weniger Aufwand. Das ist schon angenehm, auf Debian Shooter zu stellen. Das heißt, das ist dann vielleicht da auch wieder ein höheres Risiko, dass du das nicht so aktuell siehst. Der Unterschied ist halt bei OpenELEC, sie haben wirklich alles Hand von Hand kompiliert. Es passt halt alles gut zusammen. Richtig, die haben es wirklich auf dieses Image optimiert, mit Compiler-Flex und allem drum und dran. Ich gehe mal davon aus, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es hört sich danach an, dass sie das machen. Weil für jeden, für jedes Gerät haben sie ein eigenes Image. Und es steht auch dabei, dass eben, wie man es selber kompiliert, weil man kann das Image auch selber erstellen. Sie bieten dafür alles an. Es kann sein, dass die Build-Root benutzen. Das ist aus der Busybox-Community gibt es halt Build-Root. Damit wird uclibc und Busybox kompiliert und einige andere Sachen auch. Also es kann sein, dass sie das verwenden und einfach nur aufgebohrt haben. Und was das anbelangt, Sicherheit lässt sich damit auf jeden Fall bewerkstelligen, weil alles einfach neu kompiliert wird und ist ein Update-Mechanismus ist vorhanden. Okay. Und da wird das Image einfach ausgetauscht. Ah, das also das schon. Image, dieser Image, das stimmt. Ja, es ist nur eine Datei, die System heißt. Und das kommt, die Config liegt ja extra, also die, was ich gesehen habe. Genau, in der eigenen Partition. Und die, und nachdem das so minimalistisch ist, reduziert sich auch die Angriffsfläche, hoffe ich. Auch ein bisschen, ja. Und es ist, darf ich euch so zusammenfassen, dass euch OpenELEC wirklich gefällt und ihr das empfehlen könnt? Auch für mich gerne. OSMC, Entschuldigung. Ja, so die ja, Stunde. Diskussion. Was, ich komme wieder ein Jahr nicht. Wir haben ja auch noch zwei andere Optionen. Wir können auf 6 Stunden upgraden oder wir machen ab jetzt täglich Podcast. Ja. Nonstop. Durch Podcasten. Ja, so Podcast-Marathon. Ja, genau. 24-Stunden-Marathon. Nur zum Thema OpenELEC. Wir nummerieren uns durch einfach. Ah, wir sind. Moment mal, wir gründen wirklich ein Radio.
Präsent, dann wird es 24 Stunden. Ja, genau. Stoff hält man, ja. 24 Stunden rund um die Uhr mit. Bei Radio fällt mir ja gerade nur ein, dass ich was erzählen wollte. Aber das ist jetzt nichts Nerdiges. Das ja, mach, aber erzählen. Trotzdem ist gut zur Uhr gekommen. Jetzt haben wir lange. Ja, klar, kleines Update zu den Kastronauten und zu 4000 Hertz. Ja, da ja, hattest doch, du hast mich gefragt, unter welcher Lizenz, ob ich weiß, oder welche Lizenz das, ja, du schaust gerade so. Ja, ja. Ob ich wüsste, ob ich in Erfahrung gebracht hätte, unter welcher Lizenz sie die Sachen von anderen Leuten veröffentlichen würden. Ich habe heute auf Twitter gefragt. Es hat sich so ergeben, dass ich irgendwie gelesen habe, einen Tweet von den 4000 Hertz, man sollte doch Sachen fragen. Und dann habe ich das gefragt und dann habe ich die Kastronauten auch gefragt. Von den Kastronauten kam sofort die Antwort, sie mischen sich da nicht ein, sie lassen es unter der Lizenz von den Leuten, die das produzieren. Das heißt, man könnte versuchen, die mit Creative Commons lizenzierten Sachen zu füttern. Das ist denen alles recht, was die Leute haben wollen. Das soll so bleiben. Mhm. Sie publizieren es nur. Mhm. Klingt danach, als haben sie sich nicht würdig damit befasst. Ja. Ich gebe es nicht frei. Das sagst du auch, Stefan. Das kann aber auch sein, dass es bei deren Prinzip ist. Ja, ja, kann sein, muss aber nicht sein. Muss nicht sein. Ich weiß jetzt die genaue Formulierung nicht mehr. Es war, für mich klang es eher so, dass die das nicht vereinnahmen wollen. Also sie wollen das nicht unter ihre eigene Lizenz stellen. Das glaube ich ihnen schon, aber ich vermute jetzt einfach, weil sonst niemand so liberal ist, dass sie das nicht bis zum Ende tun. Ja, ich weiß es nicht. Das war die Antwort. Und hier doch ein Podcast hinschicken und schauen, was passiert. Und von den 4000 Hertz, das weiß ich nicht, da kam keine Antwort. Da habe ich aber jetzt über jemand anders mitgekriegt, dass die wohl irgendeinen Podcast machen und da vielleicht Antworten zu diesen Fragen kommen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da weiß ich es einfach noch nicht. Okay. Genau. Cool. Ja, aber das, ich fand es jetzt eigentlich ganz gut, dass sie sagen, sie vereinnahmen die Lizenzen nicht. Aber was jetzt daraus wird, keine Ahnung. Also der Hintergrund ist der, dass ich vermute, dass sie irgendein Geschäftsmodell haben, dass sie auch irgendwie juristisch abklären müssen, ob das funktioniert. Ja. Schauen wir mal, das muss man abwarten, selber informieren, Vermutungen sind immer so. Das lässt sich. Vermutungen sind super! Ja. Das besteht das Internet. Internet. Aber das widerspricht sich doch nicht. Nein, nicht unbedingt, aber es widerspricht meiner Erfahrung, die ich mit Radiolocker gemacht habe. Nee, ja, ich hab's jetzt gerade schon nicht auffasst, aber durchaus auch möglich. Aber auf jeden Fall habe ich da irgendwie so eine Antwort. Das andere mit dem Podcast, ich fand das irgendwie, ich finde es, da muss ich schon wieder irgendeinen Podcast abonnieren, von dem ich nicht weiß, wo ich den finde. Also das fand ich jetzt ein bisschen umständlich. Aber und wer waren jetzt wenn die Responsiven, die es sofort die Kastronauten haben? Die Kastronauten haben die Kastronauten waren das irgendwie super direkt. Kastronauten. Danke, Kastronauten, ja genau. Die haben übrigens auch einen Podcast, da haben sie mehrfach irgendwie den Link zu ihrem Podcast vertwittert, wo sie auch ein bisschen erzählen, wer sie sind und was sie so, wie sie das haben. Und bei den anderen, ja, wenn ich das, sobald ich diesen Podcast gefunden habe, hören wir rein, ob sie da eine Antwort gegeben haben. Weiß ich nicht. Okay. Cool. Ich habe um Blogmeldungen in kurzer und eine lustige Geschichte. Ich erzähle euch die lustige Geschichte, wenn ich meine Blogmeldungen machen darf. Bevor ich über zwei Filme reden könnte. Was ja nicht, alternativ, ja nicht, wenn er nicht redet, erzähle ich ein paar Witze. Ich muss dazu sagen, Dennis quält seit Folterzeit ca. 2 Minuten eine tote Pfefferoni. Das ist schon gestanden. Ich spiele mit dem Essen. Dennis spielt mit dem Essen. Okay, darf ich Blogmeldungen machen? Dann habe ich es hintermehrt. Stefan, machst du? Na, du? Okay. Nur, wir sind nachher schon zur Verantwortung. Okay. Also es wird jetzt weniger nerdig. Zwei Politmeldungen, die mir am Herzen liegen. Baluch-Blog lesen. Ich habe schon so lange nicht mehr über Baluch geredet. Baluch hat unter anderem Redeverbot auf der Veterinärmedizinischen Universität Wien ausgefasst, wo es um einen Tierethik-Diskussionsabend ging, aber auch anscheinend zu unbeliebt ist, also jetzt zu sehr beim Uni-Establishment angeeckt, alles auf seinem, im Original, die Briefe, Briefwechsel auf seiner Homepage nachzulesen. Und das andere Telepolis lesen, sind Meldungen, dass sie Bomben vom IS analysiert haben. Und die Bestandteile sind alle über die Türkei gekauft worden. Und also das deutet darauf hin, dass die Türkei eine sehr große Rolle spielt bei der Bewaffnung vom IS. Da einfach selber lesen. Und sonst habe ich einen hübschen Link über Stadtplanung. Und zwar hat in den 70er Jahren in Holland im Zuge der Ölkrise wurde ein autofreier Tag eingeführt.
Und die Webseite, die ich verlinken werde, hat einfach so Fotos von derselben Straße in holländischen Städten, vor der Ölkrise voll mit Autos und jetzt halt 2015 Fußgänger begrünt und mit Radfahrern. Ist. Also was in Städten möglich ist und dass das vorher, nachher. Ich glaube, wir haben auch Fotos, immer sich angeschaut, den Link, oder Fotos aus Amsterdam und immer Amsterdam heißt immer, ja, aber Amsterdam ist anders, aber Amsterdam war früher auch eine Autostadt. Ja. Amsterdam war einmal Wien. Ja, und das, die haben es geschafft, weil man sagt, es geht bei uns nicht, es geht in Amsterdam vielleicht, aber bei uns nicht. Weil, und es ist halt beeindruckend zu sehen, wie sich die Straßen alle optisch verändern und cool. Menschen, die dort. Du siehst eigentlich von den Fotos schon die Lebensqualität. Ne? Genau. Schön. Sehr schönes. Das waren eh meine Politmeldungen. Ah ja, einfach ein Wörtchen mal sowieso zu Marina Weißband hat ein Schulprojekt namens Aula und das ist die Fortsetzung von diesem Liquid Democracy für die Piratenpartei. Und das macht sie jetzt so für Schulen mit inklusiv pädagogischen Konzept und man kann sich als Schule in Deutschland anmelden dafür und die werden dann betreut und das wird dann aufgesetzt, da stehen die Voraussetzungen auf der Homepage und ich habe getweetet, dank einem Tweet von Majuro, an die Marina Weißband, ob es eine Probeversion gibt, dass man das österreichischen Schulen zeigen kann und sie hat mir zurückgetweetet, seitdem bin ich ein voller Fan von ihr und sie hat gesagt, am Ende des Jahres gibt es wahrscheinlich eine Probierversion von diesem Projekt Aula. Schule Verantwortung. Sehr gut, super. So, Verein Polit, digital.de, Projekte Aula, Schule gemeinsam gestalten. Mhm. Einfach in den Shownotes nachlesen. Eine Frage muss ich jetzt aber stellen. Wer ist Balluch? Oh oh. Einfach zeitungmäßig. Don't get him started. Ja, sich länger mit mir unterhalten oder Podcasts nachhören. Das würde in mehreren bedeuten. Es war der derzeit populärste politische Gefangene Österreichs. Ex-Gefangene inzwischen ist er frei. Tierschützer. Das ist eine gefährliche Geschichte. Mit der Prozess? Ja, ganz genau. Okay, dann kenne ich ihn. Ja. Ich hätte auch eine Politmeldung. Ich bin heute ein paar Mal ausgezuckt, unter anderem einmal wegen dieser Geschichte. Und zwar, das Bundesministerium für Inneres hat eine Plakatserie heute veröffentlicht. Habt ihr das gesehen? Auf Arabisch, ne? Auch auf Deutsch. Ja, also auf Arabisch hätte ich es ja nicht verstanden, aber auf Deutsch habe ich es verstanden und da bin ich dann schon ziemlich ausgezuckt. Also das sind mindestens 4, wenn nicht 5 Plakate, die in Deutsch, aber auch in anderen Sprachen in diversen Ländern, aus denen jetzt Flüchtlinge zu uns kommen, plakatiert werden und damit wird versucht, die Flüchtlingsströme nach Österreich aufzuhalten. Und zwar auf eine Art und Weise, also wenn man dem Twitter-Account, wenn man die Kommentare sich dazu anschaut, etwa 50% der Leute fragen sich, ob das jetzt ein Satire-Account ist. Und die 30% stimmen heftig zu und 20% sind so erzürnt wie ich und zucken halbwegs aus, das kann doch nicht sein. Also das ist jetzt echt das erste Mal, dass ich mich für Österreich schäme. Aufgrund das erste Mal? Dass ich mich, ja, aber diesmal wirklich. Jetzt sind es zweites Mal. Also es ist, wenn du die Plakate jetzt beschreibst, ich gehe mal ganz kurz raus, sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, ich gehe gar nicht auf die Details ein. Es ist nur okay, es ist unglaublich, dass Österreich jetzt sowas... dass Österreich glaubt, dass das sowas notwendig ist. Stefan schaut gerade sehr angewidert. Jupp, ich bin grantig. Und noch dazu tut die österreichische Regierung, wenn ich das richtig kapiert habe, in der Kronenzeitung diese Plakate inserieren. Also irgendwie. Der Kronenzeitung sieht jetzt eh kein Flüchtling, das ist wurscht. Nein, aber da geht es um die Eigendarstellung. Das heißt, das haben wir auch mit unseren Steuergeldern bezahlt. Selbstverständlich, ja. Es ist auch nicht... Ich meine, von mir sollen sie es in Arabien in die Zeitungen schalten, aber warum die Kronenzeitung? Es ist auch nicht das erste Mal... Der Flüssling in Ägypten liest jetzt Kronenzeitung, bevor er hierher kommt. Sie sollen es nirgendwo schalten. Okay. Insbesondere ist das auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist, dass sie das gemacht haben. Habe ich jetzt auch dann weitergelesen. Sie sind auch ganz stolz, sie haben es auch in Kosovo schon gemacht. Und meinen deswegen, der Flüchtlingsstrom aus dem Kosovo sei aufgehalten worden, weil Plakate... Also... Okay. Klingt wie Schamanismus. Also ich schicke Plakate hin, wo drauf steht, Österreich ist furchtbar, kommt es nicht her. Aber so in der Art, oder? Ja. Die Schlepper lügen! Mich reicht dieses Thema schon jetzt auf. Aber ich möchte dazu wenigstens etwas Lustiges.
Ich möchte dazu wenigstens was Lustiges dann mitteilen, weil ich finde das so zum... ich finde dafür keine Worte. Zum Schluss müssen wir nur den Podcast schneiden. Deswegen nehme ich jetzt das will mal eine Meinung sein. Und das so viel zu Dennis' Meinung. Ja, jedenfalls was Lustiges. Großbritannien hat sowas Ähnliches mal in Rumänien gemacht. Haben gesagt, ja, bei, kommt lieber nicht zu uns, weil ich weiß gar nicht mehr. Ihr kriegt sich vom Job. Jedenfalls, ja, ich weiß nicht mehr, was sie geschrieben haben. Jedenfalls, die Rumänen haben dann ihre Tour gemacht, was denn, um die Werbung für Rumänien zu machen. Bei uns, ja, genau, es war so. In England, da kann man sich gerade die Miete leisten. Am Ende der Woche ist man aber schon bereits pleite. Man kann sich für die zweite Woche von dem, was man pro Monat verdient hat, nicht sonst leisten und sowas. Jedenfalls dann Rumänien, ja, bei uns könnt ihr das und das und das von eurem Lohn noch leisten. Die Miete ist auch kein Problem. Ziemlich schnell könnt ihr auch euer Haus abbezahlen, also auf die Art. Und am Ende der Woche könnt ihr euch sogar noch das Bier leisten. So ungefähr. Und kommst doch zu uns, es war so als Einladung richtig. Richtig, formuliert. Genau, richtig, ja. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es war, aber ich fand es köstlich amüsant. Ich wollte es auf jeden Fall hinterherbringen, weil um mir persönlich die Stimmung jetzt zu heben. Es war so eine schön positive Antwort drauf. Ja, von genau, richtig. Ja. Also herrlich. Und solche Länder finde ich sympathisch. Und ganz ehrlich, hätte ich nicht mein Standbein jetzt hier, ich würde gerade aktuell nach Rumänien ziehen, weil Syrien, weil dort habe ich wenigstens eine schöne Perspektive. Ja, du. Auch, ja, also es kann nur noch besser werden. Ja, wenn es so lange überlebt. Zu viel Zynismus, next. Von mir jetzt nicht viel besser. Na gut. Ich geniere mich auch dazu, diese Aussage. Entschuldigung. Ich meine es eigentlich, wenn positiv, nicht irgendwie zynisch. Weil, das ist positiv. Okay. Ja, es ist zwar dort Krieg und es ist nicht schön, aber man kann trotzdem was Schönes dort bewirken. Besonders jetzt. Sag ich doch, solange du überlebst, Job. Ja. Ich habe ein positives Erlebnis gehabt vorletzte Woche. Der negative Aspekt war der Anfang. Vor mir ist ein älterer Mann gestolpert, der mit Krückstock gegangen ist und der Länge nach mit dem Gesicht, also Länge nach hingeschlagen, mit dem Gesicht so richtig auf den Asphalt und hat stark geblutet sofort. Ich habe Rettung angerufen. Das eine Mal, was ich sehr cool gefunden habe, das war quasi eine Online-Echtzeit-Beratung in Erste Hilfe, was mir der am Notruf gegeben hat. Also du hast 144 gewählt. Ich habe 144 gewählt, habe eben die Meldung gemacht. Er hat gesagt, ja, wir schicken wen. Und ja, dann hat er mich sozusagen gecoacht. Super, ja. Habe ich einmal ziemlich cool gefunden, habe ich so noch nicht erlebt bisher. Aber du hattest als Österreicher einen Erste-Hilfe-Kurs? Ich hatte einen Erste-Hilfe-Kurs und das hat er nicht viel gebracht, weil die Sachen, die er gesagt hat, waren eh relativ klar. Also was gegen die Wunde drücken und nicht wieder runternehmen, das nicht. Aber ich finde es sehr vernünftig, noch einmal, dass sie es machen. Noch einmal, was? Und nie, etwas gegen die, sauberes die Stück. Ja, sauberes Stück durch. Ja. Gegen die Wunde drücken und eben nicht wieder wegziehen, um zu schauen, ob es noch blutet, sondern drauflassen, weil sonst kommt dann vielleicht der stärkere Schwall nach und so weiter. Ja. Sondern warten, bis die Rettung kommt und die soll dann, oder der Notarzt kommt, und der soll dann entscheiden, was mit dem Stoffdruck passiert. Also alles, aber ich habe es eben so noch nicht erlebt, dass die so ein Echtzeit-Coaching gemacht haben. Also wer cool, immer da Dienst hatte, der war mir ziemlich cool. Und dann, man hat das Gefühl, das dauert Ewigkeiten, wenn daneben wer liegt und so weiter. Aber innerhalb von 10 Minuten waren es da, weil ich habe dann geschaut nach einem Handy, habe ich auch ganz cool gefunden. Innerhalb von 10 Minuten war eben Rettung und Notarzt da. Und auch diese, die Notärztin und die Sanitäterin, die da dabei waren, die waren ziemlich cool drauf. Also innerhalb von, glaube 3 Minuten war er sozusagen erst versorgt, ausgefragt, welche Medikamente er nimmt, auf was er gerade vorhat, welche Infusionen er braucht. Er war ansprechbar, ja. Wobei er ein bisschen verwirrt und seine Frau war auch dabei und die war auch ein bisschen verwirrt. Die waren beide über 80 und so. Okay, ja.
Und innerhalb von 3 Minuten war der im Krankenwagen drinnen. Mhm. Also die haben das ruckzuck gemacht. Ich bin dann eben nur so gestanden und habe geschaut, wie die... Also das war wirklich professionell ruckzuck abgearbeitet. Also hast du dich gefreut, in einem Start zu leben. Dass da mal was wirklich funktioniert, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So schön funktioniert. Dann, ich bin dann eben gestanden, ich habe die Rettung gerufen gehabt. Also habe ich gedacht, jetzt weißt du mal, was passiert. Habe ich dann nachher gesagt, ich habe sie angerufen, brauchen sie von mir jetzt noch Daten oder irgend sowas? Nein, sie können schon gehen, Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, genau so will ich das haben. Das ist effizient. Super. Nein, das war ein schönes Erlebnis. Cool. Ja, ein Hoch auf die Rettung und den Notarzt. Ich kann einen lustigen Schwank beisteuern über einen Schlafsack, außer ja. Es passt ein bisschen zum Thema Arbeitsmigration. Also ich habe als Couchsurfing-Host 2 Couchsurfer aus Frankreich beherbergt. Mhm. Die sind zur Central European Game Conference gekommen in Wien und haben da ihr Startup gepitcht. Okay. Und ich habe natürlich viel mit ihnen getrascht und so. Und mich gut verstanden. Ich muss auch sagen, das habe ich schon länger niemanden als Couchsurfer gehostet. Das macht Spaß. Also es ist einfach, wenn du ein Bett frei hast oder ein Zimmer frei hast, einfach auf Couchsurfing sagen, man hat jetzt was frei und dann sich halt die Leute aussuchen, die kommen. Es ist einfach nett. Mhm. Und man spart sich nach Frankreich fahren und wird dann garantiert nach Frankreich eingeladen. Das ist einfach nett. Auch ja, Leute zu beherbergen. Ich bin gerade am Überlegen, wenn ich fertig eingerichtet bin, dass ich mir da registriere. Einfach spart einen Urlaub, du hast die interessanten Leute da. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du halt 2 Tage wen hast, der jetzt nicht so super prickelnd ist. Aber ja, und dann am Tag ihrer Abreise habe ich halt gesagt, ja, und eine Bedingung, das kommen, weil ich habe nur Matratzen gehabt, ich habe gesagt, ihr müsst unbedingt Schlafsäcke haben selber, ich habe nicht genug Bettwäsche. Mhm. Und sie haben dann, der eine hat einen Schlafsack gehabt und der andere hat sich in der französischen Botschaft in Wien einen Schlafsack ausgeborgt, okay, weil irgendwie im Gepäcklimit das nicht funktioniert hat. Mhm. Auf jeden Fall hat er jetzt einen Fremdschlafsack gehabt, der nicht ihm gehört hat. Und den musste er vor dem Rückflug nach Frankreich wieder zurückgeben in der französischen Botschaft. Der Rückflug war aber am Sonntag oder Samstag, auf jeden Fall war die Botschaft da nur bis 10 Uhr früh offen. Mhm. Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingefahren und waren alle ein bisschen, wir haben viel getratscht und so, auf jeden Fall sind wir in der Straßenbahn draufgekommen, dass er den Schlafsack an der Straßenbahnhaltestelle vergessen hat. Der war in so einem Sackerl und wir haben halt so viel getratscht und wir waren schon 3 Stationen weiter und ui, sind wir zurück und der ist schon kreidebleich geworden und so, wow, und er hat den Schlafsack des Botschafters da in Wien und er wird Urschwierigkeiten kriegen und sie werden in seine Business-Subventionen anbringen und alles mal. Ja, und wir steigen aus und wir finden den Schlafsack noch. Also, er war unberührt, keiner stiehlt einen französischen Schlafsack, der auf der Station Friedensbrücke in einem Billersackerl steht. Und er hat ihn voll glücklich genommen und wir gehen zum französischen Botschaft oder Konsulat, das war witzigerweise dort, wo das Lycée ist, also in der Währinger Straße, also französische Schule, also sehr schöner Park mit noblem Gebäude mitten in Wien und dort ist aber niemand mehr. Da ist alles leer, weil wir haben jetzt diese Frist versäumt, also wir sind zu spät gekommen. Mhm. Und die 2 waren halt fertig. Ja, so, oh, mon Dieu. Mon Dieu, ja. Und der eine hat Deutsch können und der andere Englisch. Und was sie gemacht haben, es waren 2 Hundeführer da, österreichische Polizisten mit Diensthund, die haben diesen riesigen, herrlichen Park bewacht. Und wir haben so viel Wirbel gemacht, bis die hergekommen sind. Okay. Weil mein ursprünglicher Plan war, wir tun das blöde Billersackerl mit dem Schlafsack über den Zaun werfen und schleichen uns und schreiben eine E-Mail, wir haben es da in Richtung Portiersäule gehauen. Ja. Ganz genau. Und das, die Polizisten, die dort Wache gehalten haben, waren eine Frau und ein älterer Mann. Und ich habe dann halt versucht, auf Deutsch auf die einzureden. Der eine Franzose hat versucht, auf Deutsch auf die einzureden. Das hat aber immer länger gebraucht. Das ist aber eine hohe Latenz, weil wenn die was gesagt haben, hat er das erst übersetzen müssen. Dann ist zurückgegangen. Und der andere war eh schon der stille Typ und hat dann auch auf Englisch versucht zu reden. Das war der, der sich den Schlafsack ausgeborgt hat. Also das war immer ein so peinliche Schweigeminuten in der Kommunikation, bis dann wieder irgendwer ganz hektisch was gesagt hat. Und die Polizistin hat im Prinzip gesagt, das geht gar nicht. Und der ältere Kollege hat gesagt, naja, wo ist denn der Portier oder so. Also der war eh hilfsbereit, ja. Aber es kam halt daraus, dass die Polizisten die einzigen sind, die dieses Gebäude bewachen, weil die französische Belegschaft auch anderes zu tun hat, als am Wochenende auf den französischen Schlafsack zu warten. Und ja.
Das, und ich habe gesagt, na, können wir es nicht drüber werfen und so. Und er hat gesagt, na, dann müssen wir das Sprengstoffkommando holen. Ja. Und wir haben so das Sache, da ist kein Sprengstoff drin. Er hat gesagt, ja, ja, das ist vorschriftsklar. Ja. Und wir haben das mehrmals diskutiert und die Hunde sind dabei hysterisch im Kreis gelaufen und so. Und wir haben so durch so einen super französischen einen Gitterzaun geredet. Also, ja, also die Szene hatte genug Situationskomik. Und am Schluss bin ich abgezogen mit den zwei Franzosen. Wir haben immer noch den Schlafsack gehabt. Der arme Typ war noch bleicher als vorher, weil er jetzt da in Schuld beim Botschafter war und so, das hat ihn halt voll fertig gemacht. Und dann ein Hoch auf die Arbeitsimmigranten in Wien. Wir sind in die nächstes China-Restaurant reingegangen, in der Währingerstraße, was offen gehabt hat. Und draußen stand ein rauchender chinesischer Chef. Und den habe ich auf Deutsch gefragt, ob das okay wäre, wenn wir bei ihm nichts konsumieren, aber einen Schlafsack deponieren. Und es kommt höchstwahrscheinlich am Montag jemand von der Botschaft und holt ihn. Und der hat mich angeschaut und hat gesagt, ist da Sprengstoff drinnen? Und jetzt kommt's, ja. Ich habe gesagt, nein, das hat der Polizist abgefragt. Und er raucht und sagt, okay. Also der Vertrauenslevel zwischen Arbeitsmigranten und Staatsbürgern ist extrem höher, ja. Und dann war auch ein sehr cooles System. Wir sind da zu dritt in das China-Restaurant einmarschiert an lauter essenden Leuten vorbei, zur Bar, alles ganz umständlich. Und der hat nur gesagt, ja, legt es da hin. Und wie heißt der Typ, der das abholt? Und von dem hat dann der Franzose, glaube ich, nur den Vornamen gewusst oder so. Und einfach, dann hat der chinesische Chef den Vornamen auf einen Zettel geschrieben und hat gesagt, ja, passt. Und wir haben halt gefragt, brauchen Sie eine Nummer von mir, brauchen Sie von dem. Und der hat mich cool angeschaut und hat gesagt, wissen Sie, Wien ist so ein kleiner Staat. Der Chines. Da kennt er jeder. Also ich kann nur Werbung machen für das Lokal, wird in den Shownotes verlinkt. Super. In der Währinger Straße, ein chinesisches Lokal gegenüber vom cool. Lycée. Relativ nah am Stationsschottentor schon. Sehr cooler Wirt. Gibt es den Afrikaner dort daneben noch? Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht habe ich es nicht gesehen. Aber ein super äthiopisches Lokal, wo man wirklich gute Sachen gegessen hat. So afrikanische Kartoffeln und so, in Soße und so. Echt super. Gerne. Das war's. Zwei Kinofilme habe ich noch. Ich war im Kabarett. Yeah! Johnny, du wolltest was? Nein, ich habe nur mal kleine Tech-Sachen, die mir vorhin angezeigt. Aber ja, dann machen wir seine Tech-Sache noch. Machen wir Tech-Sache. Ich habe heute eben mit UPC mit der beschäftigt und heute zufällig, ich war heute unterwegs in einem Wartezimmer und habe dort keinen Handyempfang gehabt. Aber seit einigen Wochen gibt es ja bei UPC, wenn man selber UPC-Kunde ist, dieses UPC Y-Free. Ja. Also, das kennt, wenn man leider. Leider. Also, wenn man selber quasi. Man muss dem zustimmen als Kunde, dann gibt man quasi sein eigenes WLAN frei. Aber man stimmt standardmäßig immer zu. Ja, man muss es ein Opt-out, das war gleich mal damals ein bisschen drin. Außer dein Router kann kein WLAN. Ja. Aber auf jeden Fall, okay, du gibst quasi dein Router sendet ein zweites WLAN aus, also eine zweite SSID. Und dafür kannst du im Gegenzug von allen anderen UPC-Kunden Wien oder ich glaube sogar österreichweit, deren, also mit deiner Benutzerkennung einsteigen. Ist das nicht dasselbe Projekt wie dieses FreeWave oder Freifunk? Nein, das Freifunk ist gratis. Freifunk ist überhaupt gratis. Und das ist nur so ein Share. Nur für Kunden, ja. Okay. Also das du kannst die als UPC-Kunde das frei andere UPC-Kunde. Mit deinem Login, genau. Genau, also ich habe mir da das Passwort angelegt und mein Passwort vergeben und so und so heute getestet und dann war zufrieden, hat funktioniert. Arztpraxis und auf Internet kam. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eine öffentliche IPv4-Adresse auf meinem Wi-Fi. Und habe es dann verifiziert, habe mir dann vom Handy aus per SSH zu Hause eingeloggt und dann geschaut, ob ich das Handy erreichen kann. Und ich kann tatsächlich, also ich kann wirklich Ports von außen auf mein Handy erreichen, zumindest auf dem Firewall. Dass wenn du quasi das mit deinem Laptop nutzt, bist du mit deinem Laptop direkt im Internet exposed. Also ouch! Über Zoom kann man nicht Server. Ja, ich habe mich das total gewundert, wenn nämlich, dass die so viele IPv4-Adressen haben. Das ist jeder WLAN. UPC hat verdammt viele. Ja, ein bisschen ich glaube, die haben jetzt eben durch die Umstellung auf IP6 so ja, viele IPv4 wieder frei. Das kann gut sein, ja. Aber dass die, und ich habe mir das dann so erklärt, ich weiß nicht, was die eigentlich warum das machen, dass es die, wenn jemand über meinen Internetzugang surft und damit dann, also technisch über meinen Kabel, aber halt über dieses Wi-Fi, über dieses Free-Wi-Fi,
und dann irgendwelche bösartigen Dinge im Internet macht, dass die Zuordbarkeit gewährleistet bleibt, dass der dann eine eigene öffentliche IP-Adresse hat. Das ist ein ganz eigenes, meine, ja, die, mein Internet zu machen. Die benutzen auch WPA2 wahrscheinlich zum Authentisieren. Ja, ja. Also WPA2, das Enterprise. Wird dann weiter durchgetunnelt bis zu deren Concentrator. Ja, es war eben, ich habe so eine Testweise mit am Handy mit die Speed angeschaut und es kommt wirklich, also wenn du das vielleicht blocken sie dann Inbound-Traffic oder so, aber das ist wirklich, du kannst auch Server betreiben, wenn du möchtest. Mit. Mhm. Ich habe dann testweise auch wirklich hierher dann mehrere verschiedene UPC Wi-Fi, es gibt, nachdem UPC in Wien sehr stark vertreten ist, gibt es einen Hotspot über alle 200 Meter und hatte tatsächlich alle 100 Meter andere öffentliche IPv4-Adresse. Interessant, ja. Also wenn du irgendwo in einer Form geblockt bist, gehst du einfach ein paar Blöcke weiter und loggst dich ein, hast du andere IPv4-Adresse. Das wundert mich jetzt schon, dass man also dann automatisch neue bekommt. Ich habe 3 Screenshots gemacht, extra mit, um zu sehen, um zu merken, ob das eine andere ist, aber ich habe tatsächlich 3-mal andere IPv4-Adresse am Ende gehabt. Witzig. Aber natürlich, glaube ich, also intern ist es schon alles meinem Namen zugeordnet, weil ich logge mich ja mit meinem Gender, also meinem UPC-Benutzernamen ein und also falls ich das kriminelle Aktivitäten setzen würde und das wäre dann, hätten Sie einen Datensatz, der diese IP-Adresse zu diesem Zeitpunkt meinem Account zuordnet. Es ist noch nicht mal pseudonymisiert, sondern wirklich echt. Ja, du loggst klar, über, wer es ist. Du loggst eben bei über WPA 2 mit deinem Benutzer-Account, den du bei diesem MyPC zeigst und anlegst ein. Aber fand ich das interessant und dachte mir, hoffentlich ist da ja nichts offen am Handy. Ja, das ist aber. Ich weiß nicht. Also, ich bin auch eher auf der Schiene, Firewall kann nicht schaden. Ich habe das gehört. Da wird man immer sympathischer. Ich weiß nicht, das sollte nicht notwendig sein, aber das schade doch nicht. Doch, da habe ich das jetzt mal drüber geredet. Firewalls können schaden. Also das größte Einfallstor inzwischen bei Windows-Rechnern ist der Virenscanner und die Firewall. Was schaden kann, ist zum Beispiel, was man gedacht hat, so Dinge wie, wenn etwas läuft, das vor der Firewall ist, zum Beispiel wenn ich mit die Speedump was lausche und die Speedump hat einen Bug, dann hilft mir das die Firewall nichts. Oder wenn der Kern was hat, was irgendwie. Oder wenn die IP-Label selber einen Bug hätte, wäre es, also der ganze Netfilter-Code, aber prinzipiell ebenso, ich schieße mir selber nicht so leicht ins Knie, indem ich was aus Versehen aus. Ja, du hast schon recht. Aber diese Diskussion hattet ihr schon, also ich war gedanklich. Ja, aber von Propos, dass das wir ihn ja sicher haben müssen, dass er die Diskussion von uns. Also er kann sich gerade nicht zwischen uns entscheiden. Ja. Du hast vorhin noch erwähnt, OpenWRT-Router hast du dir angeschafft? Das finde ich ja recht spannend. Apropos Netzsicherheit und überhaupt. Da habe ich eigentlich zum OpenWRT-Router noch eine andere Geschichte, wie ich zu dem Router kam oder zu welchem Preis ich zu dem Router kam. Mhm. Ich wollte mir einen OpenWRT-Router kaufen, okay, mit 5 GHz, also um 2,4 GHz parallel, also, und das neue AC-schnelle WLAN, das ist das Gigabit-WLAN, also nicht Gigabit wirklich, aber deutlich höhere Datenraten. Mhm. Und habe dann auf Geizhals nach diesen Kriterien ein Gerät gesucht und noch Testberichten und bin dann beim TP-Link-Gerät gewesen. Und habe dann auf Geizhals, war der billigste Preis bei, ich glaube, so 90 Euro herum und war dann bei einem Händler und habe dann dort im Warenkorb schon gehabt und dachte, da brauche ich das wirklich und so weiter und keine Ahnung. Und es war unschlüssig und ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall Stunden später war ich dann wieder auf der Webseite desselben Händlers, also direkt nicht über Geizhals, sondern auf der Webseite und plötzlich war der Router um 20 Euro billiger. Und zwar billiger, als er auf Geizhals war und billiger, als er jemals auf Geizhals in der Preisverlaufskurve war. Und ich habe dann reserviert. Und es war dann nach Schluss der Öffnungszeiten, also es kann nicht jemand menschlich gemacht haben, oder es war jemand um 22 Uhr drauf. Und in der 2 Stunden später war er um 20 Euro teurer als auf Geizhals, also insgesamt um 40 Euro teurer, als ich ihn im Warenkorb hatte, also in meiner Reservierung hatte. Okay. Er war nicht lagern, also ich habe ihn nur reservieren können, unverbindlich, also so ist eine Reservierung, aber das ist doch kein Kaufvertrag. Und ich war dann echt gespannt, wie er dann eine Woche später liefernd, also lagernd war, ob ich jetzt zu dem Preis den kriege, weil nämlich zu keinem Zeitpunkt später war er mehr um den Preis auf der Webseite und zum Kaufzeitpunkt, wo ich dann abgeholt habe, war er auf der Webseite noch um über 100 Euro und eben um 73 Euro abgeholt. Wenn du auf Geizhals schaust, die Preisverlaufskurve war Minimum, glaube ich, bei 80 bis jetzt. Also das, und ich kann mir das momentan nicht ganz erklären, wie das passiert ist, aber was mir aufgefallen ist, dass der Preis, der war keine 2 Stunden der gleiche auf der Webseite und keine so schöne 0,99 Preis, sondern immer so 74,73 oder 82,95 und dann kommen wir bei 102,17 und dann kommen wir wieder 99,2. Okay. Und ich weiß nicht, wie dieser Preis ist. Es zugeschnitten? Schon kommt irgendwelche, keine Ahnung, ja, automatisierte. 2 Gründe können es sein, wie du sagst, zugeschnitten könnte sein, dass das eben dann wirklich ein Angebot ist, wenn du wieder hingehst.
Was dagegen spricht, ist, dass du gesagt hast, dass das schon später dann wieder teurer geworden ist. Aber später dann... Da spricht das dagegen, gegen diese eine Theorie. Aber das gibt es auch bei Shops. Aber der zweite Fall, das wird da der wahrscheinlichere sein, ist, dass einfach die Preise aufgrund von den Preisen, die der Händler gerade von seinem Hersteller kriegt, errechnet werden. Und on the fly eingespielt werden. Also ich kenne das auch, die Geschichte, dass man stündlich die Preise aktualisiert, weil gerade immer neue Preise vom Hersteller kommen. Und die Preise vom Hersteller sind halt auch nicht immer richtig. Da gibt es dann auch lustige Sachen, wie zum Beispiel, dass man im Stundentakt flappende Preise hat. Also wirklich, in den geraden Stunden hast du den einen Preis und in den ungeraden Stunden den anderen Preis, weil sie das halt so gerade rausschieben. Mhm. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe dann leider nicht weiter gedeepert, ob es mit einer anderen... Weil ich war nämlich, ich muss gestehen, auf einem Apple-Gerät, als ich mir das gekauft. Du hast ihn jetzt. Und ich habe ihn auch wirklich um den Preis bekommen. Stimmt, ohne, das ist halt durch diese Medizin gegeistert, oder? Das war die große, diese reißerische Schlagzeile mit so, Reisen sind für Apple-User teurer. Genau, dass diese dynamische Preisgestaltung, wenn ich mit meinem Ubuntu hinsurfe, kostet es weniger, als wenn ich mit meinem MacBook Pro hinsurfe, weil das ist dann... Wenige Leute bekommen Johnny-Preis. Sie hörten den unbekannten Gast. Dürfen wir den Namen nennen? Nein. Unbekannter Gast. Ich habe deswegen so gelacht bei TP-Link. Habt ihr die Story mitgekriegt die Woche? Ich habe das. Also meinst du, dass die Firma in Zukunft nichts mehr da? Ja. Achso, ja. Es betrifft auch dieses Modell. Also ich habe das gekauft in einem Risiko, dass die in Zukunft nicht mehr so einfach alternative Firmware-Flaschen. Also Flash kann lassen, wobei ich dann auf Reddit einen Thread gefunden habe, dass es genau bei diesem Modell mit der neuesten Firma aktuell noch geht, und zwar wenn man so, aber deutlich schwieriger, du musst dann einen TFTP-Server starten und mehr so gemütlich. Also es geht noch über einen ganz technisch No-Level-Workaround, aber das ist wahrscheinlich nur eine Lücke, die unbewusst noch offen ist, aber sie locken derzeit die Originalfirma so zu, dass man nichts anderes darüber installieren kann. Und kommt aus einer gesetzlichen Richtlinie aus den USA, die ganze Geschichte. Ja, was, und wenn man das Gerät... Die wollen dieses Einspielen von fremden Firmware so generell abdrehen, oder? Ich glaube, es ist die Begründung, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber was ich so im Vorbeilesen mitbekommen habe, es geht ja darum, dass man die Funkparameter nicht außerhalb der Spezifikationen irgendwie manipulieren kann. Dass ich meine Sendeleistung höher drehe, als in Österreich zugelassen wäre, nur weil es in anderen Ländern vielleicht möglich wäre und das Gerät deswegen kann, aber... Mhm. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das liegt daran, in den USA sind nur bestimmte Kanäle erlaubt, in Europa sind mehr Kanäle erlaubt und in Japan werden ganz andere verwendet, als wir sie verwenden. Zumindest im unteren B-Bereich, also BG, die Netze. Die anderen Netze basieren ja auch darauf, also die 2,4 Gigahertz Netze. Und diese Kanäle sind in den USA halt nicht erlaubt und die dürfen auch nicht verwendet werden. Und jetzt hat die FCC, glaube ich, ist das in Amerika, gesagt, so Hersteller, ihr müsst jetzt definitiv das so weit bringen, dass es unterbunden wird, dass es nicht möglich ist, diese Kanäle zu verwenden. Und ihr seid dafür haftbar und auch für die Firmware. Also dementsprechend müssen die jetzt hingehen und die Firmware so ausstatten, dass es nicht mehr geht. Aber eigentlich nur in Amerika. Aber wer geht schon hin und stellt nur die Firmware für Amerika so her und für die anderen Länder anders? Das macht auch keiner. Also dementsprechend, also ich kenne das von früher noch, da konnte man auswählen, wo befindest du dich, in Europa oder in Amerika oder in Japan? Ja. Hat man ausgewählt und zack, waren die Netze verfügbar oder nicht. Übrigens beim Raspberry Pi 3 stehen die typisch europäischen Netze nämlich nicht zur Verfügung, das ist das Interessante. Und was mit dem Raspberry Pi 3 in Amerika ist, also nämlich auch wieder die Frage. Das ist nämlich auch eine Firmware und man könnte sie außerhalb der erlaubten Dinge verwenden. Also es geht hier hauptsächlich um Missbrauch und Frequenzen nutzen, die man nicht benutzen dürfe. Und hier sieht man, wie toll TTIP wäre. Ja, viel besser wäre es. Aber zum konkreten Gerät selbst, also ich habe jetzt ein TP-Link Archer C7 Version 2 gekauft und das war auch immer OpenWRT-Foren und so durchgelesen. Die hatten leider sehr lange Downtime übrigens, die OpenWRT-Leute. Ja, das ist mir auch gefallen. Über 10 Tage. Also zwischendurch sporadisch ab, also in das Hardware-Geschichte. Für so ein Projekt eigentlich schade, aber die leben jetzt scheinbar auch nur von kostenfreien, also die haben auch kein professionelles Hosting offensichtlich, sondern selbst gehostet.
Das hat meine Recherche nämlich genau dann erschwert. Ja, wir haben uns gebraucht, ja. Aber dieses Gerät war, ist sehr empfohlen worden, wenn man eben Gigabit, also AC-WLAN haben möchte, und es wird voll unterstützt, ist vom Flash-Speicher, ich glaube 16 Megabyte Flash, was für OpenWRT ausreichend ist. Es gibt größere Geräte, aber du kannst zwei USB-Ports, zwar nur USB 2.0, aber ich habe es für mich jetzt mit 10 verwenden. Und ja, also ansonsten OpenWRT, alle Features unterstützt, ich habe die super weit verbreitet und damit auch super gut gepflegt. Ja, total. Also mir war es wichtig, eben keinen so einen Billig-Router, wo ich dann niemals Update habe, und es gibt ja schon bald mehr, also ich vermute, es gibt bald mehr Botnetze, die aus Routern bestehen, also aus Rechnern. Der Rechner wird besser abgedatet. Ja. Und ich habe dann auch getestet, die Performance zur Original-Firmware, also vorher das WLAN und das Routing-Performance mit iPerf getestet, also so ein Tool, mit dem man halt Daten künstlich erzeugen kann und schauen einfach, wie schnell geht es durch. Weil eben einfach dieses WLAN, weil mein Laptop kann das, und war gespannt, wie schnell ist es wirklich, und habe dann wirklich mit im WLAN-Bereich, also 5 GHz in diesem AC, habe ich mit beiden Firmware ähnliche Ergebnisse, und das waren wirklich in Optimalbedingungen, also im selben Raum, und bei mir sind momentan keine anderen Leute, die das 5 GHz WLAN nutzen, waren das 600 Mbit Downstream. Also das ist nicht schlechter Spezial. Ja, und das ist wirklich, also ich hätte es nicht erwartet, dass es gleich geht, und auch im hintersten Winkel der Wohnung bin ich immer noch auf 120 Mbit. Und dann bricht es abrupt ab. Also es ist dann so, dass es plötzlich aus ist. Das 2,4 GHz geht ein bisschen weiter, aber das ist einfach schon total bevölkert. Also da ist bei, ich habe 40 SSIDs in meiner Wohnung, die ich sehe von den Nachbarn. Der Funk habe ich so viele Leute. Ja. Und das war echt super erlebens. Und auch mein aktuelles Smartphone, also das Nexus 6, habe ich dann noch erst gegoogelt, ob das überhaupt schon dieses WLAN, den WLAN-Standard kann. Kann es auch. Also das habe ich 600 Mbit LAN am Handy in der Wohnung. Wow. Das Zukunft ist schon wert. Der Raspi mit seinen 100 Mbit kann dann immer so schnell drehen. Ja, genau. Wie lange sind es nur 5, also sind es netto auch nur 45, habe ich gelesen. Also beim Raspberry Pi 3. Aber ist auch nicht so berauschend. Auf jeden Fall, das mit der 5 GHz geht ja jetzt, weil es noch keiner hat. Also weil ich der Einzige bin auf diesem Kanal und keine andere. In 10 Jahren, wenn das ist es genauso bevölkert und überbevölkert mit anderen Geräten, dann ist es wieder langsam wahrscheinlich. Und da hatte ich auch einen Bug, den ich schon OpenWRT in die Schuhe schieben wollte, aber dann auch mit der Originalfirma hatte. Und dann bin ich drauf gekommen, es ist gar kein Bug. Und zwar, dass ich nämlich das 5 GHz WLAN, wenn du es auf Command-Line versucht abzubringen, und das hat einfach nicht funktioniert. Ich war einfach zu ungeduldig, weil ich merke, nach einer Minute geht es ab, und manchmal hat es aber dann einen anderen Kanal, als der, den ich ihm zugewiesen hatte. Ja? Ich war plötzlich auf Kanal 36, wo ich gesagt habe, das soll einen anderen verwenden. Und ich habe dann erst zu spät leider erst nachgeschaut in den D-Message, also in den Logs-Meldungen, dass da irgendwas von DFS immer drin steht, und habe dann erst sehr spät in den Foren von OpenWRT gesehen, das ist in Europa oder weltweit vorgeschrieben, in diesen 5 GHz, ich glaube Europa, diesen 5 GHz-Bändern, die werden ja von anderen Sachen genutzt, vorwiegend zum Beispiel von Radarsystemen, deswegen müssen alle Router, und das ist in der Firmware drin, also in der Chip von Wi-Fi-Firma, sobald sie einen Primärnutzer sehen oder hören auf dieser Frequenz, müssen sie fluchtartig die Frequenz verlassen. Das sobald nicht zu stören, okay. Und bevor du eine Frequenz benutzen möchtest, oder erstmal da was senden, also darauf sprechen möchtest, musst du lauschen, ob irgendwer anders spricht, also einer dieser Primärnutzer, dieser Radarsysteme oder andere definierte Primärnutzer, und erst dann darfst du erstmal aktiv selber senden und dein Interface abbringen. Das heißt, die Geräte, das ist ein Feature, dass das eine Minute dauert, bis das Interface abgeht. Super. Und kein Bug. Und das betrifft aber nicht alle 5 GHz Kanäle, sondern ich habe dann auch gelesen auf dieser Seite, also in den Shownotes, auf der Range, der Link, welche Frequenzen sind. Es gibt ein paar 5 GHz Kanäle, die sind nicht betroffen, da muss man das nicht machen. Da funktioniert es tatsächlich auch sofort. Wenn man dann auf so eine, nachdem momentan eh noch alles frei ist, soll man das nur nicht angucken. Aber das nie gehört, DFS, Dynamic Frequency Selection, und so eben auch so ein Ding, weil das 5 GHz Netz ja eigentlich schon belegt ist mit anderen Sachen. Und die WLAN-Nutzer dürfen es quasi nur dann benutzen, wenn es die nicht benutzen. Ja. Und die Router soll das auch umsetzen. Kannst du als Konsument irgendwas tun, um speziell die guten Frequenzen zu kriegen? Ja, oder? Du kannst in deiner Web-Oberfläche halt diese Frequenz nehmen. Mhm. Aber wenn jetzt alle deine Nachbarn auf der sind, also dann wird die schneller voll. Okay. Sonst in der jetzigen, also heute, ist es so, dass ja noch wenig Leute das nutzen, überhaupt 5 GHz WLAN. Das heißt, das ist eh noch komplett leer. Wie vorher gesagt, also 40 WLANs gegen 0.
Ich verwende hauptsächlich auch 5 GHz, ja, weil es mein Handy kann, mein Laptop kann es, ich meine, viele Geräte können es halt nicht noch, weil es halt ein neuer Standard sind. Aber ich bin sowieso kein WLAN, aber falls, dann 5 GHz, weil es wirklich unproblematischer geht. Und ich habe einen anderen OpenWRT, einen anderen Router mit OpenWRT und mit der Originalfirmware und meiner jetzt mit OpenWRT ist es so, dass ich mich entscheiden muss, ob ich das 2,4 oder das 5 benutze, weil beides gleichzeitig geht nicht. Und das habe ich jetzt eingestellt auf 5 GHz, aber manchmal habe ich tatsächlich den Fall, dass meine Freundin meckert, dass sie nicht ins WLAN kommt. Mhm. Aus dem Grund habe ich mich auch für den entschieden, weil der tatsächlich zwei, eigentlich sind das zwei WLAN-Sender da drinnen, der sendet auf beiden gleichzeitig. Ja. Du kannst ja auch unterschiedlich, eben OpenWRT ist sehr flexibel, du kannst mehrere komplett unterschiedlich konfigurieren. Also hast zwei WLAN und dann einen eigentlich. Mhm. Und das ein Punkt, wo die Performance deutlich schlechter war, ist das Routing aus dem Internet ins LAN. Okay. Also ich habe da mit Kabel gemessen, also auf beiden Seiten mit Gigabit-Verbindung, also habe ich das Internet simuliert mit einem Laptop und mein LAN mit dem anderen. Das ging mit Originalfirmware, also mit 900 Megabit Download und mit OpenWRT seltsamerweise nur 300. Aber solange meine Internetanbindung keine 300 Mbit ist, ist es völlig wurscht. Ja, stimmt. Und das wird nicht so schnell der Fall sein, wenn ich. Also ich liebe UPC, falls ihr zuhört, aber sonst dran. Ja. Danke, Joy. So, jetzt ich dann wissen wir gerade. Jetzt unterbrechen wir wie eine UPC-Leitung. Ich würde gerne den Rant von der Anna hören. Also falls ihr für nicht mehr Themen schon empfehlen. Stefan hat doch mit dem Film schon angefangen. Ja, den Rant. Wann hast du einen frischen Rant, den Stefan? Ja. Frisch ist er ja gar nicht mehr. So, und außerdem fühlst du, so hast du dich, glaube ich, schuldig gefühlt, aber du bist ja gar nicht schuldig. Ach so, na dann erzähl. Ja, ja, ja. Okay. Nein, ich habe geschimpft. Ich habe ja geschimpft. Was habe ich denn geschimpft? Was habe ich denn als geschimpft? Ich war schon gar nicht machen. Irgendwas mit anderen Eltern, haben auch schon die Kinder nach und überhaupt. Beziehungsdings gelungen. Wir haben Zeit. Ich habe mich jung gefühlt. Du hast dich jung gefühlt, ja. Ich habe mich ganz schön alt gefühlt. Also, wie dem auch sei, es geht. Hintergrundstory, du bist wie viele Jahrzehnte verheiratet oder nicht verheiratet? Weder verheiratet noch in einer Beziehung, wobei okay. Ich mit dem nicht in einer Beziehung, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also, also du kommst gut zurecht mit deinem Leben? Ich komme eigentlich ganz gut mit mir so zurecht. Okay, ja. Aber ab und zu muss ich dann über jemanden TM schimpfen und war da irgendwie ziemlich grantig. War wahrscheinlich wieder mal ungerechtfertigterweise grantig, weil wir sind ab und zu mal irgendwie ungerechtfertigterweise aufeinander grantig und habe so vor mich hingeflucht und habe dafür, ja, es passiert ja, dass man sich irgendwie. Dabei war Twitter an. Ja, und habe halt da diesem Twitter erzählt, weil das ist immer, das finde ich immer, also ein sehr schönes Thema, ja? Über Beziehungen online. Ja, ne, warum nicht, also das ist irgendwie, im Zweifelsfall liest dann ja sowieso keiner, oder versteht sie eh als falsch? Solche Sachen dann genau, nicht. Ja. Ah, genau. Und habe also da so vor mich hingeflucht und vielleicht hätte auch mal jemand sagen können, Anna, du hast jetzt vielleicht gar nicht recht, jetzt rede ich mal wieder ab. So, hätte vielleicht auch mal jemand sagen können, von den Leuten, die wissen, die mich kennen, und es gibt ja da Leute, die mich kennen, und es gibt ja Leute, die jemanden TM kennen. So, also hat aber keiner beide gesagt. Kennen, also die beide. Wir uns beide kennen, ja. Genau. Und es ist aber so, und das hat sich ja dann im Nachhinein, später nach meinem Gefluche dann rausgestellt. Es gibt verschiedene Leute, die sind der Meinung, dass, ob das jetzt was auch immer ist, eine Beziehung, eine Freundschaft, eine Bekanntschaft. Es gibt einfach Menschen, die sind der Meinung, dass das nicht zu sein hat. Weil das in ihr Weltbild einfach nicht reinpasst. Dass er und ich uns verstehen mögen. Ah, okay. Das sich verstehen mögen? Uns verstehen, und / mögen. Sich verstehen und mögen gleichzeitig, oder? Weißt du, ich bin ein Mann, du musst das auf männlich erklären. Also, was ist eine Beziehung? Das zum Beispiel wäre noch zu definieren, was eine Beziehung ist. Ich kenne da jemanden und wir definieren oder beziehungsweise streiten also schon seit längerem aus, was eine Beziehung ist oder auch nicht oder ob wir eine haben oder auch nicht oder haben wollen oder auch nicht oder so. Ne? Genau. Und da schreibt man sie halt, also ausstreiten ist halt streiten. Ne? Ihr streitet euch darüber, dass ihr beide exklusiv irgendwie miteinander befreundet oder die rennen da noch
andere Beziehungen nebenher das moralische Entrüstungspotenzial noch höher schlagen lassen. Nee, nee, da gibt es keine anderen Beziehungen. Also da ist keine liebe Familie. Nee, wobei... Nix also, ja, das... Oh, das nimmt interessante Wendungen. Das wäre jetzt dann mal ein neues Feld, aber vielleicht sollten wir beiden Personen erst einmal ausraufen. Was also wir haben beide keine Ehering, Nein, wir haben beide keine Ehe. Die sind auch nicht miteinander verheiratet. Ah, ja. Falls er jetzt zuhört, wäre das wahrscheinlich denken, was spinnen Sie? Wir haben ja überhaupt keine Beziehung. Ja, egal. Na, genau. So, das wäre jetzt alles kompliziert genug. Über irgendwelche eventuellen anderen parallelen Beziehungen wollen wir gar nicht reden. Dann gibt es aber eben Leute, die der Meinung sind, irgendwie, also die, nein, die eben nicht der Meinung sind, sondern die sie halt einfach einmischen. Die sie halt einfach einmischen. Weil es in ihrer Vorstellung einfach nicht, keine Ahnung, nicht passiert. Weil sie ihm quasi irgendwelche anderen Frauen lieber zugeschrieben hätten und mir irgendwelche anderen Männer. Ich mache kurz eine Szenenbeschreibung. Der nicht da ist, schaut recht amüsiert. Der Johnny isst und die anderen schauen alle recht planlos. Leute, die dann sagen, ich mische mich nicht ein. Ja, so ist es ja, je menschlicher es wird und desto sozial netzwerkiger es wird in der Kommunikation, desto schwieriger wird das ja. Also, ist ein wunderbares Medium, irgendwie so die Punchline des Tages, das kleine Witzchen oder eine gute Schlagzeile oder einen Hinweis zu bringen. Aber gerade da ist es halt das Medium bricht daran, weil erstens die Schrift und zweitens, wie es dann ankommt und was dann Senkelgrube, Sender, McShannon, Kommunikationsmodell, alles fast. Ich würde auch sagen, das ist ein Twitter-Problem. Ich finde es eben total super. Wir haben gemeinsame Bekannte, also unabhängig voneinander, wir kannten ja vorher schon irgendwie gemeinsam. Und die wissen zum Beispiel, dass wir nicht auf Twitter miteinander kommunizieren, weil wir uns da bloß streiten. Also wir machen das einfach nicht, weil wir uns streiten und dann lassen wir es lieber, das ist besser. So. Jetzt interpretieren die das aber natürlich so, dass wenn ich schimpfe, ja, das ist ja schon klar, dass der irgendwie nicht mit ihr reden will, weil sie ist ja so eine Zicke und sie schimpft da so rum. Ne? Und dann entscheiden die Leute halt dann auch, dass sie sagen, ja, ich halte mich da raus, aus was auch immer sie, ich weiß nicht, was es da rauszuhalten gibt, ne? Aber ich halte mich da raus, heißt dann, dass sie ihm Zeug über mich erzählen, was sie sich denken, nicht was ich gesagt habe, sondern was sie sich denken, was ich vielleicht meinen könnte. Über Twitter? Ja, über irgendwelche... Ach so, also alles... Irgendetwas. Kommunikationskanäle, wo ich dann hinterher irgendwie erfahre, wo ich mir dann denke, also über irgendwelche sozialen Netzwerke, ja. Und dass aber andersrum die Kommunikation von der anderen Seite, also von ihm zu mir, abgeschnitten wird. Das heißt, dass hinterm Rücken reden. Das heißt, ja, genau, öffentlich und dann wieder so, die Teile der Kommunikation finden halt dann wieder verdeckt irgendwo statt und dann ploppt es wieder so öffentlich raus, irgendwie, wo ich mir denke, ja, Entschuldigung, lass mich vielleicht auch mal mitreden oder so, aber irgendwie finde ich halt diese Einmischerei, also das ist, wenn zwei Leute eh schon die ganze Zeit irgendwo was am Ausraufen haben, was halt so ist, finde ich, so empfinde ich das, am Ausraufen müssen. Ja, genau. Und dann mischen sie die Leute nur ein, sagen, ich mische mich nicht ein, mischen sich aber dann in der Form ein, dass sie zu einem halten, da kann ich mich so aufregen, das ist nicht zu fassen. Boah, jetzt möchte ich drei Sachen dazu sagen, die unter der Voraussetzung, dass mich das alles nichts angeht. Ja. Was du dich aufregst, dass die Leute sozusagen zum einen halten, das heißt wahrscheinlich immer, wenn zwei irgendwie gerade einen Streit haben, dass die sozusagen nicht so ganz Beteiligten einen gewissen Loyalitätskonflikt haben. Ja. Weil sie müssen dann, egal worum es geht, abwägen, auf wen kann ich eher verzichten oder wen kann ich eher beleidigen. Außer der Johnny, der kann sie nicht zwischen dem Dennis und mir. Das ist das erste. Ja. B, es gibt so gewisse nicht mehr ganz top-prominente A, B, C-Prominente, ne, die dann so verzweifelt sind, dass sie nicht in den Medien sind, dass sie dann Journalisten ihrer Wahl stecken, dass sie jetzt gerade den Urscheidungskrieg oder irgendeine Affäre haben, damit es endlich wieder beachtet werden von den Medien. Ja, also es gibt Leute, die haben genau das gegenteilige Problem wie du. Zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit. Und C, also ich und der, mit dem du da streitest, würde das so sehen, da das anscheinend andere Leute involviert, die das nichts angehen, ja, schließe ich daraus A, dass vielleicht den anderen Leuten auch sehr fad ist im Leben und B, dass
dass ihr zwei das so als Service sehen solltet, sozialen, für Leute, wo jetzt halt in der Beziehung und im Leben jetzt gerade doch ein bisschen fad ist. Es ist ja auch so, dass nicht immer im Fernsehen was Gutes läuft. Und dann kann man sich wenigstens mal, boah, halte ich jetzt zu Anna oder doch zu dem und so vor. Und plötzlich ist das Leben wieder spannend. Man hat was zu reden, man hat was zu diskutieren. Man ist involviert, man ist gebraucht, man ist gefragt, ne? man ist begehrt, man ist sozial, man ist ein Mensch. Der Brett ist heiß. Ja, ja. Und wenn du dir eine beliebige Fernsehsendung anschaust, ja, kannst du das auf das Schema runterbrechen. Ja, du bist einfach zu prominent, Anna. Das ist eben meine Arbeit. Nein, er ist zu prominent. Und vielleicht gehen sie sogar noch 3 Follower aus. Genau. Ach so, wenn du... Das darf man ja nicht vergessen. Ich bin immer so rational, da können wir nicht aufregen. Ich kann mir das jetzt schon bei euch vorstellen. Wieso? Ihr setzt da nebeneinander gemütlich mit einem Rotwein am Laptop. Ich hätte gerne einen Beziehungskrisen-Podcast, wo ihr das live macht und man sieht dann so die Follower eingeblendet, wer gerade verliert und so, auf welche Aussage. Und ich denke, ich helfe zur Anna. Bling. Ah, nein, okay. Wenn sie es schriftlich machen wollt, könnt ihr es auch in einem Titan-Pad machen. Ja, das Lustige ist ja, ich glaube, warum die... Ich weiß schon wieder, der eine drückt die ganze Zeit A und der andere löschen. Das Lustige ist ja, wenn wir uns treffen, wir verstehen uns ja echt hervorragend. Das ist total super, wir streiten uns nicht, wenn wir uns sehen. Wenn wir miteinander reden, nur sobald wir miteinander schreiben, schreiben wir so dermaßen aneinander vorbei, dass wir uns wieder streiten und deswegen schreiben wir nicht miteinander. Und das interpretieren die Leute als, die sind ja zerstritten, was so halt überhaupt nicht stimmt. Lass die leider reden. Ja, manchmal machen sie mir es aber dann echt schwer, weil die lassen mich zum Teil echt total auflaufen, weil sie denken, ja, die blöden. Ja, sind nur Leute. Der hat mein Weihnachtsgeschenk 3 Wochen zu spät gekriegt, weil er Spätzle gesagt hat, ja, ich gib's ihm. Und dann hat er mir irgendwie 3 Wochen später geschrieben, ah nein, ich hab's ihm noch nicht gegeben, das ist nicht so wichtig, oder? Wo es mir bei einer zerrissen hätte, wo ich mir gedacht habe, ja, geht's eigentlich noch? Da hätte ich es ja mit der Post geschickt, aber nein. Ich gib's ihm und dann. Ich würde an deiner Stelle Werbung einblenden und Geld für dafür. Ja, die sind auch weil das ist wie bewusst Drama. Bewusst. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Ganz schlechte Zeiten. Wie heißt die Amerikanerin, die das berufsmäßig macht? Die Kim Kardashian? Also die Kardashian. Die was alle mögen dafür, dass sie nichts tut, also nichts Spezielles. Ich glaube, das könnte ja, das sein, was du meinst. Ja. Schaut, wir Bierdorfer versuchen hier durch technische Dienstleistung, dass wir da über top aktuelle Themen reden, Hörer zu kriegen. In Wirklichkeit kannst du das viel billiger haben, indem du einfach deine Beziehungsdienstleistung. Ja, eine Raucherdiskussion. Genau, ja. Eine Raucherdiskussion. Bei einem Rotwein am Laptop, ganz gemütlich. Ich werde jetzt dich Arschloch nennen. Nee, nenn mich lieber nicht Arschloch. Nimm was ganz. Piep! Wir brauchen einen Zensurpieper im Podcast. Ja, naja, nichts einfacher als das. Der ist ein App-Patent sicher. Aber ja. Wo jeder ist, der muss von jedem gleich muss sein und immer. Muss sein. Das ist so ein durchgehendes Beep. Weißt du, wie das denn aus. Ja, genau, ich wollte schon gerade sagen. Jedes Mal, wenn Stefan den Mund aufmachte, lege ich mich auf den Schalter drauf. Schöne letzte Folge für Dorf. Ja, jetzt okay. Bin ich jetzt leider, jetzt bin ich gar nicht mehr sauer, ne, weil jetzt haben wir ausgeschüttet. Ja, natürlich. Ja, es gibt so viele, also danke Horst, du hast mir auf die Idee mit dem Ranten gebracht, ne, das ist ja, danke. Es gibt ja, ich kann ja immer so ranten über irgendwelche sozialen Inkompetenzen, das fällt mir für nächste Woche gewiss wieder irgendwas. Wenn du dann mal einen Arbeitsplatz suchst, könnte es dann blöd werden, falls einer von deinen Arbeitgebern einen Bierdorfer-Podcast hört, aber sonst du einfach nicht. Also jetzt nicht ein Coming-out hier. Das wäre nicht so gut. Ich glaube, ich sage nichts mehr in der Box. Der Johnny hat auch oft gepodcastet, hat immer noch einen Job, also das geht schon. Oder? Ja. Ich habe dich länger nicht mehr gesehen, vielleicht warst du ja arbeitslos. Nein, ich kann mal unter der Brücke. Also. Ja, ich meine, das ist, wenn du sagst, nichts ist nicht recht, sagst was ist nicht recht, dann ist es ja... Das ist egal. Ich hoffe auch, dass der Florian, falls er das hört, auch wieder mal kommt. Aber der
hat gesagt, er hat jetzt derzeit keine Zeit, weil der hat immer, wenn der Florian gekommen ist, hat er immer ein Rent mitgebracht. Das war so richtig. Das stimmt, ja. Das war so schön. Hat sich fixer Programm, genau. Rent der Woche. Und ach, das ist herrlich. Brauchen wir aber ein Lob der Woche, sonst ist es zu negativ, oder? Schön. Nein, wir loben also, niemanden. Es gibt etwas, du stehst heute zum Beispiel, das war ein Lob. Ja, genau. Ja, stimmt. Das war schön. Also loben mag ich niemanden. Rand mag ich. Ja, wir sind ja doch in Österreich. Wer ist dieser niemanden? Ja, wer followt ihm auf Twitter? Okay. Kabarett, Max Uthoff. Hast du dir angeschaut? Ich habe mir die Gegendarstellung von ihm angeschaut und angehört. So heißt sein Programm. Gegendarstellung. Gibt es auch auf YouTube in einer Dreiviertelstunden-Fassung, die wir in den Shownotes verlinken. Das volle Programm ist natürlich länger. Das ist die übliche Kabarettlänge. Du hast gewusst, was dich erwartet? Oder du bist blind? Im Großen und Ganzen hat mich nichts überrascht, weil ich kenne ihn aus der Anstalt und auch aus anderen Programmen. Er ist und bleibt links, er war auch in seinem Programm sehr links und das ist auch auf seiner Wikipedia-Seite zu finden, dass das sein Programm ist, dass er die Sachen, die er anprangern will, halt kabarettistisch angehen will und dass er gegen Kapitalismus kabarettistisch vorgehen will. Was natürlich auch nur eine Show ist, weil ja wir brauchen ihn, um uns was anhören zu können und er braucht uns, weil er braucht halt die Kohle, damit er seine vergoldeten Sessel sich weiterkaufen kann. Das sagt auch als einen der ersten Sätze so ungefähr. Aber sehr nettes Programm. Also ja. wenn man das gern hat und sich Er ist ganz allein auf der Bühne in seinem schwarzen Anzug. Allein mit einem Megafon, dass er hin und wieder hineinbringt. Sag uns, wer das ist. Nein, ich habe es gern gesehen im Stadtsaal wieder mal. Falls da irgendwer vom Stadtsaal uns zuhört, man könnte die Lüftung wieder aufdrehen. Das hätte ich als Kritikpunkt angebracht. Das nächste Mal nehmen wir mal, glaube ich, eine Sauerstoffflasche. Das ist nicht so lustig. Das ist schon so eine unter Sauerstoff. Schöner Rand der Woche. Nein, man wird dann irgendwie müde, wenn die Luftqualität nicht so gut ist. Ja. Mir kommt vor, die ist in letzter Zeit nachlassend dort. Aber das Programm war gut. Moment, wo? In der Stadthalle? Im Stadtsaal. Ach so, im Stadtsaal. Das ist okay. In der Marienstraße vorne gleich. Das kenne ich gar nicht. Weil sonst bin ich dort eben sehr gern, weil die super viel Beinfreiheit haben. Also für. Stimmt, genau, sind sehr angenehm. Ich war einmal in der Stadthalle bei einem Konzert von Ennio Morricone vor 2 Jahren. Ah, und hat sich das ausgezahlt? Also die Karte hat 105 Euro gekostet. Ach, ich weiß, der ist so teuer. Aber der ist relativ oft da. Ich habe im letzten Jahr. Ja, letztes Jahr ist es ausgefallen, weil er krank war. Das war sozusagen die Verlängerung. Ein Jahr später Verlängerung. Ja, und ich muss sagen, also, wenn man das jetzt mit einem Kinofilm vergleicht, wo er eventuell die Musik zu gemacht hat, dann ist der Kinofilm, je nachdem, nehmen wir wirklich einen mit Ennio Morricone mit Filmmusik, wie zum Beispiel für eine Handvoll Dollar mehr oder also Dollar-Trilogie und dann hat man so ein gewisses Gefühl und die Zitate bleiben einem im Kopf stecken und einem läuft die Gänsehaut über den Rücken. Haben wir letztes Mal auch, glaube ich, über den Chill-Effekt geredet. Also das ist wirklich atemberaubend. Und das ist aber nicht die ganze Zeit über den Film. Und dann sitzt man in einem Ennio Morricone-Konzert. Was dauernd. Und dann kommen wirklich so viele Stücke. Ja, aber 105 Euro? Ich weiß nicht. Das ist wie mit einem 5-Dollar-Shake aus Pulp Fiction. Und der 5-Dollar-Shake ist im Vergleich noch ziemlich günstig. Also, ich weiß nicht. Ja. Ich habe es mir auch überlegt, aber ich habe eben auch wegen hohen Preis oder so hin und her überlegt, ob und nicht. Aber jetzt ist auch schon ein alter einmal Jahr zumindest so. Erleben, fand ich. Also, ja, ich bereue es nicht. Okay. Sagen wir es so. Also, ja, bitte, das ist ja schon mal. Ich saß drin auf dem Parkett, ziemlich guter Platz und es war ein tolles Gefühl schon. Und einmal es erlebt zu haben, ist was wert, auf jeden Fall. Kann man sich schon mal leisten. Also, wenn ich mir den Helge schon mal um 80 Euro in der Startsuper angeschaut habe, dann kann ich auch den Helge Schneider kostet 80 Euro? Also, habe ich damals gezahlt, das ist sogar mehr. Boah, 85, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Naja, das ist normal. Na gut, mit Oper verglichen, da sind ja die Preise noch viel, viel höher. Naja, aber mit der Oper ist das so teuer. Mit der Oper verglichen, oder?
Ja, wenn ich mit der Oper vergleiche, also die Oper, in der Staatsoper, die Stücke sind nicht gerade günstig. Okay. Ich glaube, die Jahreskarte sind einige hundert Euro. Das sind dann vier Vorstellungen. Okay, vier Vorstellungen. Ja. Pro Karte. Und dann wir haben mal hier diskutiert, ob Star Trek für uns funktioniert und haben dann jeder gesagt, ob es funktioniert oder nicht. Ich werfe eine andere Frage in den Raum, auch was Nerdiges und TV und so. Funktioniert Doctor Who für euch? Nie gesehen. Nein. Ich bin ganz kürzlich erst, also ich war letzte Woche krank und ich vorher irgendwann mal kurz begonnen auf Netflix, sondern die neuen Doctor. Also ich habe nie Doctor Who früher gesehen und bin jetzt eigentlich sehr neu da reingestolpert, aber dann habe ich es gleich staffelweise. Okay, damit ist das klar. Okay, das war ein Ja. Es funktioniert. Ja? Also ich bin voll da, also mir gefällt es total. Also meinst du mit funktionieren, dass man es mag? Und dass man mehr Spaß daran hat und es hin will und so. Gut. Ich dachte jetzt die Logik in der die wissenschaftliche Logik oder sowas. Ach so. Also ich finde so von der Produktionslogik her, es ist eine super Serie, weil nämlich die können einfach alle Darsteller austauschen. Also ich finde so weit, dass ich schon komplett neue Darsteller-Set habe und immer noch die Serie ich liebe. Sehr intelligent gemacht eigentlich. Also, ich mag sie nicht. Ich habe eine halbe Staffel oder so mal geguckt, aber ja. Das waren dann irgendwie, vielleicht habe ich auch gerade Schauspieler erwischt, die mir unsympathisch waren. Aber ich weiß, dass sie eine extreme Kultgemeinschaft hat, glaube ich, vor allem in Großbritannien. Ja, ja. Total Nerd-Truppe auch. Also es gibt ein Lego-Set dazu. Und es gibt eine Folge, glaube ich, die von Douglas Adams auch gemacht wurde. Also die würde ich mir gerne anschauen wegen Douglas Adams. Ich habe es ja noch nicht geschafft. Es sieht ja viele, also es gibt schon so, das Tor, die sich im Großen und Ganzen fortspinnt. Also es spinnt. Ja, aber die sind doch einzige einzelne unabhängige Handlungsstränge, warum sie jetzt unbedingt auskennen muss vorher. Und ich merke schon, dass manche total, also relativ langweilig sind und andere sind wieder so, oder oft zweiteilige Folgen, die dann wirklich einen Spannungsbogen haben, wo ich dann auch sitze, boah, die müssen wir fast nochmal anschauen. Ja. Also es gibt schon so einen qualitativen Unterschied, finde ich. Also, aber ich habe jetzt nur bemerkt, dass es immer wieder unterschiedliche Autoren sind, die am Anfang, die werden auch namentlich immer groß eingeblendet, die Autoren. Aber ich glaube, dass es auch wirklich inhaltlich Unterschiede gibt, wer da die Folgen schreibt, ohne jetzt zu wissen, wer da dahinter steckt. Also. Man muss dazu sagen, der Doktor wird ja jede Staffel oder so ausgetauscht. Nicht jede Staffel, aber immer wieder mal. Also in der Story ist es so, dass er quasi diese Fähigkeit hat, sich zu regenerieren und nimmt halt eine andere körperliche Gestalt an. Und das ist halt dann ein neuer Schauspieler. Ich meine, das ist aber auch begrenzt, wie oft er es machen kann. Also er kann nicht endlos oft sterben. Was sagst du, Anna? Top oder Top? Also, oder nicht? Oder was dazwischen? Schwierig. Also ich habe eine komplette Staffel gesehen, auch irgendwann, nachdem ich mir gedacht habe, dieser Hype, den muss man sich jetzt endlich mal anschauen. Das war der neunte Doktor, wenn ich richtig informiert bin. Das war, es gibt ja immer den Doktor und dann gibt es eine Begleitperson. Das ist, glaube ich, meistens eine Frau, aber nicht immer. Ich weiß nicht, ich habe sie noch nicht alle durch. Und ich fand beide sehr, sehr sympathisch. Die fand ich, also und auch irgendwie, dann gibt es noch die Mutter von der Frau und das fand ich alles irgendwie ganz nett. Was mich total stört und warum ich es nicht irgendwie weiterschaue oder nur ab und zu mal irgendwie jetzt eine Folge anschaue, ist, also es gibt diese Alien-Folgen, da sind irgendwelche Figuren, irgendwelche Viecher, irgendwelches total Abgefahrenes und dann gibt es diese Aliens, die mit den Menschen, also die quasi, die sind so vermenschlicht, die sind wie Menschen. Und dann gibt es immer irgendeinen Krieg, einen Konflikt und das sind dann immer die Bösen. Und ich ich finde es so mühsam, weil ich mir denke, wieso müssen ja jetzt irgendwelche Aliens da herbeizitieren? Das sind halt einfach, die haben einfach ein blödes menschliches Arschlochverhalten. Wieso könnt ihr das Ganze denn ohne diese Aliens drehen? Also wofür braucht es denn diese Aliens? Und das nervt mich total. Da kommen halt irgendwelche Aliens, und statt dass man dann irgendwelche alternativen Konzepte mal entwickelt, wie könnte eine andere Gesellschaft ausschauen auf einem anderen Planeten und das irgendwie mal ganz anders macht, so Strukturen, nimmt man genau solche Politstrukturen, wie du das überall auf der Welt findest, und ich denke mir so, ja, ist ja gut, kann man nicht mal irgendwas Neues bringen. Und was ich immer total nett finde, ist, wenn es irgendwelche Viecher sind, die dann irgendwelche komischen Eigenschaften haben und irgendwelches Zeug mit den Leuten machen, also die sich dann nicht irgendwie nach politischen Strukturen verhalten, sondern halt irgendwie seltsam sind und da müssen sie dann irgendwie kämpfen. Das finde ich dann lustiger. Also das, die finde ich dann ganz nett, aber so. Ach, ja. Das war ja jetzt schon fast der Bonusrent, oder? Also für mich ist, ich weiß, dass es eigentlich in vielen Folgen eine Persiflage auf Politik ist, ja, dass es so gedacht ist, aber ich finde es zum Teil einfach anstrengend.
Also mich hast du überzeugt. Jetzt haben wir ja eh einen Gast-Hu hier am Tisch sitzen. Was hält der Gast-Hu von Dr. Who? Der Gast-Hu? Ja, das Dr. Who ist ja, er stellt sich immer nur vor als ein Doktor, nicht? Der Doktor, er hat keinen Namen. Ja. Unser Gast hat auch keinen Namen. Unser Gast hat auch keinen Namen, der Gast-Hu. Ja, ich finde eigentlich, dass die Staffeln sehr vom Doktor abhängen. Und auch von der Begleitperson. Es ist nämlich, ich muss sagen, immer am Beginn einer Staffel fällt es mir total schwer, weil du einfach so halt schon so geprägt bist an die vorigen Darsteller. Und dann habe ich, es dauert immer so eine Zeit lang, und wenn du nicht gleich weit, also das erste Mal, als ich begonnen habe zu sehen, war vor ein bisschen länger her, also ein paar Wochen schon her, und dann habe ich aber aufgehört, nachdem er neuer Doktor war, weil das hat mich dann irgendwie rausgebracht. So hat mein Unterhaltungserlebnis auch aufgehört. Ja, ich habe so Staffel für Staffel konsumiert an Dr. Who, wo mir das näher gebracht worden ist. Ich bin auch relativ, ich meine, frisch vor, wann war das? Vor 4 Jahren habe ich das circa geschaut. Und Dr. Who gibt es seit den 60ern. Ja. Es sind auch ziemlich viele Folgen verloren gegangen, weil der BBC ja damals auch sparen wollte und dann die Filmrollen wieder verwertet hat. Deswegen, deswegen gibt es ja auch einige Folgen gar nicht mehr. Wir haben einen Dr. Who-Spezialisten. Nein, nicht wirklich. Also das ist wahrscheinlich aus dem Interwebs Wikipedia herausgesaugt. Aber nachdem du jetzt mehrere Folgen geschaut hast, kannst du dir gefallen? Ich habe mehrere Staffeln geschaut und das war doktorabhängig. Doktor bzw. Sidekick abhängig. Und das dann sind auch so sich so folgende Handlungsstränge und dann geht es halt ein bisschen weiter und dann wird es spannend und dann muss man weiterschauen. Ja, und dann wechselt der Doktor und dann hört man einfach auf, Doktor zu schauen. Ja, so war es für mich. Aber ich finde zumindest, jetzt verstehe ich mehr diese ganzen Anspielungen, weil ich kannte das Ganze gar nicht und jetzt diese blaue Telefonzelle hat mir noch nie was gesagt und jetzt finde ich jetzt das sagt man so, das allein, ich finde, ich war schon wert, immer zumindest ein bisschen was oder eine Staffel mal gesehen zu haben, dass man dieses Ding. Aber die alten Folgen, also die vor diesen neuen, die jetzt seit 2010, keine Ahnung, diese alten aus den 70er, 60er Jahren, in Schwarz-Weiß und so, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Das weiß ich nicht, ob das. Krieger? Ich glaube, die erste Folge habe ich eben versucht, aber das war. Also, wenn ich Dr. Who anfangen würde, dann müsste ich bei. Also irgendwas treibt mich dazu, ich müsste bei diesen 60er Jahren. Also ja. Das schreckt mich aber auch dermaßen an, es ist so ein großes Werk, ich darf nicht anfangen zu schauen, weil ich hatte allein schon Star Trek Voyager so wahnsinnig viel Zeit gekostet. Obwohl es mir nicht gefallen hat. Nerven, ja, das war wirklich auch so viel Zeit, wo ich sage, gut, das hätte ich auch, aber naja, es war halt Star Trek Voyager und bei Dr. Who ist ja so eine ähnliche Angst dahinter. Ich habe einzige Folge wurde mir gezeigt, ich weiß nicht, welcher Doktor das jetzt, könnte auch nicht die Staffel benennen oder so, und da ging es um irgendwelche Schaufensterpuppen oder irgendwelche Puppen, die vom besessen wurden und das so. Das ist die erste vom 9. Okay, das war die erste vom 9. Das erste vom 9. Vom 9. Und 9. damit meine ich den neuen, also die neuen Doktor. Okay, genau, also die neuen. Okay, also ja, die Schaufensterpuppen haben mich nicht rausgerissen, konnte aber, ich habe mir so im Unter, also ich habe mir so gedacht, na, irgendwie Blödsinn, gut, habe aber das alles irgendwie gesehen, was Dr. Who irgendwie ist, auch diese Telefonzelle und so. Aber habe mir gedacht, okay, könnte aber könnte beim Dauerschauen einen guten Einzelfolgen-Trash-Faktor haben. Weil so gewisse Serien haben ja so, wie die frühen Akte X-Folgen oder so, einen gewissen Monster of the Week-Trash-Faktor. Also irgendwie könnte das funktionieren. Müsste ich mal machen, habe aber zurzeit überhaupt keine Lust dazu. Aber es stiehlt viel Zeit. Ja, genau. Aber ich glaube, manche Dinge sind halt wirklich so bewusst, also bilden wir es rein, aber noch so schlecht gemacht oder manche dieser Gegner, die immer wieder auftauchen, also bestimmte, die es schon halt, die so von den ganz alten Staffeln gibt und die ja damals technisch nicht besser machbar waren und die sind halt jetzt immer noch so, also es tut selber so sehr, sehr coole also moderne Effekte, aber dann wieder so total trashige Sachen, wo man da denkt, das ist so bewusstes Siegenmittel vielleicht. Mhm. Aber ich liebe es einfach, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so viel darüber nachgedacht, ich lasse mich da echt so gerne leicht enthalten und diese längeren Bögen, die es so Handlungen gibt, dass du das eben mit Zeitreisen kannst du total viele tolle Sachen machen und der reist ja, das ist ein früheres Ich und so. Also, da passieren ein paar Dinge, die sich dann so eine Sache finanzieren und machen können, haben sie das wirklich schon 3 Staffeln davor geplant oder gut dann noch kriegen? Also es gibt doch dieses Spin-Off, oder? Vielleicht nähere ich mich über Spin-Off an die Serie. Torchwood, oder? Heißt das so? Ich kenne was? Torchwood? Ein Spin-Off von Dr. Who?
das ist was. Torchwood, also es gibt ein Torchwood. Genau, Torchwood. Aber ich kenne es genau, nicht. Richtig. Das ist auch eine Serie. Weiß nicht, glaube ich, nicht so viel, also ganz sicher nicht so viel Staffel wie Doctor Who. Und vielleicht schaue ich mir das mal an. Also ich mich so auf die, über Spin-off zur Hauptserie. Wie so auf einem Seitenfluss zum Hauptkanal. Wer jetzt Lust bekommen hat, warum bin ich jetzt drauf gekommen auf das genau, Thema? Genau, Stefan, was ist deine Meinung? Ich habe jetzt die erste Folge gesehen. Die alle meine persönlich erste Folge. Ja. Weil jeden Montag von 2015 ist jetzt wöchentlich immer zwei Folgen hintereinander auf 1 Festival. Wer dazu Lust hat, kann sich es dort anschauen. Das ist ein Internetsender? Oder? Nein, das ist ein... Also vom ARD ein Spin-off, das ist ein Spin-off-Sender. Und ist also über Satellit empfangbar, unverschlüsselt. Wer also Satellitenschüssel hat, Astra kann den schauen. Über Kabel müsste es auch gehen. Kabel, ja, müsste auch gehen. Eins Festival heißt der Sender. Und für mich war die Folge so ein bisschen Abklatsch von Douglas Adams. Darum habe ich, bevor ich noch wusste, dass der auch Folgen geschrieben hat, gedacht, das wirkt sehr nach Douglas Adams, weil er kommt auf die Erde geflogen und mit seiner TARDIS, also das ist diese blaue Telefonzelle. Blaue Telefonzelle. Polizeianhaltezelle. Ja, und die innen größer ist als außen anzusehen, das ist ganz lustig, nicht? Also dass er das ganze Raumschiff da drinnen mit Swimmingpool und so weiter, wovon irgendwie scheinbar nie klar ist, wo das gerade ist, weil die ändert sich auch, also es ist alles sehr verworren. Und ein bisschen ist es mir vorgekommen wie Alice in Wonderland. Also die Begleiterin war ein kleines Mädchen am Anfang in dieser Folge und der Außerirdische ist, die Außerirdischen kommen gerade, um die Erde zu zerstören. Das ist so der Plan, sie haben jetzt noch 20 Minuten Zeit. Das war so genau der Anfang vom Hitchhiker's Guide to the Galaxy, nicht, wo das, die Drohung ist jetzt, also zuerst planiert sein Haus und dann aber doch die ganze Erde. Nein, ich fand es ganz witzig, aber mehr als eine Folge war nicht ausgehalten, dann war es mir zu schräg. Ich finde das ganze Setting finde ich lustig mit der TARDIS und mit den Zeitreisen und dass sie immer, was du gesagt hast, dass sie eigentlich total die Schauspieler austauschen und du nimmst es so hin, weil es so super in die Geschichte eingebaut ist. Also das finde ich toll, aber die Folgen, also die Stories selber finde ich zum Teil mühsam. Das Reglement ist, er ist eben ein Zeitreisender. Und als solcher kann er 12-mal wiedergeboren werden, wobei bei ihm ist das auch wieder anders, weil er hat irgendwie da so einen Reboot gekriegt und darum kriegt er noch 12 extra Leben. Und so erklären sie, dass er halt so oft neu entstehen kann und dann eben eine andere Form, sprich ein anderer Schauspieler ist. Also er ist eine andere Spezies, also er ist kein Mensch eigentlich. Er ist kein Mensch, er ist selber Außerirdischer. Definitiv kein Mensch. Aber das mit den Settings und eben durch Zeit und Raum reisen kannst du quasi alles in diese Folgen reinschreiben. Das Auto, du hast Folgen, die in der, keine Ahnung, mit Dinosauriern spielen, dann hast du irgendwas im alten Rom, dann bist du irgendwo der letzte Tag der Erde und dann hast du wieder irgendwas ganz was anderes. Also die Schauspieler kannst du auswechseln, also irgendwie ist es so frei, das Setting. Aber deswegen mache ich es dann sehr verrückt, mache ich es dann eher, finde ich dann wieder fast, du denkst, hops, was ist. Und am Kongress hat es ja auch eine TARDIS gegeben, hast du reingeschaut? Nein, war sie nicht. Die war total enttäuscht. Ja. Nein, das habe ich wieder mal nicht mitgekriegt. Kommt man da richtig? Da war ein Swimmingpool. Das Bierglas, was da unten stand. Weil als ich da war, wollte ich nämlich da auch rein und dann ging es nicht auf. Da war die zugesperrt. Warst du im Kongress? Nein, aber das war nur ein Scherz. Okay. Zudem wir sind auch hier Biertaucher und wenn da ein Bierglas steht und Bier drin ist, doch wunderbar, schwimmen gehen. Bierglas. Ah, dankeschön. Doktor. Apropos kann ich noch anmerken, ich weiß nicht, ob es ihn noch immer gibt, aber auch noch zur Zeit, wo ich die Hörsuppe den Podcast öfters gehört habe, der hat gerne in seinen Kanal reingesteckt, den WhoCast. Das ist ein deutscher Podcast über Dr. Who. Sie haben sehr angenehm erzählt. Mhm. Ich habe es auch 2-3 Folgen gehört über ein Thema, das mich gar nicht so interessiert hat zu der Zeit. Deswegen weiß ich nicht, keine Empfehlung selber Bein und Bilden, aber war jetzt angenehme Gesprächsatmosphäre. Mhm. So viel kann ich sagen. Ich hätte 2 Kinofilme, falls ihr noch was ertragt. Das ist voll. Ich bin noch voll da. Ich hätte Dirty Grandpa mit Robert De Niro und André Blasser und ich hätte Where to Invite Next mit Michael Moore. Mhm.
Michael Moore. Michael Moore? Ja. Ja, das okay, ist dann kommt der Dirty Grandpa nächste Woche. Ja. Ich habe. Wir finden gerade Umbauarbeiten statt. Und das wurde im Standard und so diversen Zeitungen kommentiert als Michael Moore ist altersmilde geworden. Ja. Und ja, ist er. Ja. Aber er ist ja nicht mehr der Jüngste. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und was kann ich sagen? Ja, ich habe es gut gefunden, ich kann es auch empfehlen zum Anschauen. Ein sehr feministischer Film übrigens. Also es wird praktisch, Michael Moore nimmt sich sehr viel Zeit, um speziell in Island Frauen erklären zu lassen, wie viel die Welt besser wird, wenn mehr Frauen in Aufsichtsräten und in der Regierung sind. Und das Grundsetting von dem Film ist, er bereist Europa und tut so überall eine amerikanische Flagge hinpflanzen, wenn ihm irgendwas gut gefällt, weil er will die guten Ideen von anderen Ländern stehlen für die USA. Und wer ihn ein bisschen kennt, weiß, also gute Ideen findet er in Gewerkschaft, relativ viel Macht hat, Sozialpartnerschaft funktioniert, Steuern funktionieren. Der klassische amerikanische Traum. Ja, er tickt ein bisschen anders. Ne? Und er bezeichnet als Meister des Gegenschnitts. Also er interviewt halt in Europa Sachen, die er befremdlich findet oder ihm gut gefallen, wie zum Beispiel in Italien 13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld, das kennt er nicht, überhaupt Feiertage und bezahlten Urlaub. Bereits einige Länder in Deutschland das Kurwesen, also dass du auf Sozialversicherungskosten auf eine Kur kannst, in Norwegen Hochsicherheitsgefängnis und ein Vorzeigegefängnis, so eine Insel, wo die Gefangenen, also einfach Strafvollzug in Portugal, spricht da mit Polizisten, die sich gegen Todesstrafe aussprechen und über Freigabe von Drogenkonsum, also dass das nicht kriminalisiert wird, und sozusagen aus jedem Land pickt er sich heraus, dass was ihm gefällt und wo er findet, das sollten wir jetzt in Amerika einführen. Und es ist sehr witzig, er geht in Slowenien, schafft es zum Beispiel sogar eine Audienz beim Präsident zu bekommen. Da geht es um freien Studiumzugang, also dass Amerikaner auch gratis in Slowenien studieren dürfen, so ein Austauschprogramm auf englischsprachigen Studien, und dass die sich nicht verschulden müssen wie in USA, um ein Studium zu belegen. Ne? Und ja, und das er macht so ein bisschen Witzchen. Was ein bisschen schade ist, zuerst erklärt er bei jedem europäischen Land, wo er hinfährt, mit so einer Map, also so einem Landkartenzoom, so ein paar Daten von dem Land. Also bei Italien steht zum Beispiel Threat Level 2 Warships und dann bei Deutschland Threat Level Do You Have to Ask. Und das hört dann aber auf mittendrin. Ah, oh, okay, schade. Sonst das hätte mir gefallen, über jedes Land sein. Ah, ja, das ist und nicht konsequent. In Frankreich fährt er zum Beispiel sehr süß, tut er sich das Schulkantinenessen anschauen in dem ärmsten Ort von Frankreich halt. Und das ist halt super Essen und dann stellt er halt mit so Grafiken dar, dass es immer noch billiger ist als das, was die USA ausgeben für Schulessen. Und dann zeigt er den französischen Kindern, was die Amis zu essen kriegen, und die sagen Wäh! Und dann redet er mit dem Koch und so. Es ist einfach, natürlich als Europäer fühlt man sich geschmeichelt und denkt sich, aha, wir sind so viel leibender und besser. Und das war ja schon bei diesem Film, den er über das Gesundheitssystem gemacht hat. Sickle. Genau, richtig. Ja, ja. Da war das ja schon ähnlich, dass man sich als Europäer so gebauchpinselt vorgekommen ist. Und das kann er halt irgendwie tun. Das ist halt so die Michael Moore-Propaganda-Talent irgendwie, das er hat. Und auf Ö1 haben sie diesen, was du erwähnt hast, in Italien das 13. 14. gehabt. Ja, das er das 13. glaube ich. Also 13. und 14. ist er gar nicht drauf eingegangen. Das okay, ist 13. okay, wurscht. Es hat immer mehr Gehälter als heute. Ja. Und er hat das wirklich super drauf, dass er so ungläubig ist, alles runterfällt. Und ja, und das ist auch so geile Interview-Szenen, genau, wo man so sein Gesicht sieht. Das ist wahrscheinlich so der Superpower. Für mich war die schönste Szene, wer in Finnland, glaube ich, Bildungswesen natürlich, redet da mit Studenten, ne? Und die diskutieren da halt so dort ist halt sehr liberales Bildungswesen, also die Lehrer von seiner Schule sagen, ja, die Kinder sollen rausgehen und auf einen Baum klettern, die sollen das erleben, und sie haben 10 Minuten Hausaufgabenzeit
im Tag. Sie müssen nicht ewig Hausaufgaben machen und so. Und trotzdem schneiden super ab bei den Bildungstests. Und dann sieht man, wie er so mit Schülern, also Studenten diskutiert, die werden so um die 20 sein. Und er fragt nur, wie viele Sprachen sie sprechen. Ne? Und im Schnitt spricht jeder von denen 3 oder 4 Sprachen. Und man sieht nur das Gesicht von Michael Moore. Und er braucht das gar nicht sagen, dass er nur Englisch kann. Ne? Aber er ist einfach. Und die Aussage von seinem Film, aber ich glaube, die ist eher fürs amerikanische Publikum gedacht, was dann so langsam rauskommt, ist, dass er sagt, dass viele von diesen Ideen, die in einigen europäischen Ländern verwirklicht wurden, sind eben amerikanische Ideen, die in Amerika schon einmal zumindest versucht worden sind durchzusetzen oder sogar kurze Zeit auch durchgesetzt wurden, aber halt aus politischen Gründen dann wieder unpopulär wurden oder nicht mehr durchführbar waren. Und er appelliert sozusagen, also er sagt, Schatz, das sind die Europäer, die haben unsere guten Ideen aufgegriffen und profitieren jetzt davon und warum könnten wir das nicht selber? Das ist ein politisches Plädoyer. Aber ich finde es ganz, ganz gut. Das Gesamtbild von Europa, das ist quasi für einen amerikanischen Zuseher, findest du, ist Europa da irgendwie, jetzt, wenn er nur die guten Sachen rauspickt, einseitig repräsentiert? Oder er sagt das in einer Szene, sagt er, he is come not to pick the, also to pick the flowers, not the wheat. Okay. Und er sagt auch, of course, the European countries have their problems. Also, ja, er deutet das kurz an, dass natürlich die ihre Probleme auch haben, aber er will halt, er fährt mit einem Flugzeugträger rüber und mit seiner amerikanischen Flagge. Er will sich nur, dass anstatt dem Erdöl halt sozusagen die guten Sachen bieten. Das sind sehr lustige Szenen, wo er dann so im irgendwo halt, wenn er mit wem redet, einem offiziellen pflanzt er dann so eine riesige amerikanische Flagge, sagt, und I will steal this idea. Und die meisten sagen dann, ja, ja, you're welcome. Und er greift sich halt aufs Hirn, dass die Europäer so witzig. Das heißt, Österreich muss jetzt bald in die USA so Plakate aushängen. Kommt nicht nach Europa. Nein, ich finde, es ist sehr süß gemacht. Es ist in keinster Form aggressiv. Schon wieder in mir auf. Ja, jetzt an die Plakate erinnert. Ja, das ist schon ein bisschen die Plakate in den USA. Ich bin echt froh, dass ich das jetzt nicht gesehen habe. Bis jetzt. Ja. Jetzt geht es mir wieder dreckig. Jetzt müssen wir. Okay. Ist besser. Yeah. Okay, also wie gesagt, Michael Moore, Wer tönt wie Next, wird auch Empfehlung von Austin. Ja. Ich hätte noch was Amerikanisches drauf. Was Gutes hoffentlich. Ja, absolut. Ach, Gott sei Dank. Passend, heute ist Super Tuesday. Stimmt. Das ist genau, der Tag, wo 10 Staaten die Vorwahlen durchführen. Und irgendwie also auch ein bisschen als Vorbereitung darauf gab es vom John Oliver in der Last Week Tonight Show einen Verriss von Donald Trump, der so mit dem absolut kann ich nur beipflichten. Ja, wo er versucht, ihn zu demystifizieren und genial. Geht jetzt auch ziemlich durch die Medien, also man stolpert bei uns auch drüber. Man kann auch mitmachen, indem man diesen Twitter-Hashtag von ihm verbreitet. Ja, genau, weil der Herr Trump, der hat sich schon über andere Politiker lustig gemacht, die ihren Namen geändert haben. Warum über den Steve Oliver vor allem auch. Über, ja, auch über den John Oliver. Aber insbesondere, was eben dann in der Recherche rausgekommen ist, ist, dass die Familie Trump ursprünglich Trumpf hieß. D-R-U-M-P. Genau, und im Englischen ausgesprochen, dass Trump dann auch nicht so super kommt und das versucht er eben jetzt als Hashtag populär zu machen. Let's make Trump again oder sowas. Nein, weil herrlich. Und also der John Oliver hin und wieder kann das schon wirklich gut. Und so auch nett finde ich, wie er eine Social Media Kampagne gleich in seine Fernsehsendung einbaut. Also man sieht gleich den Hashtag fürs Twittern und die Webseite, wo man hingehen kann, die er sich schon registriert hat und lauter. Ja. Ich finde schon ein bisschen bewundernswert irgendwie den Mut, weil jetzt den hat er sich einmal als Feind eingetreten. Definitiv. Aber er ist Brite. Er kann sowieso nicht wählen. Schon, natürlich, aber ich glaube, dass das durchaus für einen Trump was Schaden verursacht im Wahlergebnis. Ja, bin ich gespannt. Ich hoffe es. Das ist immer das Problem mit politischen Kabarett. Also obwohl, Moment mal. Groß kalkuliert, aber der John Oliver macht gute Sachen. Also ich hoffe, dass es jetzt erst einmal nicht negativ für den Trump auswirkt, sondern erst später, wenn es dann um die Präsidentschaftswahlen selbst geht. Gegen die Demokraten meinst du? Also du möchtest, wenn er gegen die Demokraten republikanischer antritt. Spitzenkandidat, Er soll ruhig republikanischer Spitzenkandidat werden, damit definitiv ausgeschlossen ist, dass es die Republikaner werden. Du weißt, da kannst du dich auch ins selbst schneiden mit diesem Wunsch.
Du sollst vorsichtig sein, was du dir wünschst, weil es kann auch sein, dass er dann gewinnt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Je extremer der Republikaner ist, desto eher gewinnt er nicht. Natürlich kann es sein, aber dann können wir sagen, okay, also die Amerikaner sind jetzt wirklich durchgeknallt. Tja, schwierig, schwierig. Schwieriger und ja. Das ist mehr als die Hälfte von denen, die wählen, gegangen sind. Oder es ist Betrug. Dann hätten wir bewiesen, dass Amerika keine Demokratie ist. Schwierig geworden. Ich meine, was ich mir immer denke, ich weiß ja nicht, wie das alles in den USA wahrgenommen wird. Also, nur weil es bei uns das ist eine gute selektiv ist, kommt jetzt das total gut an. Also es ist lustig und so und Comedy, also sehr gut gemacht. Aber ich weiß nicht, was sonst dort an Medien auf die Bevölkerung einprasselt. Also wir bekommen nur ganz kleine Schnappschüsse aus unserer europäischen Sicht. Und ja. Wir sehen Trump auf eine Sicht und wahrscheinlich die ganze Welt sieht Trump auf die eine Sicht und die Amerikaner sehen ihn auf eine ganz andere Sicht. Ja, so die Kampagnen, ich kenne aus der Ihnen. Und auch unser Medienausschnitt ist schon ein anderer als der typischen Österreich-Leser. Nicht? Das kann auch sein. Also unser hier in der Gruppe. Ja. Ja, und der Oliver möchte ein guter Koch sein, aber was verstehe ich, ein guter englischer Koch sein, aber was verstehe ich von Politik? Ja, das werde ich nicht so sagen. Ja, Horst ist gerade weg. So, liebe Leute, wir sind bei 2 Stunden. Ach ja. Zeit für die stabile Seitenlage. Wir haben eh fast ein Viertel von unserem Programm durchgebaut. Ich wollte dem Stefan ja noch berichten, dass er meine Aufgaben gelöst. Das stimmt, das macht was. Ja, und ich lasse meine Themen für nächste Woche liegen. Das geht nämlich ganz schnell. Ich war nämlich in Spöttgraben. Oh, Ich war in Spöttgraben, habe natürlich ein Foto gemacht, was auf dem Schild stand, was warum nicht Spöttgraben ein Spöttgraben ist und habe, ich weiß es jetzt nicht, ob ich es aus dem Gedächtnis noch mit zusammenkriege. Also, ein Geotop ist vor allem das, wenn irgendeine bestimmte geologische Form zum ersten Mal irgendwo beschrieben wird. Und der Spöttgraben zeichnet sich dadurch aus, dass zwei Seiten von zwei Seiten Berg, sagt man das so? Zwei geologische Schichten. Also da sind ganz viele, ganz unterschiedliche geologische Schichten, also aus sehr harten und sehr weichen Gestein, die da irgendwie sich zusammensacken und ineinander verschieben und in früheren, vielen, vielen tausend zuvorgehenden Jahren auch irgendwie zusammengestürzt sind und graben deswegen, weil es eben zu beiden Seiten zwei so Anhäufungen von Schichten gibt. Und da kann man halt quasi zwischen diesen Schichten zum Berg hochgehen. Und da gibt es auch einen Fluss, einen Bach, ein Gewässer, was da runterfließt, was jetzt gerade irgendwie ganz winzig ist. Ich kann mir vorstellen, dass es zu anderen Jahreszeiten dann nicht mehr ganz so winzig ist, weil da lagen irgendwie so Baumstämme drin, wo man gedacht hat, naja gut, das kann vielleicht ab und zu, wenn es einmal geschneit hat oder so, dann kann man vorstellen, dass das kein plätscherndes Bächlein ist, sondern dass es da ziemlich wüst irgendwie abgeht. Und dann war ich ganz oben, weil man gedacht hat, das ist ja super, du hast mir eine total tolle Aufgabe gestellt, diese Tafel, wo beschrieben wird, ist ja unten gleich. Dann haben wir gedacht, ja, klar, Aufgabe gelöst, können wir wieder haben. So. Nee, ich bin dann ganz hoch gegangen und da war so ein Kaffeehaus oder ist es so ein Kaffeehaus und irgendwie ist das alles irgendwie so esoterisch. Also es ist ein tolles Kaffeehaus und ich habe da hab ich die hingeschickt. Die beste Schokoladentorte meines Lebens gegessen, also außer mein Sauber gemacht. Und aber irgendwie haben wir gedacht, ach, da habt ihr so einen schönen Berg und dann tut es ja irgendwie so komisch und esoterisch Kram drauf. Das hätte jetzt eh. So mit Lebensbaumkreis. So war das Ziel eigentlich so, ja, und Granderwasser. Aber schön war es. Nur ein bisschen weiter in die Richtung gehen, dann kommst du zum Kobenzl. Das ist ein relativ bekanntes, aber doch ziemlich touristisches Gasthaus. Dort gibt es zu Weihnachten auch Weihnachtsmarkt oben. Ja, so okay. Nicht so immer, aber so Wochenende muss man halt schauen. Sein. Also es war so, dass ich irgendwie den halben Sonntag daheim gesessen bin und mir dann gedacht habe, ein bisschen Bewegung täte einen Schaden. Und ich habe mich bewusst vorher nicht informiert, was ist da gespürt gerade. Das heißt, ich wusste nicht, muss ich da wandern oder nicht. Und dann war es schon relativ spät, deswegen bin ich dann nicht mehr weitergegangen bis zu diesem Café. Genau, und unterwegs, ich bin mit der U4 gefahren bis zur Endstation und dann stand ich... Berlin-Stadt.
Und dann stand ich schwuppdiwupp, als ich rauskam, gleich aus der Vorerlösung der Aufgabe 1, und zwar vor dem Karl-Marx-Hof. Und das ist ja, da war echt, da stand ich erstmal da und dachte so, boah, das ist aber groß. Das ist der Karl-Marx-Hof. Ah, okay, ich wusste es auch nicht. Ja, ja, okay, genau. Den kenne ich dann. 12. Februarplatz. Genau. Ist die Adresse. Da war irgendwie das hier, da wo ich davor stand, also direkt wenn man rausgeht, das heißt nach der Straße, die laufen. Das ist die Rückseite, ja. Also, wenn man rausgeht, bist du sozusagen auf der Rückseite von Karl-Marx. Oder? Genau, und dann bin ich mit dem Bus weiterfahren und dann einmal und das, und das, der heißt 12. Februarplatz. Ja. Okay. Also ich werde auf jeden Fall aber nochmal fahren. Aber ganz schön wuchtiges Teil. Ja, also das, selbst wenn man jetzt auf den ersten Blick nicht sieht, dass der dass der ein Kilometer lang ist, aber das ist einfach von der Art, wie es gebaut ist, schaut schon so wuchtig aus, finde ich. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es so groß ist, weil es durch euch im Podcast gehört, dass der so eine gewaltige Länge hat. Mhm. Ding. Wie war das? Was groß da? Bomba. Längstes Wohngebäude. Ist nicht das vom Hitler da größer, dieses ja, norddeutsche Feriendorf? Das ist kein Wohnbau. Aber das ist nicht eines, sondern vier. Aber da sind ja jetzt Wohnungen drinnen. Auch nicht vollständig und das ist nicht eines, sondern vier. Ah, okay, okay. Und wir haben den größten zusammenhängenden Gemeindebau sozusagen. Also ich habe nochmal geschaut in der Wikipedia, da ist es nach wie vor immer noch das längste Wohngebäude der Welt. Längste Wohngebäude. Längste. Nicht weil das ist nicht besonders gut, das ist nur vier Stockwerke, zum Teil glaube ich plus drei, aber es zieht sich ganz schön hin. Mhm. Das könnte man nun auch schieben, was ist das größte Gebäude in Europa? Volumenmäßig oder höhenmäßig? Ah ja, das sind viele. Flächenmäßig. Oder Fensteranzahl. Oder Seitenflächengröße. Was würdest du sagen? Das höchste hier. Das größte, habe ich gesagt, das höchste. Das größte? Das größte. Gebäude. Also ich glaube, umbautes Volumen war das, auf was ich eigentlich raus wollte. Und jetzt ist mir dann eingefallen, mittlerweile gibt es ein größeres. Umbautes Volumen? Also jetzt ist es, soweit ich weiß, die Fertigungshalle von. Aber nicht die Zeppelin-Halle da, diese ehemalige? Die ist kleiner, glaube ich. Die vom Airbus ist, glaube ich, größer. Aha. Aber das ist ja nicht ein Gebäude, das ist ja so eine Industriehalle. Also ich meine jetzt ein richtiges Haus so mit Zimmer drinnen und so weiter. Der Palast von Ceausescu. Und in der Rumänien. Ist mitten in der Stadt in Bukarest. Und ja, den zu sehen ist auch ein ziemlicher Hämmer. Und da das unmittelbar dann immer Hotel, wo ich mal zwei Tage gewesen bin. Und alleine, also direkt dran dort rumgehen, da geht man 20 Minuten im Kreis einmal um das Gebäude. Das ist einfach riesig. Und es gab keine Position, ich habe nur so eine Kompaktkamera mitgehabt, aber es gab keine Position, wo ich das Gebäude komplett drauf bekommen hätte, weil es auch zu groß war. Also so kein 180-Grad-Fisch-Argument. Nein. Das Gebäude ist so groß, du brauchst schon 360-Grad-Fisch-Argument. Aber das ist schon ein Teil. Das wird auch gerade ersetzt mit sinnvolleren Nutzungen. Also da arbeitet man auch daran hineinzubauen. Ja. Gut. Was nun? Das war die erste Hälfte. So, jetzt machen wir die große Fässer auf. Jetzt kommt noch die Ouvertüre von Ennio Morricone und dann geht's weiter. Hattest du nicht schon so ein Spiel oder irgend sowas? Ja, ich hatte erstens das Spiel, aber ich werde es kürzer machen. Erstens wollte ich dir, Horst, erzählen, dass ich einen Film gesehen habe, das du schon besprochen hast, das brandneue Testament. Mhm. Ja, bitte erzähl. Ich will den auch noch unbedingt sehen. Also ich werde es nicht etwas eh schon darüber erzählen. Nein, aber ich möchte deine Meinung hören. Ja, ich würde ihn so auf die Schnelle einsortieren zwischen Wunderbare Welt der Amelie und Adams Äpfel. Also es hat diese visuelle Kraft von Wunderbare Welt der Amelie, weil es immer so Geschichten erzählt und das sehr fantasievoll visuell umsetzt. Und andererseits ist es aber nicht so wie die wundervolle Welt der Amelie so lieblich, sondern man schneidet auch harte Themen ab und wird dann absurd. Und deswegen finde ich das wirklich sehr gut. Apropos Catherine Deneuve mit einem Gorilla zusammen, ich meine, allein deswegen muss man sich ja schon mal den Film anschauen. Ich glaube, die konnte jetzt wirklich mittlerweile von ihrer Schauspielerliste hier so gut, also ich auch gespielt. Mit Gorilla. Also jetzt die nächste Rolle, das wird schwierig. Also das fand ich super. Wobei man ja dazu sagen muss, dass der Gorilla da wesentlich menschlicher ist als die Beziehung, in der sie vorher steckt. Ne? Da kommt wieder diese wunderbare Welt, also sehr viel Fantasie, aber sehr schön gemacht. Also
gut. Also wirklich auch ein Movie. Man muss vielleicht die richtige Einstellung haben. Also manche Leute sind ein bisschen allergisch gegen diese viel gut fantasievollen Movies. Mhm. Man muss ein bisschen mit diesen Coelho-Augen reingehen. Also das nur als Ding. Also, so wie man einen Coelho liest, so ein bisschen, um das aufnehmen zu können, man muss sich ein bisschen öffnen. Mhm. Dem auch visuellen Kitsch, den es halt da drinnen gibt. Aber ich finde der Kitsch auch positiv. Also ich konnte das nur im Abend, also gestern, das hat mich echt rausgerissen, war eine sehr gute Empfehlung. Hat mir wirklich gut gefallen. Besonders im Cine Center habe ich es mir angeschaut. Das mag ich sehr gern. Das, also du hast es auf Deutsch gesehen? Ja, musste, ich bin mit Gruppe gegangen. Weißt ja. Da kann man sich so. Und wie war so das Publikum? Waren es dann ältere Leute? Oder? Ja. Das Cine Center ist ja eher so. Ja, also so. Ältere. Mein und nicht das Teenie. Wir sind sozusagen, ja. Jenseits der 30. Das ist die Originalsprache, das ist die Memoir. Das muss Französisch. Französisch, ja. Also, aber es ist ja belgisch. In Belgien gedreht. Da wird flämisch und französisch hauptsächlich gesprochen. Und die Prämisse, das kann man vielleicht kurz nochmal wiederholen für die Hörer, die letzte Folge nicht gehört haben, das ist halt sehr witzig, dass die Theorie ist, dass Gott in Brüssel lebt, Brüssel als erstes erschaffen hat irgendwie und Gott eigentlich ein sehr verbitterter Mann ist, der mit seiner Frau, die er nicht mag irgendwie, und seiner Tochter in einer Arbeiterwohnung lebt und der sitzt den ganzen Tag nur vor dem Computer und möchte und spielt Menschen kriegen. Also macht so Erdbeben und haha, du nicht. Also so wie man es sich vorstellt, weil ich dich nicht mag, so mit dem Daumen drauf drücken und Katastrophen herauf. Das erklärt die letzte Woche. Ja, du meinst nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil ich euch nicht mag. Nein, das kommt doch schon individuell. Es kommt mal so, mal so. Also er baut sich auch teilweise so Miniaturen auf, irgendwie in seinem Büro und dann macht er halt so ein bisschen Naturkatastrophe. Katastrophe, aber es kommt doch. Du hilfst doch mal bei wem, nur dass sie dann wieder mehr Hoffnung schöpfen und dann herrlich, das also ist der, für der, mich. Ja, ja, der Film ist putzig, den kann man sich. Also wirklich schöner quälen. Ja, man muss sich, ja wie gesagt, ein bisschen mit dem Coelho-Mindset reinsetzen, aber dann ist er sehr gut. Und das bringt mich noch zu meinem Kombi-Thema zwischen Wort und Film. Weil über einen Film bin ich auf dieses Kabel gestorben. Synekdoche. Ah, das Wort vom Anfang. Genau. Wie hieß das? Synekdoche. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ja? Wir müssen uns unter vier Augen unterhalten. Oder iss deinen Teller gefälligst auf. Oder unser täglich Brot gib uns heute. Das sind alles Beispiele für Synekdoche. Naja, Sachen, die man nicht wortwörtlich nehmen soll. Oder? Ja, es geht schon gut in diese Richtung. Also ich gebe euch die Auflösung. Es ist ein Stilmittel der Rhetorik und bezeichnet die Ersetzung eines Wortes durch den Begriff aus demselben Begriffsfeld. Kennt ihr zum Beispiel den Ausdruck pars pro toto, also ein Teil fürs Ganze? Es gibt auch toto pro pars, ja. Das ist zum Beispiel, durch diese Klinge wirst du sterben. Die Klinge ist ein Teil des Schwertes und Ausdruck des Schwertes. Pars pro toto ist eine Subform des Synekdoche. Das ist eine Spezialform. Und es unterscheidet sich durch eine Metapher. Man kann ja Begriffe durch andere Begriffe erklären. Nur die Metapher, da ist ein fließender Übergang, nimmt manchmal Begriffe auf einem ganz anderen Themenfeld. Wenn du jetzt zum Beispiel unser täglich Brot gib uns heute, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, das ist ein gutes Beispiel, ja. Dann stellt der Tisch, steht für das Haus. Also der Tisch ist aber nicht per se ein Teil vom Haus, aber gehört so zu diesem Themenfeld Haus dazu. Also korrekt wäre, solange du bei mir wohnst. Genau, oder ja, richtig, bei mir, in meinem Haus wohnst. Sozusagen. Und die Füße sind Teil des Menschen, den man gerade anspricht. Stimmt, das ist auch wieder, genau, das ist da gar nicht aufgeführt. Das ist dann sogar Seite, ein Teil des Ganzen. Pars pro toto, genau, richtig, also eine Spezialform. Und ja, das hat mich fasziniert und ich bin auf diesen Begriff gestoßen, weil ich mal einen Film angeschaut habe und da komme ich wieder auf dich zurück, das ist ja unangenehm mittlerweile. Du hast den Charlie Kaufmann-Film, diesen Anomalisa, angeschaut. Ja. Ja. Und es gibt einen anderen Charlie Kaufmann-Film, wo er Regie und Drehbuch gemacht hat, nämlich Synekdoche, New York heißt das, oder? Also Synekdoche, da mit C geschrieben, auf Englisch, das traue ich mich echt nicht aussprechen. Synekdoche.
Und da spielt die Hauptrolle der leider schon gestorbene Philipp Seymour Hoffmann. Mhm. Und also wenn man Charlie Kaufman, dieses Being John Malkovich gesehen mhm. hat und den abgedreht gefunden hat mhm. und amüsiert war, dann kann man den anschauen und wird sich fragen, okay, ich habe nicht gedacht, es geht noch abgedrehter, aber der ist noch viel abgedrehter. Okay. Und da kann man sich auch vom Verständnis dann komplett verabschieden. Deswegen okay. ist der Film auch, er ist auch nicht per se lustig, er ist einfach nur abgedreht. Ja, auch schräg. Also da geht es so im Grunde, ich kann mich ja, es ist schon eine Zeit lang her, um eben den Seymour Hoffmann, der inszeniert ein Theaterstück. Ja. Und am Anfang beginnt noch alles relativ real und normal, aber dann verändern sich immer Sachen in der Umgebung. Jetzt geht er durch seine Wohnung und auf einmal beginnen so gewisse Teile der Wohnung zu brennen, aber anscheinend fällt es keinem auf oder so. Oder er inszeniert ein Stück in einem Theater und dann entdeckt er in diesem Theater eine kleinere Version genau desselben Theaters. Ja, das kann eine Rekursion. So ein bisschen, so ein bisschen in diese Richtung. Und wie gesagt, also ich kann ihn nicht zusammenfassen, aber ich würde sagen, von dieser Bandbreite, ich habe nicht jetzt alle Filme von Charlie Kaufman gesehen, aber das war sicherlich einer der absolut abstraktesten Filme. Also wenn was auf total Abgefahrenes steht, könnte man dem eine Chance geben. Ja? Und da kommt auch dieses Wort vor, dieses... Er heißt Synecdoche New York. Also ist Teil des Titels sogar. Genau. Das Wort. So bin ich drauf gekommen. Hast du eine Idee, warum dieses Wort so unpopulär ist? Also sag das jetzt, weil ich es noch nicht kenne. Nein, ich liebe es, ich spreche es jeden Tag. Ja, ja, aber dann würdest du jetzt nicht drüber reden, wenn das Wort allgemein populär wäre. Ja, ja, nein. Wahrscheinlich, weil das Wort so unaussprechlich ist. Oder ist das intellektuelle Konzept schon so schwierig, glaubst du? Also ist Biertauchen vielleicht nicht auch so? Biertauchen ist voll populär. Ja. Das ist reinsprechen, aber wir brauchen unbedingt einen Biertaucher-Aussprache-Button auf unserer Homepage. Und Lautsprache, ja. Bier da einfach. Ja, also morgens früh, wenn ich aufwache, der erste Gedanke, Bier. Taucher. Podcast. Na. Deine Freundin hört immer noch nicht Biertaucher-Podcast? Ja, sie hat mir gesagt, sie wartet darauf, dass ich tot bin und hört ihn sich dann an, damit sie dann wieder meine Stimme hören kann. Ja, das hast du schon erwähnt. Ja. Seitdem noch keine Fortschritte. Du bist noch nicht tot. Ja, du hast nicht scheint tot und jetzt so ein bisschen noch bin ich nicht tot, ja. Okay. Also, ja. Mal gucken, wie ich das bewerkstellige. Also, so eine Senderei, Dinge, die Horst nichts angehen, aber wir gerne. Beziehung und aus dem Themenbereich Beziehungsprobleme. Beziehungsscheiß anderer Leute, ja. Ja, weil das machst du jetzt lang genug und dann haben wir alle Fragen gesammelt und fragen dich aus, oder? Mhm. Die Sendezeit ist jetzt leider aus. Ich hatte doch noch dieses schöne lange Thema, für das ich zwei Stunden eingeplant habe. Nein. Sind wir schon auf der 2-Stunden-Grenze? Nee, das dauert wirklich zu lange. Wir sind schon auf 2.12. Ja, eben, genau. 2.19. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind bei 2 Stunden. Stefan, darf ich dich wieder um die dritte Stunde bitten? Ah ja, dann können wir jetzt machen. Die zweite oder? Fast ja, da steht man das schon uns mal. Jetzt geht's erst los. Ich glaube, wir machen ganz viel. Ich habe gerade mein Tablet abgedreht, aber haben wir. Wir haben noch massig Themen. Ja, bitte, los geht's. Der Stefan hat schon uns. Wir können was reden, wie geht's. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich sage, was ein Savant ist. Bitte, ja, erklär uns auch. Das wäre ein, wir mutieren so zum Volkshochschule-Podcast. So fremde Wörter, die Sie nie gehört haben. Also, ich gebe ein Beispiel. Das ist der Stephen Wiltshire, den ihr sicher alle kennt. Nein. Das ist ein junger Mann, wenn man den in einen Hubschrauber setzt und mit ihm 20 Minuten über eine Stadt drüber fliegt und dann setzt man ihn vor einer 8 Meter langen weißen Wand ab, dann zeichnet er aus dem Gedächtnis ein 360-Grad-Panorama dieser Stadt mit Details, mit einer Detailgenauigkeit und Detailtreue, die einfach unglaublich ist. Und er hat keine Fotos gemacht und er hat keine Aufzeichnungen gemacht, sondern einfach nur hingeschaut. 300 Megapixel. Ja, das. Ja. Der hat ein fotografisches Gedächtnis praktisch. Also ich weiß oder nicht, ob man es so ausdrücken kann. Ja. Es ist auf jeden Fall eine extreme Begabung in einer sehr speziellen, eingeschränkten Richtung. Und das ist ein Savant, ein Mensch mit einer speziellen Begabung in einer sehr scharf eingestellten Richtung. Das ist oft das so ein bisschen Richtung dem Film Rain Man, also der so eingeschränkt ist, aber dann Karten zählen kann und ganz spezielle. Es geht oft einmal in Verbindung mit
Problemen im sonstigen Leben, aufgrund Defiziten in anderen Bereichen. Dafür die, ganz spezielle aber dafür ganz spezielle Fähigkeiten. Mhm. Und da gibt es die merkwürdigsten Ausprägungsformen. Du hast letztens einmal gesagt, 5 Sachen kann man mit einem Blick erfassen. Mhm. Es gibt so Sonderbegabungen, die können das bis zu 100. Mhm. Wie das funktioniert, weiß kein Mensch. Nicht? Bei denen muss das Gehirn irgendwie anders softwaremäßig sogar noch mehr eigentlich, wenn man es genau nimmt, weil der Typ hat ja auch mehr als 5 Sachen ziemlich schnell erfassen müssen und hat es anscheinend aufgezeichnet. Aber dieses mit draufschauen, das gibt es auch so mit 100 mit einmal draufschauen. Ja. Also da gab es ein Zwillingspaar, die beide diese Begabung hatten und beide sonstig abgeschottet waren, mehr oder minder, und sich da dann gegenseitig hochgeschaukelt haben damit. Mhm. Wenn solche Sachen interessieren, gibt es ein hübsches Buch dazu, ist mir gerade zuerst eingefallen, vom Oliver Sacks, der Mann, der seine Frau mit seinem Hut verwechselte. Sind solche Geschichten, aber andere Geschichten. Ja, da waren auch so Sachen drin. Da war das mit den Zwillingen war da drin, mit den. Das ist schon so lange her. Ja, bei mir auch, aber es ist mir wieder eingefallen. Okay. Und eben diesen Stephen Wiltshire, also die Bilder, mittlerweile ist da ziemlich eine kommerzielle Maschinerie dahinter, also die werden dann die Poster verkauft um tausende Euro, weil es hat was Faszinierendes, dass das geht vom menschlichen Gehirn her. Da lernt man dann wieder ein bisschen demütiger zu sein vielleicht. Ich bin gerade ganz fasziniert, weil ich dachte, dass diese Bezeichnung von dem Namen von dieser Mary Savant oder Mary Savant das kann gut sein. Ja, die ist aber nicht einseitig begabt. Die ist allgemein extrem begabt. Hochbegabt. Ah, das und deswegen dachte ich, dass es irgendwas ganz anderes ist. Aber ich hatte den Begriff nicht mehr im Kopf. Okay. Ich habe einmal gesehen, dass ein Typ, der nicht mal lebensfähig ist, der seinen Vater die ganze Zeit braucht, um für alles in seinem Leben. Und da muss nur einmal ein Klavierstück hören und dann spielt er das nach mit einer Energie und gefühlvoll, dass man es kaum glauben kann, dass er das gerade das erste Mal spielt. Da gibt es auch die Ausprägung, dass es dann furchtbar mechanisch ist bei manchen. Also wenn du das dann übereinander legst, beim nächsten Mal geht es wieder genau gleich und so. Ja. Und auch so eine Begabung, aber wieder ganz andere Geschichte, da fällt mir auch noch einer on the fly ein, das ist der Tom Breer. Das ist einer, der spielt also vom Blatt instantan, und da gibt es auch ein hübsches Video, werden wir auch verlinken, dem halten sie vor den Neon Cat. Kennen Sie diesen Internet-Meme? Ja. Also eine bunte Katze. Ja, ja. Und das ist eine ganz wüste Musik irgendwie dazu, mit ganz schrägen Harmonien. Und das hat jemand arrangiert für ihn. Und der ist ein nicht Ragtime-Spieler, sondern, was ist der Überbegriff da dazu? Also so in die Richtung wie Ragtime. Und das spielt er einfach vom Blatt. Mhm. Und am Anfang knirscht es ein bisschen, weil es wirklich so extreme Harmonien sind, dass es nicht gewöhnt ist. Nach 2 Minuten passt es halbwegs und nach 4 Minuten improvisiert er dann drüber, weil er halt auch ein guter Musiker ist. Eigentlich ist das ein Programmierer von Typ. Also da kommt auch wieder so ein bisschen dieses Nerdige von uns da daher. Nicht? Und bei dem prägt sich das dann halt aus im Klavierspielen und so weiter. Tom Breer, den haben wir auch verlinkt. Ja, die Grandpa kann ich noch wissen. Ja. Naja. Robert De Niro, ich habe mich schon so gefühlt von Plakaten. Du hattest eine lange Geschichte, magst du die? Ja, ich habe eine sehr, also nicht Geschichte, sondern eher Diskussion. Ich weiß nur schon, was Dirty Grandpa mich da erwartet. Und ich fürchte mich. Du fürchtest dich. Ja. Die Furcht nehmen von Dirty Grandpa. Ich bin unwissend. Und ich weiß nur, Fäkalhumor. Okay, ich versuche es kurz zu machen. Ja, das Leiden. Jetzt kommt das Schöne. Okay. Da noch alle da sind. ich bin großer Fan von der Schauspielerin Audrey Plaza. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Seit ich sie gesehen habe in der Serie Park and Recreation. Und ist halt die ist eine. Die spielt dort mit, oder was? Ja, relativ junge Schauspielerin, und sie ist sehr gut mit Deadpan. Also sie kann etwas extrem Lustiges sagen, ohne dabei und dazu ein komplett anderes Gesicht machen, was nicht dazu passt. Oder nicht das Gesicht verziehen. Und das ist halt ein sehr eigener Humor. Das hat sie sehr gut drauf. Sie ist auch Comedian, also sie war schon in ihrer Studentenzeit Dienst. Und wie soll ich sagen, seit ich dann rausgekriegt habe, okay, die hat da jetzt endlich einen Kinofilm, wo sie
eine größere Rolle spielt, habe ich gedacht, ja, das wird sicher nur ein leibender Kinofilm und bin eigentlich wegen ihr in diesen Kinofilm gegangen. Und was kriege ich stattdessen? Ich kriege einen Film mit Robert De Niro, was ja nicht schlecht ist, ein super Schauspieler, und der spielt einen Dirty Grandpa, also Setting. Er ist so ein Opi, ja, dem jetzt die Frau gestorben ist, also er ist ein Witwer und will halt, bevor er merkt, das Leben geht zu Ende, und vorher will er halt nochmal krachen lassen und sich ausleben und so auch sexuell sich ausleben. Und er hat einen Enkel, das sieht man so in Rückblenden, ich tue jetzt ziemlich viel Spoilern schon, sieht man, dass er sich mit dem früher ganz gut verstanden hat, aber was, und das sieht man auch gleich in der ersten Szene, der arme Enkel ist jetzt irgendwie verlobt mit einer schrecklichen Freundin, die, wo man schon weiß, die ist viel zu kontrollierend und tut ihm nicht gut und so. Ja. Und was macht der Opi? Der Opi macht das jetzt so seiner Mission, den Enkel so auf den rechten Pfad der wilden Jugend zu führen, dass der nicht so ein Streber wird wie sein Vater. Also das ist sozusagen das Setting und man kann sich denken, wie das ausgeht. Ja. Und dazu tut der Opi den Jungen da irgendwie manipulieren, dass er ihn chauffieren muss zum Spring Break aus nicht näher ausgeführten Dingen. Ja, wo die Amis sich. Man muss dazu sagen, die Amis haben eine ziemlich andere Moralvorstellungen, also alles ein bisschen keuscher und verklemmter und so, und dafür beim Spring Break toben sie sich mehr aus, als man das jetzt von Europa gewohnt ist. Also das sollte man vielleicht dazu sagen zu dem ganzen Setting. Und das Dirty Grandpa bezieht sich darauf, dass dieser Robert De Niro halt sehr einen eigenwilligen Humor hat. Also erstens bratet er jede Frau an, die ihm irgendwie über den Weg läuft, und er lässt sozusagen nichts mehr aus, und das wird dann auch moralisch gerechtfertigt, weil er so lange treu war und seine Frau gestorben ist und bla bla bla. Und zweitens tut er auch sich ständig lustig machen über seine eigene Familie und speziell über den ein bisschen verklemmten und streberhaften Enkelsohn. Also sein Standardschmäh ist, dass er ihm mit dem Daumen in den Popo fährt und von hinten so, um ihn zu erschrecken. Und ja, Ich bin sehr, sehr offen für sehr blöde Witze, aber sogar mir war das ein bisschen zu doof. Also, aber vielleicht kapiert man das auch nur, wenn man in Amerika aufgewachsen ist. Ja, und es gibt zwei Female Leads, also zwei natürlich junge, hübsche Schauspielerinnen, die dann vorkommen in dem Film, und in den verlieben sich dann halt sowohl der junge Enkel als auch der Dirty Grandpa, der Robert De Niro. Und die sind halt beide in ihren 20ern, und eine von denen ist die Audrey Plaza, und zu meinem großen Leidwesen hat ihre Rolle zwar gute Elemente gehabt, also sie hat da sich auch selber ein bisschen einbringen können, also sie hat ihre Deadpan-Momente und seine halbwegs witzige Backstory, aber sie kommt viel zu kurz vor. Ich sehe dauernd den Robert De Niro, der mich jetzt nicht so interessiert. Noch viel mehr habe ich sehen müssen die Liebes- und Ehe- und Erwachsenwerdungsdrama von dem jungen Schauspieler, den ich jetzt bitte in den Shownotes nachlesen, wie er heißt, der mich absolut nicht interessiert hat. Und ganz kurz so als Armcandy oder schmückendes Beiwerk kommen dann halt die beiden Frauen vor, und davon auch nur die Hälfte, die Audrey Plaza. Und sie hat dann zwar, also es ist ein bisschen mehr als eine Nebenrolle am Schluss, ist dann sogar so auch ein bisschen eine Story, aber wie soll ich sagen, sie hat kaum Gelegenheit, in dem Film wirklich zu spielen. Und das hat mich extrem sehr enttäuscht. Also ich hätte gern ein oder zwei männliche Hauptdarsteller gestrichen und mehr von ihr gesehen, weil ich meiner Meinung nach hat sie mehr drauf und kann auch viel mehr. Kann ich dich allerdings trösten? Ich glaube, es ist kommt oder ist schon in den Kinos ein Film namens Sisters. Und da ist sie am Plakat zusammen, also okay, mit Dirty Rock. Startet ihre Karriere jetzt ein bisschen. Ja, also nämlich gerade in Kombination mit dieser Dirty Rock Schreiberin und Hauptdarstellerin, die ja auch gerade so seit erfolgreich ist. Ja, ja. Und ich glaube, da wirst du sie mehr und besser erleben. Mit Dirty Rock meinst du da die Tina Fey, oder? Ist das die Hauptcharakterin, die mitgespielt hat? Von Dirty Rock, ja. Genau, das ist ja auch die Kombo von Saturday Night Live, ja, die mit der Sarah Palin ist. Genau. Ja, genau. Siehst du, glaube ich. Also sehr zu hoffen, also bitte, liebe Kinohersteller, mehr Audrey Plaza. Also. Ich habe ja eine Folge auch angeschaut von Parks and Recreation. Ja, und was hast du gesehen? Ja, ich glaube, also... Hast du da sie auch gesehen, die Audrey Plaza? Ja, die Audrey Plaza ist die Parks and Recreation Managerin, oder? Nein, das ist die Amy Poehler, die Blonde. Ach, die Audrey Plaza ist die Junge, die so...
die der Junge intern spielt sie, die extrem verschlossen ist und ein bisschen seltsam. Okay, dann vergiss das. Du hast keinen Trost. Die spielt nämlich nicht mit. Okay. Aber bei Sisters spielt die Tina Fey mit, glaube ich. Oder was weiß ich. Wir werden es nachschauen. Ja, okay. Ja, wie gesagt, also der Film ist an sich nicht schlecht. Es ist haha, lustig. Teenie, Popcorn, Kino. Was ich ein bisschen gedacht habe, ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr als Feminist behaupten, was ich nicht bin, aber ich habe mir gedacht, ja, also man sieht schon relativ oft Filme, wo ein alter Knacker dann sich dann irgendwie eine junge Frau aufreißt, aber seltsamerweise sehr selten umgekehrt. Ne? Also es dürfte gesellschaftlich nicht so in sein. Da fällt mir eigentlich nur ein, dieses Horizon Mode oder aus den 70ern. Ja, und das ist dann auch eher mehr so auf Anti und Gesellschaft provozieren, aber nicht auf irgendwie realistischen. Da ist es halt voll klar, dass da mit Robert De Niro mit 70 kann er sich immer noch eine 20-Jährige aufreißen. Na klar. Und die hat auch nichts anderes zu tun, als sich in ihn zu verlieben. Okay. Ja, na, mich hat nur genervt, dass sie so wenig Screentime gehabt hat. Also ich finde, der Film hätte wesentlich besser werden können, wenn sozusagen sie mehr darstellen hätte können. Ich muss mich jetzt gerade wegen was ganz anderem bedanken. Ich habe jetzt ein österreichisches Wort endlich gelernt. Ja, ich war ja jetzt, als ich nach Wien gekommen bin, war ja da, wo ich gewohnt habe, an der Küchentür ein Schild, wo ich mir dachte, irgendwann werde ich schon mal verstehen, was das heißt. Und da stand drauf, anbraten kann ich besser als kochen. Okay. Und ich dachte mal, jetzt hast du es herausgekriegt. Ja, danke, jetzt weiß ich es. Es heißt im Deutschen anbaggern. Anbraten ist anbaggern. Ah, da haben wir auch was Neues gelernt. Ich dachte schon, dass es irgendwas in die Richtung ist, aber. Warum zu Patriotismus? Ich finde anbraten ist schon sehr liebevolle. Und dann gibt es ja noch warm halten. Okay. Ja, und das kenne ich von meiner Freundin. Ja. Moment. Schöne Doppeldeutigkeit, fand ich. Ja, wollen wir die 3 Stunden noch voll bekommen? Na klar, okay, eine lange gut. Story. Na gut, also. Der Stefan macht alles, was über 2 Stunden geht bei den Show. Moment, ich sag die 3. Stunde. Ja, das beginnt. Ja, die 3. Stunde ist die ab 2. Ja, aber hört mit 3 auf. Und hört mit. Ja, okay. Oh shit, ich habe mich mit die nächste. Also du hast 27 Minuten. Na gut, okay. Vielleicht kann man es auch kurz halten. ja, okay, fertig. Also. Du hast den Zeitungsartikel von dem konservativen Schmierblatt Die Presse, ob das richtig kapiert? Ja, ich kenne halt jemanden, der die Presse bekommt und ich durfte mir dieses Zeitungsblatt sogar herausreißen und mitnehmen. Wie ich inzwischen herausgefunden habe, ist dieser Artikel, auf den ich mich hier beziehe, auch im Internet verfügbar und er wird auch in den Shownotes definitiv dabei sein, weil ich ihn schon eingetragen habe. Sehr gut, lass mich nur kurz vorlesen, es geht um Karriere, diepresse.com, Samstag, Sonntag, 27. und 28. Februar 2016. Mhm. Darf ich vorlesen? Berufe, von denen wir hören werden. Genau. Ja, sie stellt hier verschiedene Berufe, an der Zahl sind es 10 Stück vor. Ich werde nicht alle nehmen, liest es euch selber durch, falls ihr euch amüsieren möchtet. Also vorweg, auch wenn ich mich hier jetzt wahrscheinlich ein bisschen lustig drüber mache, über bestimmte Dinge, die Ideen haben schon Hand und Fuß im Endeffekt. Wenn man es korrigiert, kann man durchaus was damit anfangen und es sind tatsächlich interessante Ideen. Also es ist nicht einfach so, dass ich das jetzt sage, das ist totaler Quatsch und was diese Journalisten, die machen schlechte Arbeit oder sowas, überhaupt nicht. Ich mache mich hier jetzt absichtlich einfach nur drüber lustig oder kritisiere es, aber im Endeffekt das meiste davon finde ich durchaus überlegenswert und interessant. Also was das anbelangt, Hut ab. Aber es gibt auch Sachen, die dann wirklich da lustig sind oder das Internet gibt es jetzt auch für Computer. unter dieses fällt der 3. Punkt, Datenunterhändler. Nicht nur Menschen, auch Daten können entführt werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis findige Kriminelle Lösegeld für sie verlangen.
Die Guten sind dann jene, die solche Datengeiseln aufspüren, ihre Herausgabe aushandeln und den Schaden minimieren. Das ist der Datenunterhändler. Ja, das ist ein Zitat. Das sind diese Krypto und zu dem Ding, wie will man überhaupt Daten entführen? Entführen bezieht sich einzig und allein auf Lebewesen. Das heißt, Lebewesen kann man entführen, aber Daten, selbst Dinge kann man nicht entführen. Mein Mobiltelefon kann man nicht entführen. Ransomware. Damit ist der Zugriff de facto verwehrt. Ja, genau, aber das war eigentlich mein letzter Punkt, den ich nennen wollte. Und die Guten sind dann die NSA, weil die raten dir, du sollst ja ihnen die Daten war das, 1.000 Euro oder was überweisen oder 1.000 Dollar nicht. Ja, aber eben Daten entführen, das geht überhaupt nicht, also technisch nicht. Und hier sieht man, hier werden mal wieder Dinge vermischt. Und eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist das nichts anderes als das Wort Raubkopie. Daten entführen ist dasselbe wie Raubkopie und beide Wörter passen überhaupt nicht zu dem Thema. Es ist weder Raub noch Diebstahl, sondern in Wirklichkeit ein Problem des Urheberrechts. Also wenn man schon sich das nimmt, die Wörter, wo in welchem Gesetzestext ist Strafgesetzbuch und Urheberrecht. Das eine ist ein Strafgesetz, das heißt also, da steht drin, was man nicht tun darf. Und Urheberrecht, das ist ein Recht eines anderen. Also das sind schon bereits Blickwinkel, die total verschieden sind. Und ja, das eine ist Urheberrecht und das hier, was sie da in die Schiene geht, ist Richtung Strafgesetz. Bist du dir sicher, dass sie das damit meint? Weil ich hatte jetzt gedacht zum Beispiel, dass jemand Kundendaten irgendwie sich unberechtigt beschafft und damit irgendwelchen Schabernack treibt. Ja, das fällt unter meine Definition auch, weil das ist Urheberrecht. Aber das ist Wenn ich aber Kundendaten... Das ist Datenschutz. Datenschutz auch noch mit dabei, ja. Wenn ich Kundendaten mitnehme, dann bleiben die Kundendaten auch noch in der Firma und ich habe sie halt auch. Ja, Du brauchst mit Sicherheit das, also das... Ich kann schon nachvollziehen, was damit gemeint ist, aber ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, es ist von jemandem geschrieben, der sie vielleicht nicht so ganz... Eben, ich würde sie jetzt zum Teil, was natürlich überhaupt nicht passt, also ich mache genau denselben Fehler wie sie, False Friends. Falsche Freunde sind Fehler, die passieren, wenn man vom Englischen ins Deutsche oder umgekehrt zum Beispiel übersetzt, wie zum Beispiel zu meinen, dass Freedom und Frieden dieselbe Bedeutung hätten. Aber Freedom und Frieden haben nichts miteinander zu tun. Das sind falsche Freunde. Zum Beispiel Gift ist ein schönes Beispiel. Ja, genau. Sehr schönes Beispiel. Und in diesem Fall ist es so, dass eben, ja... Daten entführen, das passt einfach nicht von den Wörtern her. Und Geiseln, also Datengeiseln passen auch nicht. Aber diesen Tatbestand ist irgendwie, wie du schon angesprochen hast, der Ransomware ist eigentlich in die Richtung gehen, dass genau diese Arten von Malware schon heute. Richtig, das ist genau. Raubkopie. Das ist halt immer wieder das Problem, dass halt so Zeitungen haben irgendwie oder das Gefühl haben mittlerweile, könnte man vielleicht annehmen, weil so den Nicht-Technikern oder nicht-technischen Leuten das beizubringen und das zu vermitteln in nicht-technischer Sprache. Und dann kommen halt so Sachen da raus, wo es uns irgendwie technikaffineren Leuten irgendwie die Haare zu Ja, man könnte jetzt sagen, ja, na gut, man könnte ja jetzt hingehen und sagen, das sind Analogien, die zwar nicht vielleicht passen, du aber... Ja, genau. Das sind meine Vergleiche. Aber man könnte ja trotzdem sagen, na gut, die Analogie passt nicht hundertprozentig, aber man kann sie trotzdem verwenden. Manchmal funktionieren sie ja auch. Das ist übrigens Datenraub. Ja, das war jetzt Datenraub. Horst hat gerade die Zeitung genommen, aus der zitiert. Das hier handelt sich tatsächlich um Datenraub, also, aber nicht um Daten, sondern um Raub. Nee, Entschuldigung, nicht Raub, er hat mir keine Gewalt angetan oder angedroht. Er hat es mir gestohlen. Also Diebstahl, ja. Er hat die Zeitung gestohlen. Und das ist tatsächlich dann etwas, hier in diesem Fall hat er einen Gegenstand genommen und mir weggenommen, ich kann nicht mehr darüber verfügen. Und das ist eben der Tatbestand des Diebstahls.
Und wenn etwas kopiert wird, dann ist das kein Diebstahl, sondern einfach nur Verletzung des Urheberrechts. Aber was, ich würde gerade besser fragen, wäre nicht eine interessantere Frage, also so Ransomware-mäßig, also jemand geht her und verschlüsselt die Daten. Was für ein Rechtsbestand wäre das im analogen Sinne? Hausfriedensbruch. Vandalismus, Hausfriedensbruch und Vandalismus vielleicht, weil er eigentlich gar nicht zerstört deine Daten. Ja, er hat sie nicht mitgenommen, sie sind immer noch auf deiner Festplatte, genau. Ja. Aber halt verschlüsselt, dass du sie nicht lesen kannst. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Was würde ein Einbrecher machen mit Ransomware in deiner Wohnung? Einer, der deine Wohnung einbricht und deinen Wohnzimmer zusperrt. Oder deinen Stuhl dann falsch zusammenbauen, dass du ihn so nutzen kannst. Ja. Und du brauchst die Anleitung vom Internet, zum Zusammenbauen. Ich habe das jetzt etwas anders verglichen, indem er einfach die Frau, die den Hund oder das Kind nimmt, in einen Käfig sperrt und den Schlüssel bekommst du nur, wenn du Lösegeldforderungen annimmst. Das ist jetzt aber auch wahrscheinlich eine falsche Analogie. Also wieder so ein falscher Freund. Ich weiß es nicht, selber noch nicht ganz also, genau. Ich würde noch dazugeben wollen, also wie du gesagt hast gerade, das ist Erpressung und Nötigung. Ja, also Erpressung definitiv. Mhm. Aber Urheberrecht ist da nicht verletzt worden. Es wurde nicht kopiert. Nein, nein. Hausfriedensbruch auch nicht, weil er hat nicht dein Haus betreten. Das ist für Hausfriedensbruch auch nicht notwendig. Wenn du mit einer Drohne einschwebst, ist das trotzdem Hausfriedensbruch. Ja, weil in diesem Fall hat ein Gegenstand mein Hausfrieden gebrochen. Aber und da die Datenverbindung Daten herein. Können Daten kann nicht, Hausfrieden kann nicht, wenn ich mich auf deinem Server einlogge, ist das Hausfriedensbruch? Wenn es nicht gerechtfertigt ist, würde ich so sehen. Da gibt es sicherlich was anderes. Also ich weiß, dass es da die Cybergesetze zu geben. Also ich finde, das ist Hausfriedensbruch, aber ob es rechtlich auch so ist. Würdest du es als Diebstahl bezeichnen, wenn jemand die Daten nimmt? Ich weiß nicht, für mich als Techniker ist es, ich empfinde es auch als Eindringen, wenn jemand sich auf meinem Server einloggt, der nicht rein darf. Mhm. Aber ich glaube jetzt so technisch, ich habe mich physisch hat sich auch nichts auf meinen mein Grundstück bewegen. Ja. Also ich weiß nicht. Elektronen. Das sind andere Spannungszustände. Ja. Aber ich habe nicht Lichtwellen. Ja. Dann sind es Photonen. Auch kein Problem. Also das ist ich habe einen Physiker da. Ja, also das eine ist diese falschen Freunde, dass die halt nicht nur dafür falsche Anreize liefern, wie zum Beispiel Datenautobahnen, dass Politiker dann plötzlich die Überholspur auf der Datenautobahn fordern, was völlig daneben ist. Wenn es die Analogie nicht gäbe, gäbe es auch diese weitere Analogie, die völlig daneben ist, nicht. Ein schöner Autovergleich. Ja, das stimmt. Ein Autovergleich, der nicht funktioniert. Ja. Das ist sinnlos, Dennis, diese Überholspur auf der Autobahn, also diese Verletzung der Netzneutralität würde trotzdem gefordert worden. Von unseren Politikern. Natürlich. Einfach darum, wie Politik funktioniert. Sie müssten sich um einen anderen Vergleich bemühen. Das stimmt. Also du kannst nicht Blödheit dadurch abschaffen, dass du Wörter verbietest. Ja, nicht verbieten, aber schon drüber nachdenken, ob man diese Analogie nicht vielleicht von vornherein irgendwie untergräbt, dass sie es gar nicht sich verbreitet. Also besseren, wenn ich als Politiker meinen Lobbyisten hörig bin, anstatt dem Wähler oder anstatt dem Gemeinwohl, dann werde ich die Worte dafür finden. Also aber das, eben, und sonst werde ich das ohne Worte machen. Ja. Na, das, was am besten hilft gegen ist die Information. Ein informiertes Volk kann am besten, und eben, es wird schwer, so technische Dinge gut rüberzubringen, also auch einem Laien zu erklären, aber wenn, vielleicht ginge das besser mit anderen Sachen. Ich will dir widersprechen, nicht Information, Bildung. Ah, Bildung, Entschuldigung. Ja, Bildung. Weil Information kriegen sie eh, aber halt. Ich widerspreche euch beiden Emotionen. Je älter ich werde, desto weniger glaube ich, dass Information bei der politischen Meinungsbildung wirklich sehr viel Rolle spielt. Nicht, dass gar keine Bildung. Aber daraus kann man ableiten, dass Analogien zu dem Zweck abgeleitet werden, um gewisse Emotionen bei Leuten zu richten. Ja. Deswegen gibt es anscheinend keine neutrale Analogie, weil die hat anscheinend immer eine Intention. Na klar, die hat immer ein bisschen mitschwingen. Genau, aber das kann in die andere Seite sein. Ich glaube, wenn wir uns hinsetzen würden jetzt und uns überlegen würden, besonders passende Analogien. Mhm. Wir würden es auch wahrscheinlich nicht schaffen, gewisse Ideen nicht mit rein zu verpacken irgendwie. Und es wird einfach in der Lost in Translation oder zu viel in der Translation reingepackt. Es wird immer etwas ein bisschen mit unserer Meinung und Sinneswesen zu tun haben. Irgendwo müssen wir immer Vergleiche machen und Blackboxen machen, weil es sonst schaffen sprachlich nicht. Ja, aber wir sollten
auch darauf achten, dass die nicht zum Schluss eher hinderlich wirken. Ja, halt bemühen um Sprache. Ja. Wenn jetzt der Horst sagt, dann muss ich da sofort jetzt recht geben, nachdem ich kurz nachgedacht habe, wenn Politik Emotionen ist, dann ist ja dieser Autobahnvergleich, der Datenautobahnvergleich ja perfekt, weil ja. Du hast mehr Leute, die Bindung zu ihrem Auto, eine positive Bindung zu ihrem Auto haben. Also das ist ja. Genau, ist jeder will schnell fahren. Ich fahre gerne auf der Überholspur. Ja, genau. Dieser Artikel ist ja ein traumhaftes Beispiel dafür, was passiert, wenn man kein Lektorat hat. Ein was? Kein Lektorat. Warum die Presse wird oder kein Lektorat hatte. Ja, das, weil wenn man was auf sich hält, dann hat man eigentlich schon jemanden, der sich so einen Artikel nochmal anschaut, bevor er drauf geht. Hat es diese Digital Agenda da gegeben jetzt, die gerade herumgeistert? Nein, was? Das was, wäre eine Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Worüber muss ich mich gerade? Da können wir dann drei Stunden uns drüber ärgern. Es gibt gerade ein neues Programm über das Ministerium mit Digital Agenda und so weiter. Und Konferenz hat stattgefunden und. Oh. Ah, ist wieder komplett an mir vorbei. Yep. Ich werde verlinken und vermailen und so weiter. Diese Digital Agenda, ist es das, was du vorletztes Mal schon mal angesprochen hast? Nein, das ist noch nicht anderes. Okay. Es ist ganz nach der letzten Woche und das war Konferenz. War aber nichts mit Gesetzesentwurf. Als du, Arnold, du bist nicht gelernte Österreicherin und ich weiß null Nüsse, worum es bei der Digital Agenda geht. Und ich kann da jetzt schon sagen, es geht darum, dass dieselben Leute, die diese Plakate machen, die der Stefan nicht mag, die auch online stellen. Es gibt mittlerweile schon Schulungen dazu angeboten von genau einer Firma. Okay. Tja. Cyber. Ja, Cyber. So sehr schön. War das gut? Ja, das war sehr schön. Ja, soll ich noch weitermachen zu dem? Weil der Artikel bringt noch den Höhepunkt überhaupt. Bring uns den Höhepunkt. Okay, gut. Ja, ich bringe euch zum Höhepunkt. Achso, eine Sache noch. Dennis Höhepunkt, die Biertoffe. Noch ein Punkt zu diesem. Bitte eine hohe Punkt. Weshalb ich Analogien auch manchmal nicht ganz gut finde, ist, es hilft nicht den Menschen, später, wenn sie sich weiterbilden wollen, darauf aufzubauen. Es ist zum Teil sogar hinderlich. Wie zum Beispiel eine Analogie, die ich sehr gut finde, der Physiker wird mir wahrscheinlich recht geben. Man stelle sich vor, wie funktioniert ein Kabel? Wie ein Schlauch. Und was ist, wenn ich den Schlauch durchschneide oder das Kabel? Diese Analogie passt zum Beispiel überhaupt nicht. Und das ist zum Teil sogar hinderlich, wenn man dann sich mit wirklich beschäftigen möchte, diese Analogien dann aus dem Kopf zu bekommen. Aber jetzt zu dem zweiten Punkt. Datenmüllmann, Frau. Daten müssen korrekt sein, sonst sind sie wertlos oder gar schädlich. Das war ich schon, Datenmüllmann. In der schönen neuen Big Data Welt kümmern sich eigene Spezialisten darum, Falschdaten, Redundanzen und Duplizitäten zu eliminieren. Ebenso wie darum, Daten sicher aufzubewahren. Wir lassen jetzt den letzten Halbsatz datensicher aufzubewahren einfach mal weg, weil irgendwie passt er überhaupt nicht dazu. Deswegen direkt streichen, weil der passt in diesen Satz gar nicht, in diesen Absatz gar nicht rein. Das ist eine sehr schöne Datenendlagerung. Ja. Sollen wir jetzt den Stefan dazu fragen oder sollen wir das verzweifelt die Gesichter? Ich habe das einmal fast ein Quartal gemacht, was du beschrieben hast an Arbeit. Was? In Salzbergwerk Datenendlagerung. In einem Warehouse-Management, ich habe 200.000 Datensätze auf gleichgebracht, aufgrund von Fehlbedingungen und dann aufgrund von Logik zusammensuchen, was wo zusammengehört und so quasi wie Teilchen und Antiteilchen dann aufeinander loszuschießen, positive Belege und negative, die sich dann auslöschen. Und ja, aber das sind dann nicht die Quelldaten, mit denen du hantiert hast, sondern mit den Daten, mit den aggregierten Daten hantierst.
Ich habe mit den einzelnen Datensätzen angesammelt. Die haben über Jahre zu teilen, inkonsistent und. Genau. Und na gut, dann gibt es das anscheinend nämlich tatsächlich. Ich habe mir gedacht, das kann es nie geben. Ich kann euch einmal eine Schulung über Warehouse-Management halten, dann werdet ihr das verstehen, warum man sowas braucht. Ja, okay. So korrupte Daten. Na gut, ich muss da wirklich, also was ich sagen wollte ist, das ist völliger Quatsch, das wird es nie geben, dafür gibt es Algorithmen und Duplizitäten werden mit entsprechenden Algorithmen gefunden und aber anscheinend ist das im Data Warehouse okay. Man Data schreibt Warehouse dann solche Algorithmen. In dem Job schreibt man solche Algorithmen und die dann okay. aufzumachen. Also gut, das heißt man räumt nicht selber auf, sondern lässt man schaut optisch auf die Daten, versucht Muster zu erkennen und wenn man Muster erkannt hat, kann man Algorithmen drauf loswerfen und die Muster dann einmal beheben. Okay, gut, dann bin ich beruhigt, weil das habe ich nämlich mir erwartet und nicht, dass jemand händisch. Und deswegen gefällt mir der Name nicht. Aber jetzt zu den einzelnen anderen schönen Wörtern. Schöne neue Big Data Welt kümmern. Also hier geht es hier um Aufräumen und Big Data, was ist, also hier geht es hauptsächlich um Datenspeicherung, nicht um Verarbeitung. Im ganzen Text kommt keine Verarbeitung, sondern nur Speicherung vor. Und Big Data ist wieder so ein falscher Freund. Big Data bezeichnet nämlich nicht das Speichern von gigantisch vielen Daten, sondern das Verarbeiten von Daten, die man eigentlich nicht verarbeiten könnte, weil sie aus irgendwelchen Gründen, unter anderem zu viele Daten oder zu komplexe Daten. Auch kleine Daten können so komplex sein, dass man zum Schluss sie nicht verarbeiten kann. Und das Big Data vom Wort her würde ich sagen, viele Daten, ist aber falsch. Es geht hier einfach nur um die Unmöglichkeit an sich und komplexe Daten würden dann auch drunter fallen, obwohl sie nicht groß sind. Das ist schon wieder so ein falscher Freund. Und dann eben Spezialisten, die sich darum kümmern, Hand für Hand. Und das ist auch wieder so ein, naja, ich weiß nicht so recht. Manuell macht das sicherlich dann keiner, das Aufräumen, sondern es wird per Algorithmen auch für die Zukunft gelöst. Aber was mir sehr schön, was mir wirklich besonders gefallen hat, ist es euch wahrscheinlich nicht sofort aufgefallen. Ich lese nochmal den Satz vor. In der schönen neuen Big Data Welt kümmern sich eigene Spezialisten darum, Falschdaten, Redundanzen und Duplizitäten zu eliminieren. Ist euch was aufgefallen? Redundanz und Duplizität. Ist Redundanz. Richtig, genau. Das ist sehr schön. Und es heißt eigentlich auch nicht Duplizitäten, sondern es heißt Duplikate. Also Duplizität sagt keiner. Ja. Aber Duplikat und Redundanz. Ob das nicht ein Google Translateter Artikel ist, weil Duplicity gibt es im Englischen. Man sollte mal schauen, wenn man den in Google Translate rückwärts reinwirft, ob dann einer rauskommt. Den also, ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Nein, ist es nicht. Die Anregungen zu diesem Artikel stammen von Achim Kasper, Country Manager bei Cisco Austria. Also, das schließe ich schon mal aus. Ja, also wirklich, das war einer der besten. Also, die anderen Sachen sind ganz amüsant und ja, da könnte man sicherlich auch noch drüber diskutieren und die auseinanderreißen. Aber sagen wir es so, da kann ich mich nicht ganz so gut aus. Mhm. Ja, was schön drauf passt. Kennt ihr das YouTube-Video The Expert? Ist das das, wo der eine, also Business-Meeting-Projekt startet? Genau, Projekt startet mit dem Kunden. Ja, genau. Mit der Kundenfirma, mit den Kunden sind drei vom Kunden und drei von der eigenen Firma. Und du bist der Experte, musst du dir vorstellen. Und du bist jetzt hinzugezogen worden, weil du bist ja der Experte, damit wir gleich die Probleme, die jetzt auftreten können, klären können. Na, und dann kommen wir auch gleich zur Sache, was ist die Fragestellung? Naja, sieben normal aufeinander stehende Linien zu zeichnen. Rote aufeinander stehende Linien. Moment, nochmal. Also sieben auf aufeinander. Also im Prinzip eine durchgehende Linie würde reichen, das wären dann nur zu. Nein, das ist also parallel, ist nicht normal. Ach so, parallel einfach. Sieben aufeinander, jeweils paarweise aufeinander, normal. Paarweise sogar nicht vorher. Parallel. Ach so, also. Normal. Normal zueinander. Können Sie sieben rote, normal zueinander stehende Linien zeichnen?
Unter Verwendung eines blauen Stiftes und eines transparenter Tinte oder so. Das sind also auch so die Vorschläge. Ja. Nein, was war so? Und dann sagt der Experte so, nein, ja. Und sofort sein Produktbetreuer, nein, so ein hartes Wort, natürlich gibt es einen Weg. Also wir haben immer und der Kunde sagt, aber wenn wir die Linie, also und der Techniker immer so, und sagt immer, so alle, also aus seiner Sicht völlig sinnlos und irrelevant. Und so, du merkst dazu, der Verkäufer, nein, gibt es nicht. Wir werden eine Lösung finden. Und so. Eine vom Kunden steht dann auf, ich habe die Lösung und zeichnet ein Dreieck hin. Also erstens, es sind drei Linien und nicht sieben. Zweitens, es ist ein Dreieck, die stehen nicht normal. Und es ist grün. Und ja. Das ist sehr herrlich. Also jeder, der mal in einer Firma auf einer Besprechung war, wird sich wiedererkennen. Und das Video zeigt dir, das vereinfacht, dass man das ja versteht, aber in absurden Situationen macht man als Experte wirklich steht. Das ist das meine letzte Woche zusammengefasst. Ja, also, daher ist mir das Video dann wieder eingefallen. Und es ist es ist genauso wie die Expert. Also es ist auf jeden Fall sehenswert. Das ist, glaube ich, nur ein paar Minuten lang, aber unbedingt verlinken. Wie sagst du? Viertelstunde, glaube ich. Nein, ist es wirklich so lang? Ja, ungefähr. Also weniger als eine Viertelstunde. Also ein paar Minuten, glaube ich. Aber komprimiert ein ganzes Arbeitsleben drin. Jetzt, wo du sagtest, vorhin Lektor, dafür gibt es Lektoren. Ich habe noch den zweiten Artikel auf derselben Seite in der Zeitung. Und da war anscheinend der Lektor gerade pinkeln. in einem Absatz, wer schon immer in der IT daheim war und es auch bleiben will, lerne Programmiersprachen, in Klammern AngularJS, Ruby, HTML5, Microsoft.net. Ich glaube, ich kann das so im Raum stehen lassen. Ja. Wobei ich normalerweise konservative Blätter nicht verteidige, aber das ist eine Journalistin, das ist jetzt keine... Nein, das hier, der letzte, also das, was wir jetzt, war von einer Journalistin, aber das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, dieser Absatz, da steht kein Autor dabei. Der Intern. Aber im zweiten Absatz steht dann hier, wer in der neuen Arbeitswelt überleben will, dem rät Oliver Bendig, CTO des Workplace-Management-Anbieters Matrix 42. Ah, okay. Das heißt, es ist ein Werbeartikel. Mhm. Und da war der Zettel. Ja, da gibt es dann empfehlen wir gescheite Programmiersprache, und zwar eine neue. Ja, aber Ruby steht hier schon. Eine neue, die schneller ist als Ruby. Swift. Ganz nah an Ruby dran. Python. Näher an Ruby dran. Crystal. Aha. Die kenne ich nicht. Die kennst du nicht. Achso, Moment mal, die mit dem das Piping von demselben wie Ruby? Piping? Nein, Piping nicht. Stream heißt die Sprache. Ruby oder was? Nein, es ist Ruby, mehr oder weniger Syntax, nur kompiliert. Mhm. Das heißt, keine interpretierte Sprache, sondern eine kompilierte, aber statisch typisch. Typisierte Sprache. Ja, aber nicht statisch typisiert. Nicht statisch typisiert, stimmt. Und das Hübsche ist, ich habe gespielt damit, kann man recht locker installieren, ist irgendwelche Zweizeiler mit Paketquelle hinzufügen, Paket installieren. Und dann hat man auch so, wie jetzt halt fast jede Sprache hat, die haben ja alle hübsche Standardbibliotheken dabei, wo du dann Webserver schnell hochspinnen kannst und dann schauen kannst, was schluckt er denn so an Requests und ohne irgendeine Optimierung, nur so ein Fünfzeiler, der den Server startet auf meinem Laptop, schluckt 18.000 Requests in der Sekunde. Mhm. Ist doch ganz hübsch. Ja, wie sieht das aus? Kann man da GEMS mit installieren und so weiter? Sind die alle kompatibel? Oder nein, sind nicht kompatibel. Okay, das heißt also alles selber neu schreiben. So schlimm ist es auch nicht. Mittlerweile gibt es eben eine wesentlich umfangreichere Standardbibliothek als bei Ruby, weil man eben jetzt viele Sachen erkannt hat, also YAML braucht man, XML braucht man standardmäßig, einen Parser und nicht vier, die man alle kombinieren muss dann. Es gibt ein paar so Sachen, die jetzt heutzutage einfach Standard sind, die da drinnen sind in der Standardbibliothek. Und es gibt mittlerweile auch eine ganze Menge, ich weiß gar nicht, wie die Gems dort heißen, sie heißen aber irgendwie anders. Also es gibt wieder so ein Paketmanagement. Es ist viel bekanntes Ruby funktioniert viel wieder, aber manches funktioniert eben auch nicht mehr, weil du eben typisieren musst.
manche Sachen erkennt er, wie er sie zu typisieren hat. Wenn du dann String hinschreibst, sieht er das String. Wenn du das in eine Variable reinschaufelst, muss die Variable offensichtlich ein String sein. Ja. Also dann erkennt er es. Aber es gibt halt Sachen, die dynamisch wären und die dann nicht erkannt werden. Das interessiert mich nicht sehr, aber das werde ich mir anschauen. Also da geht gerade die Post ab jetzt. Das Crystal könnte wirklich interessant für mich sein, ja. Und ist Crystal General, ich will eigentlich nicht über Nerd-Themen reden, aber ich kann nicht mich nicht zurückhalten. Ist es ein General-Purpose-Language oder ist es spezialisiert jetzt auf de facto wie Ruby. Es ist nur wie Ruby, nur kompiliert. Okay. Es ist noch relativ jung. Wahrscheinlich class.new wird nicht funktionieren. Oh, doch schon. Das schon? Oh, okay, das ist dann aber schon wirklich es ist sehr etwas, was schwer, was ziemlich kompliziert wäre. Na gut, okay. Ich lasse mich überraschen. Ja. Meine Herren, wir haben die 3-Stunden-Marke durchbrochen. Yeah! Oh nein, jetzt muss ich selber auch ein paar. Jetzt muss er selber schon. Hat noch jemand Themen? Na gut, ich habe diese Woche auch mal ausnahmsweise wirklich Zeit, vermutlich. Haben wir einen SSH-Server am Laufen? Ja. Falls ja, und falls, wie du gesagt hast, falls im Nebensatz SSL V2 noch offen sein sollte. Du meinst SSL-Server, also nicht SSH? SSH-Server, der SSL-Bibliothek verwendet. Wird schon reichen. Ach so, wegen dem OpenSSL-Bug. Genau. Ja. Also der Bug, der sich dahinter verbirgt, heißt Jarn Attack. Ist das ist aber nicht Open. Das ist nicht der OpenSSL-Bug, sondern nur das Ausnutzen des Standardfehlers, also des Fehlers im Standard. Der OpenSSL-Bug ist nur ein zusätzlicher. Super. Und OpenSSH ist dann nicht davon betroffen, weil es nämlich nicht SSL2 kann. Ist aber jetzt gerade gepatcht worden. Ja, wegen dem einen Bug in OpenSSL. Wegen einem anderen Bug. Ja, also Drone und der OpenSSL-Bug sind unabhängig voneinander, aber Drone plus diesen Bug beschleunigt Drone zu knacken. Aha. Also habe ich mir vorhin extra noch durchgelesen. Updaten. Ja, einfach updaten. Ist doppelt. Und hat auch ein eigenes Logo. Ja. Auch ein Promotion-Video. Promotion-Video nicht, aber eine riesen Webseite. Also die haben sich ausgetobt damit. Das ist ein wissenschaftliches Projekt mit Google, ein paar Universitäten. So eine Referenzenliste und so. Also das ist riesig. Drownattack.com. Ach, herrlich, dass man heutzutage schon Promotion-Videos wie bei diesem Maus- und Tastaturfehler. Oh Gott. Schöne neue Welt. So. Früher reichte noch ein Exploit. Wolltest du noch ein Kickstarter-Projekt? Aber ja, der Dennis soll schon uns schreiben. Und dann sagt man auch noch, was heißt das? Ihr seid einen gemeinen Witz zu machen, wenn ich gerade was trinke. Das erinnert mich wieder an mein Praktikum, wo einer sagt, wo der Platine erklärt wird, ich trinke gerade aus meiner Wasserflasche und meint, ja, das ist eine eierlegende Wollmilchsau. Und die ganze Wasserflasche ist wieder mein Hast du geboostet vor Schrecken? Ja, nicht vor Schrecken, sondern nur lachen. Das war ich habe ein Kickstarter-Projekt unterstützt, das dritte in meinem Leben. Es heißt Open Key. Es ist ein Single Sign-On-Token, könnte man das so nennen. Also es geht um die Geschichte, wenn du Two-Factor Authentication machen willst, also nicht nur dich wo anmelden per Passwort, sondern auch noch einen zweiten Aspekt zur Anmeldung verwenden willst, dann gibt es die Geschichte zum Beispiel bei Google, dass man sich eine App auf seinem Handy installiert und dann fragt dich Google beim Anmelden eben nicht nur nach dem Passwort, sondern auch noch nach einer Nummer, die diese App am Handy on the fly generiert, aufgrund eines Algorithmus und aufgrund eines Werts, der zuerst zu deinem Handy übertragen worden ist, damit das Ganze dann auch offline funktioniert. Mhm. Also das ist der Google Authenticator. Stichwort OTP. Genau. One-Time-Pad. Ja. Und das hast du jetzt unterstützt. Und damit, um nicht so eine App zu brauchen, gibt es auch die Möglichkeit, dass man solche Geschichten in einem USB-Key implementiert. Das kann verschiedenste Varianten sein. Also ja. Der YubiKey zum Beispiel, der kann ist, das. Genau. Und der YubiKey Neo. Der YubiKey hat nur den Botchen, wenn man verliert, dann hat man verloren sozusagen. Dann ist er wirklich weg. In dem Sinn, dass wenn jemand anderen den dann verwenden könnte. Du kannst, nein, dieses One-Time-Passwort ist auch mit PIN geschützt und nach 3x Fehlangaben sperrt er sich. Also du kannst das auch schützen.
Und das Schöne, also der YubiKey ist ja nur eine Smartcard, also dieser Standard gibt es schon, so wie Bankomat, also klassische Smartcard, ich glaube eine Java-Card. Es ist aber nicht kompatibel zu den Smartcards. Doch, der Code ist auf GitHub und du kannst auf einer eigenen Java-Card, wenn du eine hast, also eine offene, wo du selber Software reinstallieren kannst, kannst du das einfach selber kompilieren und auf deine eigene Karte installieren. Achso, ich meine jetzt, der YubiKey ist aber nicht kompatibel zu Smartcards, das heißt also, ich kann nicht die Standard Smartcard-Tools, die ich habe, auf dem YubiKey. Also das geht auch. Der YubiKey meldet sich auch, also der YubiKey hat mehrere Identitäten, wenn du ihn ansteckst, aber er ist unter anderem auch ein Card-Reader. Also das schaut so aus für den Rechner, als wäre ein Card-Reader mit eingelegter Karte. Beim YubiKey gibt man den PIN über die normale Tastatur ein und schickt die dann wieder auf den YubiKey. Das ist ein Faktor, wo du richtiges liegst. Das ist, ja? Also ich verwende nicht den YubiKey, aber ich habe mir dieses von GitHub gebaut und habe auf eine eigene Smartcard installiert. Das heißt, da habe ich dann ähnlich wie ein Google Authenticator eine App am Handy, nur dass die Secrets, also die Geheimnisse nicht im App-Speicher liegen, sondern in meiner Chipkarte. Ja. Und die halte ich mir dann Handy ran. Und das Einmal-Passwort wird in dem extra Device errechnet und nur am Handy angezeigt. Aber das Handy ist weiterhin eben der Anzeige- und Eingabegerät. Und so wie du sagst, also die PIN-Eingabe erfolgt dann auf einem potenziell unsicheren Device, also am Handy. Mhm. Könnte theoretisch da wieder abgefangen werden. Und aber zumindest ist es besser als der Authenticator, weil Authenticator ist der Schutz nur darin, dass halt keiner die App-Daten klauen kann. Aber sobald jemand root ist auf meinem Gerät, also eine Root-Levels-Schadsoftware könnte alle diese Seeds weg abgreifen und dann alle One-Time-Passwords in aller Zukunft vorausberechnen. Also dann, sobald er diese Seeds aus der Google Authenticator App hat, dann ist die genauso viel wert wie ein Passwort, weil dann hat er auch alles. Und das ist halt ein Level mehr, aber die haben eine Tastatur integriert auf dem USB-Stick sozusagen. Das ist ein eigenes Hardware-Device, so wie ich das verstehe. Schaut aus wie ein USB-Stick, den du ansteckst am Rechner. Okay, und da hat eine kleine Tastatur drauf mit 8 Tasten, die du drücken kannst. Mhm. Und dann haben sie eben so Geschichten eingebaut, wie einerseits, wie du zuerst gesagt hast, wenn du mehrere Fehleingaben hintereinander machst, wobei man das definieren kann, wie viele, dann sperrt er sich. Mhm. Und entweder sperrt er sich nur oder zerstört sich sogar. Und noch eine Variante ist, dass es zwei gültige Codes gibt. Der eine sozusagen, der deine echten Passwörter entschlüsselt. Und der andere Code ist der, den du vor dem Polizisten machst, der dich gerade dazu zwingt, dass du aufsperrst. Nice. Also plausible deine Deniability, dass du quasi... Genau, dass du andere Accounts angelegt hast. Aber der hat dann nur zwei. Das heißt, der Polizist könnte sagen, ja, beide eingeben. Wenn er sich damit auskennt. Ja. Genau. Okay, das ist dann keine echte, also für mich keine echte Deniability. Durchdachte, hundertprozentige. Also wenn, müsste er unendlich viele Identitäten direkt anbieten. Unendlich viel wird schwierig. Wird schwierig. Aber ich finde den Ansatz haben wir zumindest hübsch, dass man eben glaubwürdig was freischalten kann, nicht? Und dann, da ist mein Account, aber das ist gar nicht mein Standard-Account, sondern das ist sozusagen der harmlose. Diese Idee. Und ich glaube, sie haben ein paar so Varianten für Single Sign-On implementiert. Also eben diese... Also das, was Google Authenticator macht, ist ja auch nicht von denen erfunden, sondern ist ja RFC, also zwei RFCs, diese Time-Based und Token-Based. Das eine ist ein Zähler, der immer hochzählt, das andere ist, also dass jedes Mal ein neuer Token kommt, der andere ist halt uhrzeitabhängig. Ja, der uhrzeitabhängige kommt von RSA und ist leider patentiert und daher... problematisch. Na, da gibt es mehrere. Also der von Google Authenticator, der ist offen. Das ist ein RFC tatsächlich, ein freier, patentfreier. Das ist ein Key, der mit einem also ein HMAC-Value, wo du einen Initial Key hast und dann die Unix-Time hinten dran und du kannst das definieren, die Zeitfenster, das ist alle 30 Sekunden ein neuer Code, alle 3 Stunden ein neuer Code. Das ist, desto größer das Fenster, desto größer ist der Angriffsvektor, aber so Ding ist... Das ist auch nicht schwer einzurichten, der Google Authenticator. Gibt es jetzt für zwei weitere Services noch, also eben alles, was an Google hängt, ist jetzt damit, GitHub habe ich damit verbunden und Slack habe ich damit verbunden. Da legt man sich dann eben jeweils einen anderen Code runter. Und auch deine eigenen Server und Rechner? Die habe ich damit nicht, nein. Was ich noch gemacht habe, ist, du kannst dir auch noch weitere One-Time-Passwords ausdrucken, die du quasi wie beim E-Banking kannst du ja auch welche zuschicken lassen, die sozusagen immer gelten. Eine TAN-Liste, genau. Die gibt es leider nicht mehr. Ja? Was?
Bei einigen Banken nicht. Zumindest Raiffeisenbank hat die gar nicht mehr. Da gibt es nur noch per SMS, was natürlich ein Angriffsvektor, der bescheuert ist, weil heutzutage jeder Online-Banking auf dem Mobiltelefon macht. Das heißt, der einzige Vektor, den man angreifen muss, ist das Mobiltelefon und hat sofort allen Zugriff. Und ja, das ist ganz schlecht. Ja, zu dem Punkt, da ist im letzten CT-Magazin, war da nämlich, dass in Deutschland angeblich darf man, also steht bei vielen Banken in den Benutzerbedingungen, dass man Mobile-TAN per SMS nicht am selben Gerät machen darf. Ja, sehr witzig. Und mich hat mich dann voll interessiert, ist das in Österreich auch irgendwo drinnen? Das muss ich echt mal nachlesen, wenn nämlich, also du müsstest die SMS auf einem anderen Handy empfangen, als wenn du Online-Banking machst, während hingegen diese, das gibt ja was Neueres, diese TAN, also diese App-basierten TANs, also nicht per SMS, sondern per App, die darf man am selben Gerät öffnen, okay, weil das sind ja zwei verschiedene Apps. Ja, sehr schön. Dann gibt es auch schöne... Da gab es ja einen Talk, glaube ich, am letzten Kongress, also war ja, glaube ich, einer, der diese TAN-Verfahren dann geknackt hat. Geknackt hat, ja. Aber einfach nur Root-Rechte und die sperren dann, da gibt es Root-Rechte, dann laufe ich einfach nicht. Ja, und dann braucht man nur eine Datei umzubenennen und schon funktioniert es wieder. Also das ist noch Quatsch. Wird auch nie funktionieren technisch. Aber du warst es jetzt beim Punkt, die TAN-Listen gibt es nicht mehr. Und gibt's dann noch, gibt's bei Google bei genauso. Authenticator. Also bei Authenticator, ja, diese vollen Stück, glaube ich, oder ja, sowas. Genau. Die in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden dürfen, ja, und auch OTPs sind, also One-Time-Passwords. Das ist nämlich, das ist genau, dieser Fallback. Ich verwende mittlerweile das bei über 20 Services, ja, und diversen Web-Services, wo ich es nur kann, ja, weil es für mich ein besser sicherer Faktor ist. Aber ich habe immer das Problem, was mache ich, wenn ich mein Device verliere? Ja. Und bei manchen, zum Beispiel bei diversen, also ist es schwierig, mittlerweile immer angewöhnt, immer zu schauen, wie funktioniert der Recovery-Weg, wenn ich mein Passwort vergessen habe und verloren habe, weil das ist ja genauso ein Angriffsvektor, weil der Angreifer geht dann auch hin, wenn dann nur erst wieder E-Mail ist oder sowas, dann ist es das völlig wurscht. Oder oft einmal ist der SMS dann, nicht? Bei manchen ist es aber wirklich so schwer, dass es fast unmöglich ist, seine Account wieder zu bekommen, dass es wirklich viel, dass sie gar nicht so gut durchdacht haben. Und ich habe jetzt, dass ich begonnen, mir diese Tokens, diese Initial-Tokens extra zu archivieren. Ja. Also sichern, zumindest aber wenn ich mein Authenticator verliere, halt ich verschlüssel es in einen KeePass-X-File. Ja, genau. Ich habe auch ein eigenes KeePass-File, wo ich es drin habe. Genau. Aber jetzt sind wir wieder sehr abgenördet. Wir verlieren gerade alle unsere Mithörer hier am Tisch und auch draußen. Ich habe heute zu dem Thema sogar auch was erlebt. Bei Uberspace musste ich mich einloggen und hatte das Passwort nicht. Aber später bin ich drauf gekommen, dass ich bei SSH nie ein Passwort angegeben hatte. Und die hatten was Interessantes. Man konnte es sich per E-Mail zusenden lassen. Oder sie legen es im Dateisystem ab, sodass man per SSH auf den Server zugreift, was unabhängig vom Web-Interface ist, und dort das Passwort dann zurücksetzen kann. Finde ich auch sehr löblich. Mhm. Also, wenn man die Möglichkeit hat, andere Arten, wie man den Kunden erreichen kann, haben sie sichere Wege fürs Dateisystem. Sehr schön. Kannst du nicht mit Johnny einen Spezialpodcast machen? Ja, das wäre eine Idee. Nein, ganz schlechte Idee. Keine Spin-offs jetzt da ansetzen. Das ist Premium-Content. Das bleibt alles hier in der Familie. Ayran-Taucher-Podcast. Ayran-Podcast. Genau, Mittwoch. Und nachdem du zuerst nach Gems gefragt hast, für den Google Authenticator gibt es ein Rails-Gem, also ein Ruby-Gem, mit dem man Rails-Applikationen. Davon bin ich ausgegangen. Wir haben einen Nicht-Mehr-Podcast. Genau, ja, ich würde gerne abschließend noch was sagen. Ich bin so schön betrollt worden, dass ich bin so dermaßen betrollt worden, so blöd, dass ich irgendwie letzte Woche irgendwann, dass mich das nach wie vor noch an mir nagt und ich mir denke, vielleicht sollte ich mich mal mit Python auseinandersetzen, weil ich mir so geärgert habe. Du meinst Ruby, nicht Python? Ja. Nein, ich meine Python. Es war jetzt, das weiß ich jetzt noch nicht, vielleicht aber auch Ruby. Das ist jetzt deine Beziehungsgeschichte also, oder was? Nein, ich bin über Internet betreut worden von einem fremden Menschen. Es war so, irgendwie, ich bin ja vernetzt mit Handarbeitsleuten so, und irgendeine von den Handarbeitsfrauen hat auf Twitter gefragt, wie das ist, ob man eigentlich Farben in Töne umsetzen kann.
hat einfach so irgendwie in die Runde gefragt und ich gehe mal davon aus, sie spinnt sich ihre Strickwolle irgendwie selber, dass sie die Farben da irgendwie vielleicht irgendwas, irgendwelche Farbverläufe in Klang umsetzen wollte. So, nur hat sie so gefragt und ich habe das einfach so getweetet, dachte mal, ja, ich weiß zwar, dass man das kann, aber keine Ahnung, also ich habe echt überhaupt keinen Plan, wie man das machen könnte. Und dann habe ich eine Antwort bekommen, ja, klar kannst du das machen, da holst du halt irgendwie so ein Python-Tutorial und dann liest du das mal schnell und dann machst du das genau. Und dann hat man super, wunderbar, du renovierst in den, also hab geantwortet, du renovierst dann in der Zeit meine Wohnung und dann mache ich das. So, klar, gerne, jederzeit. So, und dann war das so ein bisschen das war so ein Dialog, der war irgendwie so ein bisschen das ist ja alles ganz, das ist ja alles ganz einfach, da musst du bloß das und das und das und das lernen. Also. Und ich habe mich echt geärgert über diese Art und hab dann gefragt, ja, sag mal, schick mir mal einen Link zu irgendeinem Tutorial. Weil man gedacht hat, mehr als nicht verstehen kann es. Ja, und er kann irgendwie Links zu Wikipedia-Artikeln über Python, wo ich mir gedacht habe, ja, danke. Ja. Na, also das muss jetzt echt nicht sein. Und seitdem nagt das irgendwie an mir und ich denke mir so, ich will jetzt irgend so ein Tutorial auftreiben und dann will ich ja mal mir das anschauen, weil Zeit, das programmieren. Aber das kenne ich, diese Art, ich finde diese Art so blöd und dann haben wir gedacht, als kenne ich nicht von selber auf die Idee, mal in der Wikipedia nachzuschauen. Ne? Das ist auch so eine Trollart irgendwie und, so. Grunddefinition, schau mal nach irgendwie. Ja, es ist allerdings bei mir dann so, dass ich mir halt dann denke, okay, ich kann es nicht, ich verstehe es nicht, da kommt mal jemand schräg, da wollen wir doch einmal schauen, wie lange es dauert, bis ich vielleicht einmal schräg zurückkommen kann. Ne? So, wollte ich jetzt mal gesagt haben, ganz offiziell, damit ich das dann auch mache. Okay, wir nehmen jetzt einfach eine neutrale Sprache, damit Python und Ruby aus dem Raum geht. Nimm Basic. Du kennst auch diese Python. Aber ich kann noch was ganz anderes bringen. Wenn du mir sagst, dass ich mit Basic Farben in Klang umsetzen kann, das glaube ich da jetzt nicht. Farben in Klang? Ach so. Das super Python-Tutorial 3 Ruby dort dabei. Ja, genau, Python. Weißt du was, ich wollte schon Try Ruby vorschlagen, aber du hast es auf den Punkt gebracht. Ich bin für alle möglichen Vorschläge offen. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt Python, aber wenn jetzt irgendwie kein... Ich habe mal gedacht, naja, dann ist ja völlig wurscht. Technisch habe ich nichts zu dem Thema beizutragen, aber vor ein paar Republikas ist ein Künstler aufgetreten unter dem Thema Cyborg, was immer hochgegriffen ist. Okay. Und das war ein farbenblinder Künstler. Und der hat sich ein Device gebaut, das Farben wahrnimmt und das in Töne umsetzt und das kann man dann hören. Das gefällt ja auch. Und dann hat er einen gewissen, zum Beispiel hat er dann... Das hat er nicht vom Baum Elektronik gekauft. Wahrscheinlich nicht, nein. Also wie gesagt, von der technischen Seite kann ich nichts sagen, aber was ich nett fand bei dem Ganzen, also erstens hat er mal seinen Kühlschrank umgestrichen, um einen richtigen Ton zu hören. Was ich komisch fand, warum hat das nicht umkonfiguriert, aber er sieht ja so viele Farben, da wahrscheinlich war das noch der wenige Aufwand. Und es hat eine Melodie gespielt, wenn er seiner Freundin von das Kleid von oben nach unten geschaut hat und sie hat das auch angehabt irgendwie. Und das fand ich eine nette Idee irgendwie, also auch Kleider vom Farbverlauf her an Melodien anzupassen, also auch so komponieren. Was du beschreibst, ist ein glasfaseriges Hilfsmittel für Blinde. Mhm. Also Baumelektronik ist eine Wiener Firma, die solche Devices verkauft. Die ist nicht sarkastisch, sondern das kann man wirklich dort kaufen. Und dann hältst du es einfach an einer Farbe dran. Und ich glaube, du kannst das eben konfigurieren, dass ein Ton rauskommt oder dass er dir die Farbe spricht. Ah, okay. Wobei dann klassifiziert er, glaube ich, in 15 Farben oder sowas in die Richtung. Meine Farbe 15? Also er spricht die Farbe aus oder setzt das in Töne um oder beides? Ich glaube, beides kann. Beides, okay. Weil es halt schneller geht, wenn es in Töne ist, wenn es das gern passt. Als wenn es spricht. Ja, natürlich. Und vor allem, Sprache ist nicht in jedem Kontext verständlich. Das kann bei Hintergrundlärm kann Sprache viel schlechter verständlich sein als Frequenz eines Tones. Aber bei Frequenz eines Tones brauchst du fast ein absolutes Gehör. Oder was annäherndes. Das haben auch nicht viele. Was mir noch dazu einfällt, vielleicht ist es eine Synästhetikerin. Haben wir noch ein Wort? Ja, das Wort habe ich schon gerade eben gesagt. Das erinnert mich an Synästhesie, nur dass es eine Maschine ist. Ja. Synästhetiker sind Menschen, die, wenn sie Töne hören, Farben empfinden. Noch viel allgemeiner, wenn man einen Sinn hat und es in einem anderen Sinn gleichzeitig. Ja. Riecht Töne oder man schmeckt Farben oder solche oder Formen. Meine Freundin hat dazu nämlich eine Bachelorarbeit geschrieben. Das Mapping von Tönen in den Farben ist halt nicht eindeutig.
Ja, also die eine Geschichte ist die... Mein Rot klingt besser. Mein Speck dafür. Ich habe zum Beispiel Zahlen und Farben so. Also ich habe voll Zahlen und Farben. Ich kann mir Zahlen extrem gut merken, weil ich da die immer mit Farben verbinde. Ja, das ist Synästhesie. Genau, das fällt schon runter. Das habe ich so ein super Zahlengedächtnis. Das finde ich total praktisch. Das andere ist... Nee, ich glaube, da ging es einfach drum. Also wenn das ist sehr, sehr meditativ, wenn du einen Garn spinnst und das ist verschiedenfarbig und das läuft dann so in das Spinnrad rein. Auch das ist relativ meditativ und ich glaube, ihre Idee war, dieses meditative Empfinden in Klang umzusetzen, ob sich das irgendwie machen lässt. Sonic Pie. Wird doch wieder Ruby. Ja. 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 Ja, ich, wie gesagt, ich bin also, jetzt Raspberry Pi kaufen, da ist Sonic Pi vorinstalliert. Nee. Und dann. Hey, gut. Ja, stimmt, genau. Dann, du hast einen Pi. Dann. Ah, okay. Und weiter? Ist das jetzt nur zur Frage, weil ich das gar nicht sicher bin, ob ich das richtig im Kopf habe. Sonic Pi ist es diese Programmiersprache, mit der man auf dem Raspberry Musik programmieren kann. Also das ist Ruby da und das ist nur eine Library sozusagen. Videos gibt auf YouTube, wo jemand total beeindruckende Sachen macht mit und eigentlich live codet, aber gleichzeitig ein DJ ist fast schon. Sam Aaron, der das Spiel entwickelt hat. Ich habe Sonic Pi noch nie probiert. Eventuell empfehle ich auch noch den Joseph Wilk dazu. Mhm. Den habe ich auch schon im Podcast hier erwähnt. Der übt das 2 Stunden am Tag, um darin zu gut zu werden. Und mittlerweile tritt er auch als Artist auf in dem Bereich. Das Lustige dann dahinter ist, es gibt noch Video-Plugins dafür, sodass du nicht nur Audio erzeugen kannst, sondern auch so VJ-Kunst, die du dann auch am Bildschirm darstellst als Videokünstler, also Live-Coding, um Musik oder Geräusche plus Videos zu erzeugen. Das ist jetzt ziemlich in dieser Szene, da, die da gerade entsteht. Also mit einem Tool, das eigentlich für Kinder gebaut worden ist, damit die einen netten Zugang haben zum Programmieren, der halt sowas mit Ton, Musik und so weiter zu tun. Und man lernt halt, das ist ja alles über diese, also das ist im Prinzip dieser Sequencer. Also du hast dann mehrere Schleifen, die parallel ablaufen. Also du lernst auch Parallelprogrammierung oder so was Ähnliches nebenbei. Und also das ist ziemlich nette Geschichte. Ja, ein cooler Zugang, finde ich. Ja. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Auf der Webseite ist es. Ich kann reingehen, aber muss das Mikro. Wir müssen noch den Teaser aufnehmen. Du hast ihn erinnert. Wir machen es kurz und schmerzlos. Wir haben heute den Johnny da, der kann teasern. Du hast noch nie geteasert. Du erzählst jetzt einfach in dieses Mikro. Nein, das müssen wir getestet. Das machen wir noch. Darf ich den Podcast beenden? Ja, machen wir kurz und schmerzlos. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Johnny.